Ich glaube, das war das Zeichen. Geht los. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer hier aus Köln. Ich begrüße bei Krola von Gerst, aber heute eher bei Ripkes zu Hause. Schön, dass du hergekommen bist und ein bisschen Garnitur mitgebracht hast. Wir haben schon anstrengende Minuten hinter uns gebracht und heute Abend soll es rund gehen, live. Und live bedeutet natürlich, wir machen das nicht nur einfach aus Spaß oder aus Jux und Tollerei, sondern wir wollen natürlich auch Beteiligung. Und genau das ist der Grund, warum an zwei Orten wird mitgechattet. Einmal auf der Facebook-Seite von Paule und einmal bei uns natürlich auf dem Blog bei Krola von Gerst. Die beiden Stellen gibt es, um Fragen zu stellen. Und dann darf ich jetzt erstmal begrüßen. Ich bin unhöflich. Ich rede erstmal. Schön, dass du da bist, Paule. Das ist echt. Ja. Ich nenne dich immer Paule. Ich weiß nicht, ich habe immer so Sondernamen irgendwie. Aber ist okay. Völlig okay. Früher hieß ich immer Paule. Überall. Ehrlich? Ja, Paule und die Mischkassetten war mal eine Tape-Kritik. Also, ich hatte mal eine Rubrik, die hieß Paule und die Mischkassetten. Das waren Hip-Hop-Tapes in der Backspin. Das war so eine Hip-Hop-Zeitschrift. Okay. Mhm. Okay. Hast du früher so richtig Hip-Hop gemacht? Ich habe versucht aufzulegen, aber sehr, sehr schlecht, wie gesagt. Ich habe nur bei Life of Paul deine fulminanten Auftritte auf den großen deutschen Bühnen gesehen. Ja, ich habe 4 Songs als Rapper. Die sind einmal von Casper, 2 von Materia und einer von Prinz Pi geschrieben. Und ich habe Ghostwriter sozusagen und die habe ich dann auf Kurpfälzisch. Ich kann ja auch babbeln. Ich komme aus der Kurpfalz, wie unser lieber Freund Calvin auch. Und wenn man so babbelt und dann rappt, dann klingt man wie die Stieber-Twins. Das sind die Erfinder des Hip-Hops sozusagen. Und einmal zwischendrin Stieber-Twins. Ja, ich muss aber respect my dues to the Stieber-Twins. Und da rappe ich dann immer, ja. Aber die Zeiten sind dann doch nicht mehr so aktuell, muss man sagen. Ich bin ein Mega-Fan von dir. Und wir haben ja schon immer probiert, dich irgendwie nach Köln zu locken und in unsere Sendung. Und ich finde es ganz toll, dass du heute Zeit gefunden hast, deinen Abend mit uns zu verbringen. Und liebe Zuschauer, so ganz normal ist es nicht, weil Paul muss ja auch natürlich Brötchen auf den Tisch bekommen. Und nicht jeder kann einfach mal Abende und Nachmittage, das gehört nämlich mit dazu, verschwenden, um bei uns hier rumzusitzen und über Fotografie und über lustige Dinge zu berichten. Aber wir haben uns ein paar super tolle Themen rausgesucht. Ich würde gerne wissen, jetzt bist du ja in Deutschland, übermorgen wahrscheinlich wieder in USA. Mhm. Und ich möchte gerne wissen, wie es bei dir dort geht. Ich will wissen, was eigentlich in deiner Fototasche drin ist. Ich möchte wissen, was es mit dem Nico Rosberg Buch auf sich hat. Ich möchte wissen, wie das mit diesem Mini-Paule, was du da ausgeschrieben hast, auf Instagram und Facebook läuft. Ich möchte wissen, wie es mit deiner Rapcademy. Jetzt hast du gerade den Namen erfunden. Rapcademy? Ja, featuring Materia. Gibt es noch nicht? Sozusagen. Ja, nee, machen wir dann. Naja, wahrscheinlich gibt es das. Wahrscheinlich macht Detlef die Soest die Rapcademy. Und dann will ich noch das was ist generell. Das ist der Moment, wo ich wegsepp übrigens. Kleines Zitat von Sido. Egal. Entschuldigung. Das ist dann noch das Coaching, ist der letzte Punkt. Und dann habe ich natürlich schon vorhin ein paar Fragen gesammelt bei uns bei Facebook. Ich glaube, wir haben also den Abend voll. Ja, ich laber ja mich immer zu Tode. Insofern, um 24 Uhr müssen wir, glaube ich, ausmachen, oder? Wir müssen gar nicht ausmachen, aber irgendwann, glaube ich, kippen wir einfach um. Ja, oder alle vor den... Aber 2 Stunden kriegen wir voll, glaube ich. Locker. Mit diversen, wenn es irgendjemand da draußen sich anhören will. Lass uns loslegen mit USA Paul 2.0. Ich meine, ich finde das ja ein mega cooler Schritt, aber... Kann es sein, dass vielleicht die deutsche Fanschaft, die Leute, die dir folgen, dass sie das vielleicht so ein bisschen falsch auffassen mit USA? Weil ich meine, der Ripke ist bei hier in Deutschland natürlich der größte lebende Fotograf, umstritten. Also. Ja, aber bei vielen schon, bei manchen nicht. Mhm. Aber ich glaube, bei mehr ja als bei mehr nein. Also mehr ja als nein. Ich würde sehr deutlich widersprechen. Das ehrt dich. Aber was ist jetzt mit USA? Wie läuft es so? Also super, sensationell. Ich bin da höchst glücklich. Ich bin, wie gesagt, vor einem halben Jahr umgezogen, 1.7. Ich glaube, grundsätzlich war das auch eine private Entscheidung. Ich habe eine Frau, 2 Kinder und die sind 10 und 5 und habe irgendwann so... Habe ich den Ton nochmal? Ja, das ist alles gut. Ich fasse dich immer mal wieder so ein bisschen. Ja, das ist schön. Wenn ich dich auch anfassen darf. Du bist hier in Köln, pass auf, ne? Ja, du bist es schon. Ich bin zu 40% homosexuell, bekennend auch, muss ich sagen. Ja. Trotzdem zu 60%, wie gesagt, mit meiner Frau dann verheiratet. Und da ist es dann so, dass ich irgendwann, ich wollte mal was Neues, wir wollten mal was anderes machen. Und das war, ich glaube, sogar ein Hochzeitstag, wo wir da mal diskutiert haben, dass jetzt ein guter Moment ist, weil die ältere Tochter
von der Schule her zwischen Grundschule und Gymnasium war, die jüngere Tochter gerade noch im Kindergarten war. Ja. Und wir dann gesagt haben, ja, das ist jetzt ein ganz guter Moment. Karrieremäßig kann man es so und so sehen, sagen wir es mal so. Das ist aber eher wurscht und war erstmal eine Privatentscheidung. Und dann so wie ich ticke tatsächlich, das haben wir das besprochen abends mit meiner Frau und dann mit unseren Kindern. Und dann haben alle gesagt, ja, lass uns das doch mal probieren. Am nächsten Tag bin ich auf Lufthansa.de und habe 4 One-Way-Flüge gebucht für den 1.7. Und weil wir haben gesagt, Mitte nächsten Jahres machen wir das. Und dann habe ich als allererstes mal die Flüge gebucht. Ich glaub, hast du das Studium noch? Ganz kurz. Nein. Komplett weg. Ich habe alles weggegeben. Ich dachte, dann haben wir schon mal ein Datum. Da war übrigens auch Schule, also es war eigentlich total hirnrissig, das Datum. Hat sich gleichzeitig, also war nicht das Sinnvollste, aber dann hat man das entschieden und ab da kann man dem folgen. Du bist und kann typ, dann oder? Dafür arbeiten. Ja, also du so musst so erst Fakten schaffen und dann nachzuziehen so ein bisschen. Unter anderem der Grund, warum ich so dick bin, weil ich kann nicht strukturiert anders essen oder sowas, sondern ich gehe dann ins Fitnessstudio. Also ich brauche ein Fitnessstudio-Mitgliedschaft und 4 E-Bikes oder eben nicht. Und bis ich dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen Sport mache und dann klappt das. Also grundsätzlich klappt das eh nicht so gut mit guten, geplanten, sinnvollen Sachen. Ich bin ein bauchemotionaler Mensch und wenn nette Freunde um die Ecke sind und wähle ich immer das Bier eher als das Wasser und das Laufband sozusagen. Aber jetzt fühle ich mich so ein bisschen ich fände dann... Ich kenne das. Ja, deswegen. Und das ist dann aber auch okay. Also man muss ja auch nicht immer gut aussehen. Ich lebe so ein bisschen, also wenn ich gut aussehen müsste... Dann würde ich es wahrscheinlich. Insofern also jetzt stellt sich ein bisschen unter den Ja, aber Scheffel. So mit dem Trotteltum kommt man ja relativ weit. Insofern ist es ganz okay. Fakt ist, ich habe erst den Flug gebucht und das Datum geschaffen und dann sind wir da gefolgt. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut, wie das so visumsmäßig ist, falls es irgendjemand interessiert. Das ist jetzt habe ich mal eine ganz intime Frage. Ich habe letztens, also 2016 hatten wir eine Produktion in Las Vegas und sagen wir so, wir haben Urlaub gemacht und nebenher Fotos gemacht. Weißt du, was ich meine? Wie hast du das früher gemacht? Also wie machst du es jetzt und wie hast du es früher gemacht? Arbeiten als deutscher Fotograf in den USA ist ja unfassbar schwierig, weil dort muss man für Arbeitsvisum immer so vorweisen, das ist eine Arbeitstätigkeit, die dort kein anderer zu einem gleichen Preis oder irgendwie andere Fähigkeit machen kann. Und das ist ja so diese Heimschutzmentalität von diesen US-Amerikanern. Wie sieht es aus? Genau, das ist wirklich interessant. Die alte Geschichte, also bisher, ich habe noch nie, das ist das erste Mal, dass ich irgendein Arbeitsvisum für irgendein anderes Land habe, noch nie ein Visum gehabt und werde mir, glaube ich, auch selten ein richtiges Arbeitsvisum, weil unser Beruf ja gar nicht richtig begreifen, also was machen wir da, wo ist da was. Vor allem, wenn du mit so einer kleinen Leica rumrennst. Genau. Und so viel habe ich auch nicht gearbeitet in den USA und deswegen hat es immer ganz gut geklappt, mit Esther als Tourist einzureisen. Und da brauchte ich natürlich ein richtiges Visum, das war außer Frage. Und dann haben wir so ein bisschen, ich habe einfach einen Anwalt gegoogelt und haben uns da beraten lassen. Das rate ich auch jedem anderen, dass man einmal wirklich jemanden, der sich auskennt damit. Und dann muss man sagen, hat mein wunderbarer linke, rechte Hand und Fuß und alles drumherum, David Osterkorn, unser Sidekick, der da drüben steht, hat dann den Visumsprozess übernommen. Du musst zurück ins Licht, glaube ich. Ja. Du hast so einen perfekten Spot auf dich gesetzt. Ja. Der liest dann auch ein paar Fragen vor später. Ne? Das ist dann... Beteiligen. Auf Facebook bei Paul. Jetzt muss man ein Mikrofon hochfahren. Sag mal was. Ja. Hallo? Noch gibt es keine? Noch gibt es keine Fragen bei Facebook. Aber die kommen hoffentlich noch. Guckt vielleicht auch niemand zu. Doch. Fakt ist, dann haben wir ein Visum gemacht, das Ganze nennt sich E2-Visum, das ist ein Investorenvisum. Ich habe eine Firma gegründet in Amerika, ich habe ein Faible für behämmerte Namen, die neben der Ripcademy heißt diese Firma Ripkey California, was ich einfach das behämmertste finde. Steht in meinem Visum, steht drin Ripkey California Limited und das ist einfach behämmert. Aber diese Firma gibt es jetzt, da muss man aktiv und passiv investieren, man muss einerseits Geld ausgeben für Dinge, die man nicht mehr zurückkriegt, also eine Kamera, ein Auto, was auch immer man da machen kann. Und dann muss man dafür sorgen mit einem Businessplan, dass passiv Geld reinkommt in den Folgemonaten. Und ehrlicherweise hat da die zweite, wie gesagt, Ripcademy, auch völlig falsch geschrieben und behämmerter Name, hat da aber sehr geholfen, weil quasi ja schon die Plätze, die waren schon verkauft, als wir uns ums Visum dann beworben haben. Der Nachteil dieses Visums ist, dass es A nur für 2 Jahre ist, B sofort gültig ist, wenn du dich bewirbst und es bewilligt wird. Das heißt, du hast null Planbarkeit. Also normal
brauchst du ja schon 2-3 Monate, bis du einen Umzug organisiert hast. Du wartest auf Antwort und sobald die Antwort hast, hast du gilt sagen, das Visum. Los geht's. Genau, und es ist dann nur 2 Jahre und eigentlich ist es dann ja irgendwie nur 1,5 Jahre mit ein bisschen Puffer und dies und das und für Familien ist es schwierig. Ich weiß es doch auch nicht, warum das so ist, aber ich habe wirklich unfassbares Glück in meinem Leben. Immer die Visa kam wirklich am Tag vorm Abflug. Der Abflug war 11 Uhr am Freitag, 11.10 Uhr ab Hamburg und am Donnerstag kamen die 4 Pässe, weil es hätte ein bisschen einfacher gehen können. Ich musste aber zwischendrin nach Aserbaidschan mit dem Pass und in dem Pass, mit dem du dich bewirbst, muss auch das Visum drin sein und mein 2. Pass war noch nicht da. Dementsprechend musste ich mit dem Pass erst nach Aserbaidschan, dann wieder zur Botschaft und dann war es eben wirklich die ganze Straße bei uns. Also eigentlich hätte es nicht klappen dürfen. Ach ja, ich habe ja Mut zur Lücke. Man muss sich auch mal was trauen und klauen auch, aber man muss sich auch was trauen und man muss es auch machen und dann hat es ganz gut geklappt. Und seitdem haben wir haben quasi einen einzigen Tag verschenkt von dieser... Anstatt 3 oder 6 Monate. Ja, genau. Und also mein Anwalt hat gesagt, das gab es so noch nicht und es ist komplett behämmert. Aber, und das Zweite, muss ich jetzt auch nochmal sagen, bei besonders guten Anträgen und besonders visawürdigen Menschen kriegt man dann wohl 5 Jahre von der Botschaft schon bewilligt. Und das ist bei uns so passiert. Das gehört garantiert David Osterkorn, dieser Ruhm. Hat er auch ein Visa bekommen? Ja, nee, der hat kein Visa. Das ist der Dank, um dir 5 Jahre zu bekommen. Ja. Jetzt ist ja so, dass dein Telefon ist wahrscheinlich so das Who is Who der deutschen bekannten Namen, die du alle schon vor der Linse hattest, sei es jetzt so ein Rostocker Fußballer oder andere Kontakte aus Düsseldorf und Co. Jetzt USA, das sind ja deutsche Kontakte, die meisten jedenfalls. Ich meine, du hast, aber was geht denn jetzt dort? Ist es jetzt so, dass sie sagen, boah, ich komme dich mal besuchen, Buddy, in L.A. und jetzt machen wir die Jobs dort? Oder nee. Was arbeitest du jetzt denn dort? Also, gar nichts. Also gar nichts. Fakt ist, ich bin der absolute Oberlauch dort drüben. Also es war mir aber auch klar davon. Es ist jetzt keine Überraschung, aber es ist völlig... Also es ist meine Karriere ist nicht existent in Amerika. Es ist auch so, dass niemand aus, ich habe kaum Kontakte da zu irgendwas und ich war immer jemand, der über Netzwerken und über, der ja, kennt da irgendjemanden. Ist nicht so, dass das One Night in Rio oder sowas, nee, gar nicht. Fußball ist dem Scheiß egal. Toten Hosen haben die noch nicht gehört, Materia haben die noch nicht gehört. Also alle ja, Dinge, die so jetzt klar, drumherum, aber 0,0, das interessiert die auch überhaupt nicht. Also so, das ist auch wirklich, und gleichzeitig ist auch, und das muss man, und das ist jetzt wirklich kein Kokettieren, ich bin ja auch nicht so ein guter Fotograf. Also meine Bilder reichen eben nicht allein aus, um wirklich Geschäft zu generieren, sondern es ist eher so, glaube ich, dass zwischendrin dass ich ganz okay mit den Leuten mich verstehe und dass vielleicht das Endprodukt auch nochmal ein bisschen besser ist, weil ich ein Buch mal betreuen kann oder dies und das. Und wenn es dann aber nur auf die Fotos drauf ankommt, generiere ich keine Jobs. Jetzt muss ich ja mal ein bisschen weggehen von diesen, also ich habe mir One Night in Rio auch angeguckt als Buch. Ich fand die Erlebnisse und die Szenen und auch das Mit-Drin-Sein total faszinierend. Ich habe aber natürlich auch diese kritischen Kommentare gelesen, die dann drüber geschrieben wurden. Wobei ich finde es ein bisschen so, man macht sich es ein bisschen arg einfach zu sagen, dass man muss nur eine Kamera haben und schon, also ja, das wissen wir beide, das ist nicht dran. Aber worauf ich hinausgehen möchte ist, du kannst doch nicht erfolgreicher Fotograf über Jahre sein und sagen, du kannst dich gut fotografieren. Du hast so viele Kunden, so viele Kampagnen fotografiert. Ich weiß noch, mit Conlays und alles Mögliche, das waren ja seine Zeiten mit Life of Paul, das ist doch Bullshit. Also das ist doch... Nee, doch, sag ich dir aber so. Also es ist wirklich so. Es ist ja so, dass ich habe meine Webseite umgestellt auf amerikanische Themen, um das irgendwie, also im Moment kommt Kevin Durant. Was wären die zum Beispiel? Als erstes Kevin Durant habe ich mal fotografiert, einen Basketballer. Ich habe Sylvester Stallone, George Clooney. Ich habe so ein paar Leute fotografiert, die quasi international sind. Das reicht aber A nicht aus, weil mir die Kontakte komplett... Also ich will mich auch gar nicht beschweren, das ist ja auch überhaupt gar nicht, es war ein bewusster Schritt auch dort. Ich will nur ganz klar sagen, dass meine fotografische Mappe und das, also das, wenn ich jetzt sage, das kann ich fotografisch, hat zu keinem Job bisher geführt nach 6 Monaten in Amerika und das ist auch nicht so, ich glaube auch nicht, dass es so funktioniert 2017. Ich glaube auch nicht, dass man noch Jobs generieren kann, ausschließlich, weil irgendjemand irgendeinen Fotografen haben will mit genau diesem fotografischen Look, sondern ich glaube, dass einfach ganz viel dazugehört. Es ist ja keineswegs so, dass ich unzufrieden damit bin. Das ist, du hast Glitzer im Bart. Warum hast du Glitzer im Bart? Ach, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber hier wurde gesagt, du glitzerst. Ja, das ist schon okay. Ich habe Paul angelangt. Ein bisschen glitzern ist schon ganz gut. Jeder will doch ein bisschen glitzern. Naja, und dementsprechend natürlich, also zur Frage am Anfang, es war natürlich karrieremäßig nicht besonders clever. Vielleicht. Hast du es aber so deswegen Moment, gemacht? Moment, ich habe es wirklich bewusst gemacht, das war völlig klar. Ich habe, die Namen muss ich dir nicht sagen, aber ich kenne ungefähr 15 Fotografen, die im Gestern leben immer. Also die immer Wiederholungen machen von dem, was schon mal war. Und immer wieder und wieder und wieder und wieder das Gleiche machen mit dem gleichen Thema. Ich mache auch das Gleiche wieder, nur mit einem anderen Thema wenigstens.
ich bin jemand, und das, auch das meine ich wirklich aus vollem Herzen, ich bin gut, wenn ich hungrig bin, ich bin zielstrebig, ich will Erster werden und ich will was Neues erreichen. Wenn ich in die Formel 1 gehe, dann will ich, dass da Neuland, und dann beiße ich mich fest und dann will ich das. Ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht, wenn ich in irgendeinem Kundenservice mir jemand Nein sagt, dann fange ich erst an. Also wenn was nicht geht, dann gehen meine Lampen erst, dann fange ich erst an. Das ist eine Herausforderung für mich. Ich bin aber auch wirklich sehr, sehr schlecht, wenn dieser Hunger weg ist, wenn der Ehrgeiz weg ist. Und war der Ehrgeiz nach One Night in Rio weg? Hundertprozentig. Also Fußball war für mich danach, jedes Fußballspiel war danach für mich, weil ich bin ein krasser Fußballfan. Mhm. Ich war bei dem scheiß Finale dabei, wo ich 15 Jahre lang davon, ich war in Warschau beim Halbfinale, ich war bei manchen WMs davor als Fan, als ganz normaler Fan. Mhm. Und dann bin ich beim größten Spiel quasi seit 10 Jahren und die gewinnen das nochmal. Und ich bin dann so nah dran an dieser Moment, den gibt es ja auch nie wieder. Das ist ja den deutschen Moment gibt es nochmal, aber dass ich in so einem zeitlichen Moment da bin, dass gerade die Spieler, die entscheidend sind, alle Spieler sind, die 4 Jahre davor FIFA gespielt haben und Materia gehört haben, weil der da wieder mit einem Song, also so diese ganzen Dinge, die da wie so ein Kartenhaus nicht zusammengefallen sind, sondern alles kam da zusammen. Ist das nicht ein bisschen dick, wenn ich immer so eine breche, weil ich glaube, aber man muss ein bisschen bei dir zwischenfunken. Ja, gerne. Ist das nicht so manchmal so ein bisschen, also du sagst ja auch, das ist so ein bisschen Depri, so nach so einem Höhenflug, und das ist ja, ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen, wie das ist, als Musiker auf einer Bühne von 10.000 Leuten zu stehen und danach irgendwie so eine 500er Bühne zu bespielen. Und genau das Gleiche ist es ja auch so als Fotograf. Du hast die WM erlebt und einen Monat später bist du bei einem Bundesligaspiel irgendwie so dabei und denkst, jo. Ja, also so ein bisschen war es so, aber ich habe dann einfach, also bei mir ist nochmal was anderes, ich werde dann wirklich schlecht. Also ich mache dann schlechtere Fotos. Schlechter als das Schlechteste, ja. Sowieso schon bist. Ja, genau, noch schlechter. noch mal schlechter. Wow. Und das ist tatsächlich dann, da wollte ich einen Riegel vorschieben. Ich wollte aber auch keiner sein, der nochmal 10 Jahre darüber redet, wie das damals in Rio war. Also so blöd es ist, weißt du, wir sitzen ja jetzt hier, vielleicht nicht so viel über Rio zu reden. Ich habe 3 Jahre über nichts anderes als über Rio geredet. Und das war natürlich schon 3 Jahre wieder her? Das sind jetzt 3 Jahre. Also im Sommer sind es 3 Jahre, es sind 2,5 Jahre. Aber trotzdem ist es halt, das war ein sehr großes Thema in meinem Leben. Das war auch alles cool. Ich merkte nur, wie ich mich immer mehr darüber auch also ich selbst habe auch nur noch über Rio. Also es war gar kein Angriff über, ich gehe zu den Interviews und ich setze mich ja hin und rede darüber und dies und das. Und auch in meinem privaten, sozialen Umfeld ist das so. Und also ich habe das jetzt gemerkt in Amerika, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, dann sitze ich da am Tisch und dann ist so Smalltalk und dann sage ich, yeah, I've been like the team photographer of the German national team soccer. Und dann denke ich so, lege ich in meinem Kopf schon hin, jetzt kommt die nächste Frage, 13 Minuten und weißt du, was passiert und strukturieren. Ich bin zufrieden mit meinem Ton. Entschuldigung, bitte. So, und dann weiß ich, was passiert. Also ich weiß schon so, jetzt, und ich kann den Tisch unterhalten auch, 20 Minuten. Und das ist aber natürlich ein Problem, wenn du das nur noch tust, weil das total, also so, es ist voll geil, dass ich jetzt in Situationen sitze, dass wirklich Leute sagen, ah, interesting, I do, und dann, die hören dir gar nicht mehr zu. Das interessiert die auch wirklich hundertprozentig nicht, und das, was das mit mir macht, super geil, und wollte ich auch genauso, dass ich halt irgendwie nicht immer, also ja, es ist sehr, sehr erfrischend und sehr gut, und die Karriere am Ende, also betriebswirtschaftlich, um das mal nur kurz zu sagen, das letzte halbe Jahr war mein betriebswirtschaftlich erfolgreichstes Jahr. Und da habe ich 2 Angestellte gehabt und nicht 15 wie das halbe Jahr davor und die 8 Jahre davor. Und dementsprechend ist ich sage zu nicht allem mehr Ja gerade. Ich mache nicht alles mit. Ich bewerte es ein bisschen anders. Ich habe ehrlicherweise auch für meine Familie und meine Zeit einen anderen Maßstab, weil ich jetzt zwischendurch auch mal sage, nein, ich will da eine Woche, ich bin da hingezogen, um da zu leben. Und hier in Hamburg also, habe ich noch ganz, ganz viel immer, ja, da mache ich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nach einem Jahr, ich war jetzt 3 Tage zu Hause oder sowas. Und das ist jetzt ein bisschen anders, zumindest im ersten halben Jahr, dass ich ein bisschen bewusster damit lebe. Und das ist total geil. Und betriebswirtschaftlich hat es auch gut funktioniert und ist es keinesfalls irgendwie einen Schritt nach hinten gewesen. Und das, hey, was die Kids, die reden jetzt Englisch und was da passiert, ist alles mega geil. Kurze Mini-Frage von Katharina, die fragt bei uns im Blog, wie schaffst du so ein Work-Life-Balance? Gibt es sowas bei dir oder ist deine Frau hat die einfach abgeschaltet und sagt, ich sehe ihn in 20 Jahren wieder? Ja, ich habe eine. Nee. Die sieht mich ja oft, also so ist das nicht. Oh, hier stinkt es nach Käsefüßen, wenn man die Schuhe ausgezogen hat. Und er hat Stricksocken an. Hat Stricksocken. Das sind noch die am wenigsten geruchsneutral sind. Passt zur Situation mit dem Virus davor. Nein, ich habe tatsächlich eine ganz gute Frau erwischt. So blöd, wie es klingt. Ich habe viel, viel Glück auch da gehabt, die freut sich, glaube ich, darüber, dass das alles so lustig ist, wie es ist. Und
Aber man muss schon jemanden haben, der mitmacht, oder? Weil Work-Life-Balance war ja die Frage, so, was ist Arbeit bei dir und was ist Leben? Oder ist Arbeit Leben, Leben Arbeiten? Ehrlicherweise, das, was wir tun oder das, was ich tue, ist wirklich keine Arbeit am Ende. Also, ey, ich sehe so viele geile Sachen und ich kann jeden Tag irgendwie Sachen bewegen und ich bin da jeden Tag, also ich schlafe jeden Tag echt nach wie vor sehr, sehr glücklich ein und wache auch glücklich auf und bin so, was passiert, das ist sehr, sehr interessant, das würde ich nie Arbeit nennen und da gibt es ganz andere Dinge und da bin ich einfach zutiefst dankbar, dass es so ist, wie es ist und dementsprechend gibt es auch für mich gar kein Work-Life und ich glaube auch, dass ich habe schon oft das Handy an, also bin viel mit dem Handy unterwegs. Ich sehe auch immer deine Kommentare irgendwo. Ich denke mir so, wie hat denn der Paul noch so viel Zeit für so ein Bullshit? Ja, weil es mir Spaß macht. Ich sitze halt da und ich bin auch krass süchtig und ich finde es auch sau interessant und ich sehe dann eben auch viele Dinge und es interessiert mich alles und das ist voll geil, dass ich das machen kann, was passiert. Also deine Work-Life-Balance ist einfach kein Life und kein Work zu haben, sondern einfach nur alles alles zusammen. Ich tue mich schwer mit dem Begriff, glaube ich. Ja. So, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich tue mich aber auch echt schwer. Es kommt ja so aus dem Bereich, wo man sagt, so 9-to-5-Woche, Arbeitswoche und dann am Wochenende und dann wirklich irgendwie so Leben genießen und dann wieder zurück in die Arbeit, was ja aber voraussetzt, dass im Endeffekt die Arbeitswoche kein Leben sei. Also so, sonst gäbe es ja nicht diesen Unterschied, ne? Das, wo du das Problem hast. Ja, total, aber ehrlicherweise, also wir machen den Gag mit David zusammen, um mal da wieder zurückzukommen, der inzwischen im Schneider sitzt. Es wird immer ökomäßiger da drüben. Ökomäßiger. So? Er hat schon Bier. Das ist so. Wir machen echt jeden zweiten Tag den Witz, so, heute wieder ins Büro. Wir haben Tage im Moment, wo wir eine halbe Stunde irgendwie arbeiten und den Rest versuchen wir zu surfen. Wir sind wirklich sehr intensiv am Surfen und wir sind so atomweit weg wie nochmal was. Ich bin zu dick, er ist zu untalentiert dazu. Und wir waren schon 50 Mal surfen und ich bin so weit weg von auch nur in der Nähe von stehen. Also so, wir gehen an den Strand, wo hast nur du so mal Rentner probiert, mit sind. Zum Rennen auf das Brett springen und so, weißt du, so in der seichten. Ey, vergiss so. Es. Das ist einfach so schwer, für mich zumindest. Und es sind so, wir gehen an den Strand, wo die Rentner und die ganz, ganz Dicken sind. Ja? Ja. Und da sind wir die mit großem Abstand schlechtesten im Surfen. Das ist so peinlich. Aber wir versuchen es immer wieder. Und das ist unsere, also es kann man doch nicht Arbeit nennen. Das ist mega. Wir erleben so viel Kram und das ist schon echt ganz gut. Hast du dir jetzt einen Super Bowl vorgenommen? Fragt ihr Janni? Nee, ich habe American Football haben wir auch versucht, letzte Woche zu gucken. Das ist todeslangweilig. Oh, es ist langweilig und es passiert nichts und diese ganzen Pausen und nichts geht drumherum und es ist nicht, ich habe noch nie ein Interesse dafür gehabt. Und da stehen 80 Leute rum und 10 davon spielen so. Was machen 70 restlichen? Ja gut, aber fotografieren in den Super Bowl wäre doch eine Herausforderung irgendwie so. Ja. Du meinst, du musst es lieben, damit du es auch machen willst? Nee, gar nicht. Nee. Formel 1 fand ich zum Beispiel alles andere als interessant. Mag keine Autos? 10 Jahre, null. Scheißegal. Also ich habe auch kein einziges sinnvolles Foto, glaube ich, gemacht von Autos, weil ich kein Gefühl für die Form habe. Aber ich finde den Menschen sehr, sehr interessant, Nico Rosberg. Und dementsprechend, wenn es ein interessantes Team gäbe, also ich zum Beispiel folge ich so einem Typen, der, glaube ich, Falcons macht oder sowas und mega geile Fotos macht er da auf Instagram. Also es gibt in Amerika ein paar Leute, die das schon sehr bewusst so funktionieren. Ich finde es ja nach wie vor... verstehe ich nicht, warum deutsche Fußballleute nicht, also ich habe seit Rio jetzt nicht so viele Sachen gesehen in der Bundesliga oder Champions League oder was auch immer, die eine ähnliche Bildsprache hatten, was mich wundert, weil eigentlich ist das ja was Instagram-mäßig funktioniert und Emotionen was ist, was mich sehr interessieren würde. Ich hätte das gern gesehen, warum das nicht passiert, sind wahrscheinlich sportliche Gründe, ist ja auch okay, aber nichtdestotrotz ist es andersrum. Gibt's eine lustige Hier wird Frage? Gerade gesagt, der Chat explodiert, Football sei geil. Also ich bin da leider mit Paule. Ich habe ein Jahr lang in Irland gelebt und ich habe Rugby gespielt. Und ja, das ist Rugby gut. Ist was für Kerle und Football ist was für Protektoren und sowas. Ja, Rugby ist das Ultra. Also das mega. Ist echt krass. Ne? Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da gibt es 3 Rugby-Vereine, also die Rugby-Hochburg. Das waren die Typen, also mit denen hing ich immer mit den Rugby-Spielern rum, aber mit denen hat man nie aufs Maul gekriegt. Mit denen das war nie echt. Das ist so, beim Football gibt es ja so diese Special Teams, ne? So Angriff und Verteidigung und das gibt es ja beim Rugby nicht so richtig. Da muss jeder so laufen können wie ein Sprinter, blocken können wie ein Bulle. Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt's, also das sind alles so Mörderviecher. Da habe ich nicht reingepasst, deswegen habe ich aufgehört. jetzt wirst du wirklich deinen Lebensabend in USA verbringen? Keine Ahnung. Ich finde auch nicht, also tatsächlich fragen mich das ja viele Leute, wie lange bleibst du, was passiert? Ich habe jetzt 5 Jahre Visum. Ob ich in 3 Monaten wegziehe, keine Ahnung, ob ich in 3 Jahren oder in 30 Jahren. Ich habe
Das ist auch was total Geiles. Ich weiß wirklich nicht, wo ich in einem halben Jahr bin. Ich weiß aktuell nicht. Ich weiß 3 Wochen lang, wo ich bin. Und dann weiß ich nichts mehr. Wie machst du deine Auftragsplanung? Ich meine, ich bin jetzt den ganzen Januar rumgefahren in Deutschland und habe irgendwie Firmenkunden besucht, um Budgets zu fixieren. Ich mache den Januar nichts anderes, außer das nächste Jahr sozusagen einzutüten. Bei mir 3 Wochen. Also ich habe es gibt keine Planung mehr. Ich habe es aufgegeben. Ich weiß nicht, ich weiß, wann Rock am Ring ist. Das ist so eins der Daten, die ich habe, weil ich weiß, dass da Materia und die Toten Hosen spielen und dass ich da Fotos machen muss oder vielleicht auch Videos. Aber das sind die einzigen Daten, die ich habe. Sonst weiß ich nichts über das ganze Jahr. Das ist so kurzfristig und auch so variabel und so viele Mitspieler. Und normalerweise geht es ja auch, und das muss man jetzt auch sagen, also so wenn man nett fragt, ich hatte schon ein paar Terminkollisionen und die habe ich aber gelöst. Und wenn man das aktiv löst, dann kann man es ja auch lösen. Und dann funktioniert es. Also als Nico zurückgetreten ist zum Beispiel, hatte ich eigentlich einen Workshop mit Huawei, was ein großer Kunde ist von mir. Und die haben mir nett gefragt und die haben nett gesagt, ja, okay, dann sind wir bereit, den zu verschieben. Kannst du ein Foto mit Huawei von Nico machen? Nee, es gibt ganz viele Leute, die nichts als Gegenleistung haben wollen, sondern die einfach erstmal helfen wollen. Und das ist was, wovon ich auch profitiere, muss ich sagen, weil ich glaube, ich sehr, sehr vielen Leuten auch immer was gebe, bevor ich irgendwie was nehmen will. Und das machen komischerweise so wenig Leute. Aber dann ist ja USA eigentlich, also ich glaube, viele Fotografen gerade in Deutschland denken, du bist nach USA gegangen und hast dann Big Business da weitergeführt, aber für dich ist es ja wirklich so ein Kahlschlag. Also das ist ja so, Voll. Du sagst mir, du hast keine Kunden, keiner kennt dich, keiner mag dich, der redet über Themen, der, also mögen schon als Person, aber so als deine fotografischen Arbeiten sind so nicht amerikanisch genug, so die manche davon. Du hast falsche Motive, die nicht amerikanisch sind. Du hast keine Referenzen, weil keiner interessiert Fußball, Materia und Toten Hosen. Warum so? Also mega Ort zum Leben. Also es ist wirklich saugeil. Ja? Es ist, die Leute sind alle sehr, sehr nett gelaunt. Also ich will die Politik. Also es ist tatsächlich, ich bin da hochglücklich von den Dingen. Ich bin Fan von Amerika, richtig großer Fan. Ich bin da jedes Jahr 2-3 Mal hingefahren in den letzten 15 Jahren. Ich war da mit 18, ich war nach der Schule da und so. Und ich finde das alles mega geil in Kalifornien. Und also es ist total geil, da zu leben. Es ist, wobei Kalifornien ja auch von der Innovation und von der Liberalität. Und also ja, klar, das ist ja nicht jetzt Austin, Texas. Ne? So, also Austin ist auch ganz schön. Aber oder nehmen wir nach Oklahoma. Absolut. Klar, aber nichtsdestotrotz. Also das ist die erste Entscheidung, ist da zu leben. Die zweite Entscheidung, was da passiert, keine Ahnung. Also Fakt ist, bisher hat mich nicht ein einziger also ich habe null Kontakt zu irgendeinem Hollywood. Und da muss man jetzt auch sagen, das ist ja, also das will ich wirklich nochmal klar sagen, ich beschwere mich da nicht drüber. Das war der Grund, warum ich auch hin bin. Das habe ich schon kapiert. Also das will ich auch gut so. Und ich bin mir aber, ich habe auch ein ganz gutes Bauchgefühl dazu, dass ich ja nach wie vor immer noch recht viel Glück irgendwie im Leben habe und irgendwie ganz gut da durchtrottel. Und wenn ich jetzt, und das glaube ich wirklich, also ich glaube, dass auch die Tage, die Tage, wo Amok passiert, also wo man da in Abu Dhabi ist, jemand holt einen Weltmeistertitel und rennt durch die Gegend und danach ganz viele Fotos und jeder will was und bla, die sind genauso wichtig wie die Tage, wo das Telefon nicht klingelt. Die sind wirklich exakt genauso wichtig. Und die hatte ich natürlich auch, habe ich auch immer noch. Immer noch Tage, wo ich rumlaufe und dann genau über sowas mir Sorgen mache und mir denke, okay, machst war du dir das vielleicht Sorgen? Jetzt ein bisschen, na klar, ey, jeder denkt, also nicht jeder, aber viele denken, ich bin Millionär und was auch immer. Ich lebe nach, das Geld muss weg. Also ich will die Kohle ausgeben. Und das liegt übrigens ein bisschen daran, dass mein Vater früh gestorben ist und ich 1.300 Euro oder 7.000 Euro geerbt habe oder irgend sowas. Also ich habe nichts geerbt quasi, also nichts, aber nicht viel. Und hat aber eine mega Zeit davor, weil der hat jedes Jahr alles Geld für Reisen ausgegeben. Ich war auf allen Kontinenten, ich war an verrückten Orten in Kuba und was auch immer. Und bringst hatte, du das auch deinen Kindern jetzt mal? Kosten. Ja, tue ich ja gerade. Also ich gebe ja jetzt gerade für Amerika Geld aus, was hirnrissig ist. Also aber sagst du denen auch so, ihnen auch so, dass du sagst, hey Leute, hört zu, ihr müsst leben und ihr müsst jede Sekunde nutzen? Also in die Richtung geht es ja so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Und da muss man halt, ist eh nicht planbar. Also weißt du so, ich glaube nicht, dass man, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gern in 3 Jahren, dass ich Weihnachten mit George Clooney feiere oder sowas, dann würde ich das nicht hinkriegen. Also wie soll sowas planbar sein? Du hast den Rippgebiss bekommen. Ja, irgendwas passiert und irgendein Quatsch und vielleicht, aber ich glaube halt, dass so viele Zufälle dafür verantwortlich sind, für die guten Dinge, die bei mir passiert sind,
dass ich eben genau das nicht planen kann. Das wäre wirklich gelogen, wenn ich jetzt mir zutrauen würde, dass ich George Clooney als Fotografen betreuen kann. Und ich habe 100. Ich würde sehr gerne Diplo betreuen als Fotograf. Ich würde sehr gerne, Diplo ist eine, die rechte Hand von Major Lazer, wo ich mega Fan von, und so das Musikgenie von Amerika. Mit dem habe ich, dann habe ich einen Kontakt gekriegt über Snoop Dogg und alles sensationell und hier und da. Und ich war mit Daniel Ricciardo, einem Formel-1-Fahrer, da. Eigentlich genau das Setup, wo man so über Zufälle irgendwas passiert. Der guckt mich an und sagt, hau ab, Ripke. Also dreht sich um und hat mich nie wieder angeguckt. Und ich habe voll geile Fotos und sie ihm alle geschickt per WhatsApp. Also, man hat nie geantwortet. Und das passiert mir, die Geschichte kann ich dir 20 Mal erzählen. Ne? Also so das ist auch genau so, dass ganz viele Sachen nicht klappen einfach. Dann Snoop Dogg Nee, Snoop Dogg will ich nicht. Sind die immer noch unzufrieden mit dem Ton? Sie schreiben mir die ganze Zeit, Achtung, aufpassen, Achtung, aufpassen, Achtung, aufpassen. Ich bewege mich zu viel. Ja. Es tut mir leid. Du, ich habe hier noch ein paar Fragen. Und zwar, worin unterscheidet sich überhaupt die Fotografen, also die Berufsfotografen-Szene in Amerika gegenüber den Deutschen? So, was sind die großen Unterschiede? Außer, dass sie nur noch Amerikaner fotografiert haben wollen wahrscheinlich. Die leben wahrscheinlich in einem eigenen Land. Ne, ich habe keine Ahnung von der amerikanischen Fotoszene. Also ich kenne auch keine Fotografen. Das ist, kann ich dir null beantworten, weil ich ja nicht arbeite da drüben bisher. Können wir uns in einem Jahr treffen? In einem Jahr. Oder zwei oder was auch immer. In fünf. Also in viereinhalb. Ja. Wenn du dann wieder ausreisen musst. Nö, das ist. Ja, wahrscheinlich hast du so Dusel, dass du dann gleich die Green Card bekommst und dann eingebürgert. Wenn man fünf Jahre da Steuern zahlt, dann geht Big Business. Vor. Aber halt ist ja kein Big. Nein. also du kannst das gar nicht richtig sagen, ne? Das ist so. Ja, aber ich will auch nicht. Ich finde es voll geil, dass ich mir das gerade leisten kann, dass ich nicht langfristig planen muss. Das ist ja ein unfassbarer Luxus, dass ich gucken kann, was so passiert. Und da bin ich mega glücklich drüber, und wenn es dann anders wird, dann und ich wäre mir aber auch nicht zu schade, irgendwas anderes zu machen. Also so. Ich glaube, ich würde schon irgendeinen Job finden, mit dem ich noch meine Familie ernähren könnte. Gut, aber finde ich schon interessant, dass du da auch so ein bisschen Sorgen hast über das Morgen. Ne? Weil man, also das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du wenigstens sagst, okay, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich wahrscheinlich mit ein paar Anrufen immer noch irgendwie was rauskriegen könnte. Irgendwie so. Null. Also nee? Wenn wir Dinge kommen nicht, hat Andy Warhol mal gesagt, wenn man sie braucht, sondern wenn man sie nicht braucht. Ne? Hat Thorsten Schaden mir heute erklärt. 1Live-Moderator, großartiger Mensch. Und der hat mir das, also es ist tatsächlich so, wenn du es brauchst, kommt sowieso nicht, sondern es kommt immer dann, wenn es eigentlich gerade nicht so richtig, und dann musst du halt bereit sein, was anderes hinten anzustellen, und dann funktioniert es oder eben nicht, und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Interessant. Hättest du irgendwie so Einsteiger, also Fotograf, also hier wird ja auch immer gefragt nach Tipps und Tricks, so, ich glaube, die meisten sind versteckt zwischen den Zeilen, jedes Wort, was du sagst, ist irgendwie so ein versteckter Tipp. Man muss es bloß lesen können, aber vielleicht kann man das ein bisschen platter servieren. Wenn du sagst, gerade an Fotografen da draußen, so wie jetzt gerade, wo du gesagt hast, so die meisten Dinge ergeben sich, man muss bereit sein, sie spontan zu nehmen. Ist das so das, was du gelernt hast, so, wo du sagst, so, ich kann zwar immer noch gucken, dass ich Motive vor die Kamera bekomme, aber eigentlich ist die Kunst, so alles umzuwerfen und von heute auf morgen das dann doch zu probieren. Und du hast zum Beispiel auch gesagt, das habe ich auch gerade gemerkt, du gibst immer erst, bevor du was nimmst. Genau. Also ich glaube, das wäre jetzt das, was ich als erstes gesagt habe, investieren. Und das ist so, oder gedacht habe, dass man muss halt investieren. Man muss halt, und man muss nicht investieren mit einem Ziel investieren. Also wenn man was tut, um was zurückzugeben, dann spürt derjenige das auch. Tatsächlich finde ich es per se, es liegt, mein Bruder zum Beispiel forscht in Harvard und forscht in der Gentechnik und ist ungefähr 470 Mal schlauer als ich. Wie ich, würde man bei uns sagen, also der Kelvin. Ich habe noch nicht mal zu Ende studiert. Und der sagt immer, wie geil das ist, dass ich was habe, was ich Leuten geben kann. Ich kann ein Foto machen, irgendwo, und jemanden glücklich machen. Ja? Also so, oder auch nicht glücklich, oder ich kann was festhalten für irgendwen, das ist ja oder ein Video machen. Oder man kann ja erstmal was machen ohne einen weiteren Aufwand. So blöd wie es klingt, ich hasse Menschen, die dann so, ja, aber meine Versicherung und die Kamera hat so und so viel gekostet und dann sitze ich 4 Stunden. Wenn du so denkst, kannst du nie Fotograf werden, dann ist es vorbei. Also wenn du immer in Relation siehst, was du zurückbekommst für das, was du tust, wird es nie funktionieren. Verstehe mich nicht falsch. Beim Business-Part, klar, irgendwann kannst du auch sagen, ich will aber 5.000 Euro dafür. Aber grundlegend immer das ich kriege jetzt, das ist nicht messbar. Du kannst nicht für Fotos sagen, die sind jetzt genau 1.377 Euro wert, sondern es wird immer irgendwas zwischendrin bleiben. Es ist keine absolute Größe. Mhm. Und ganz oft ist die halt auch nichts erstmal wert. Und das mache ich seit 10 Jahren, mache ich immer überall. Was umsonst? Ja, ich achte jetzt ein bisschen selbst drauf. Ich mache mega viel umsonst. Ich mache
heute noch was umsonst. Ich habe heute Dagi B fotografiert, so, wo, glaube ich, das halbe Internet der Meinung ist, dass die komplett behämmert ist. Die ist mega nett. Ist eine super sympathische junge Frau und ihr Freund ist mega nett. Eugen, super geiler Typ und ich verstehe mich gut mit denen. Und ich fotografiere die heute Morgen. Meinst du, die bezahlen da irgendwas davon? Nie im Leben. Die kriegen einfach die Fotos. Ich war da eine Stunde und es war alles cool. Es ist doch mega geil, dass ich denen eine Freude machen kann und ein Foto machen kann und die sich freuen ehrlich darüber, was daraus entsteht. Keine Ahnung. Aber ist wo mir kommt dann der Haken, der dann irgendwo Geld zurückbringt? Also ich meine, das ist ja genau der, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen nachhake, aber das ist ja, irgendwo kannst du ja sagen, ich mache jetzt alles für Umme und es ist cool, dass ich was gebe, es ist cool, dass ich was gebe, aber wo ist so dieser, wo erkennt man da so den Catch, wo du selber sagst, okay, da kann jetzt was zurückkommen oder da kommt automatisch, sind es Leute, die zu dir kommen und sagen, so, du bist so cool und du hast so geile Bilder gemacht, ich überweise jetzt einfach mal Summe X, das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall, sondern also die ehrliche Antwort ist Firmen versus Menschen, so dumm wie es klingt. Also für Menschen tue ich viele Gefallen, für Firmen tue ich keinerlei Gefallen. Also 0,0. Geiler Wenn Punkt. Irgendeine Firma kommt und mir sagt, das und das ist das, dann ist mir das scheißegal. Also diese ganzen Leute, die einem dann schreiben, auf Instagram kriege ich 5 Nachrichten pro Tag, die sagen, wir haben eine super Community und ist ja auch ein PR-Wert für dich, mache ich nie. Also würde ich nie auch irgendwas umsonst machen. Also du unterscheidest zwischen Firmen und Menschen. Genau. Das ist aber ein gutes Mit, das muss man dazu sagen, weil sonst unterscheidet man, glaube ich, einfach tun, was geben, ohne irgendwie das nehmen. Ja, aber ja, also ich habe natürlich auch in der letzten Zeit auch für Firmen immer mal wieder was gemacht und das war auch cool, aber also auch umsonst gemacht, man muss auch da investieren, aber mit dem Hintergedanken dann irgendwann mal Geld zu haben. Ich glaube auch, dass irgendwann, man muss eben auch mit einem Nein leben zwischendrin. Also man muss, das ist ja nun mal, so blöd es klingt, ist es ja ein Wunschkonzert. Wir als Fotografen sagen ja, ich wünsche mir jetzt 100 Euro, 500 Euro, 1500 Euro, 3000 Euro für Leistung X. Wenn dann der andere der Meinung ist, nee, das gehe ich nicht ein, dann muss man damit eben auch leben, dass man das nicht bekommt, den Job. Und dann ist das ja auch okay. Ich glaube nur, dass man eben irgendwann... Wir machen es jetzt hier rüber. Wir machen es jetzt hier rüber. Jetzt wird es besser. So, ich hoffe jetzt wird es besser. Jetzt habe ich mich verloren. Ich bin nicht gut in zwei Sachen. Wir hoffen, dass da was rüberkommt. Ja, du hast nur den Satz wiederholt, aber den Inhalt, der hilft mir nicht. Genau, mit Geld und so weiter. Wo man anfängt, wo man aufhört, ich weiß es nicht. Es tut mir so leid, dass ich jetzt nicht dazu. Wir können uns was wünschen als Fotografen. Ja. Ach so, wir als Fotografen können uns was wünschen für was nicht absolut Messbares. Und natürlich ist es schon so, dass ich, also aktuell befinde ich mich in Verhandlungen mit verschiedenen Situationen für nächstes Jahr. Und ich wünsche mir da teilweise absurde Dinge. Ja? So, ich kann auch damit leben, wenn jemand sagt nein. Aber ich freue mich dann auch umso mehr, wenn jemand sagt ja. Wenn man sich oft und viel was wünscht, dann wird schon irgendwas passieren. Gleichzeitig, es bleibt einfach das Schlimmste, glaube ich, ist, dass irgendjemand Preislisten macht in der Fotografie. Das Schlimmste ist auch, dass man pauschal versucht, was zu machen, weil es ist eine emotionale eigene, also weißt du, dass das, was du machst, genauso viel kosten soll wie das, was ich mache, wird nie funktionieren. Mhm. Wie soll das funktionieren? Wir sind unterschiedliche Menschen, wir machen unterschiedliche Fotos. Mhm. Wird nie den gleichen Preis haben, warum sollte irgendjemand da draußen, machen sie aber auch. Und also, ehrlicherweise, ich bin auch, also zum Beispiel Werbeagenturen, die Art Buyer von Werbeagenturen, das ist so ein Art Buyer waren früher die Leute, die über Jobs entschieden haben. Die haben ja früher gab es, wenn ein Art Direktor gesagt hat, ich brauche einen Fotografen, dann ist der runtergelatscht ins Art Buying und hat gesagt, liebe Birgit, sind fast alles Frauen, wir brauchen jetzt einen guten Fotografen für eine Kampagne für E.ON. Und dann ist die los und hat irgendjemand gesucht. Vor 10 Jahren war es super sinnvoll, dass man eng mit den Art Buyern ist und dass man sich mit denen irgendwie koordiniert. 2017 sind Art Buyer nur noch Sekretärinnen am Ende. Die haben inhaltlich nichts mehr zu sagen und haben auch, es ist völlig egal, ob die den Fotografen gut oder schlecht oder anders oder was auch immer finden, weil die nur noch dafür da sind, die Kosten zu verwalten. Das sind Kostenstellenmenschen. Die sind nur noch da, Kosten zu drücken oder auch anders zu machen und was auch immer. Mit denen habe ich meine größten Probleme, weil ich immer sage, ja, wenn die anrufen, dann sage ich, wir können uns das jetzt sparen. Ich habe euch gesagt, was ich dafür will. Da ist auch gar nichts mehr. Wir können jetzt aufhören, darüber zu reden, macht's oder macht's nicht und leg auf. Das ist natürlich asozial und ich sage dir auch, dass ich vor 4 Jahren vielleicht, keine Ahnung, 40 Jobs gemacht habe mit Art, also mit Werbeagenturen.
Und letztes Jahr vielleicht zwei oder so. Aber die zwei haben wahrscheinlich fast gleich die waren, viel. Also A, waren die zwei gut bezahlt. B, wollte ich mit den anderen 38 gar nichts mehr zu tun haben, muss ich auch sagen. Das ist für mich, das ist auch ein Bereich, ich will gar nichts mehr fotografieren, wo 38 Leute mitreden können. Das ist jetzt zufällig die gleiche Zahl. Wenn 10 Leute mitreden, wie ein Foto werden soll, dann kann nichts Gutes mehr dabei rauskommen. Mhm. Sorry, das ist meine feste Überzeugung. Das kann nur ein gutes Bild, ein interessantes, neues, überzeugendes Bild kann nur entstehen, wenn eine spitze Entscheidungssituation da ist. Wenn nur einer, vielleicht zwei Leute darüber entscheiden, wie das auszusehen hat. Wenn der Marketingberater Fernostasien noch sagen kann, dass die Schuhe vielleicht lieber kirschgrün sind, weil übermorgen Kirschblütenfest ist, dann wird das, die Vermengung von diesen Dingen ergibt immer grau und langweilig. Und 2017 sehen wir so viele Fotos, dass Grau nie wieder funktionieren wird. Das wird normal, wird nicht ausreichen. Du musst gute Sachen machen, um wirklich was Überzeugendes zu machen und deswegen ist es egal. Aber also, ey, vielleicht sagen die Art Bayer Deutschlands, ja, haha, deswegen fragen wir dich jetzt nicht mehr an. Ich kriege noch relativ viele Anfragen und da werden auch wirklich, also von 10 Anfragen, 5 oder 6 rufen an und fragen mich, ob ich das ernst meine, ob ich sie verarschen will, was ich für ein KV rüberschicke. Ist tatsächlich so. Und die anderen 4 wollen noch mal kurz ein bisschen verhandeln. Aber 9 von 10 wird auch dann nichts. Also es ist jetzt aber nicht so, dass, ja, oder auch nicht. Aber für mich, in meinem Leben, ich will aktiv weniger Werbung fotografieren, muss ich auch so sagen. Oder nur noch welche, auf die ich auch Lust habe. Und alles ist cool. Geiles Zitat von Martin, also nicht von mir. Von Firmen lebt man, mit Menschen lebt man. Ne? Das ist so... Von Firmen, aber nicht mit Firmen, sondern mit Menschen. Ne? Ja, sehr cool gesagt. Hier ist eine lustige Frage, sag mal, jetzt ist sehr politisch. Vielleicht reicht es, wenn du Ja oder Nein antwortest. Also kein weiteres Wort. Würdest du Trump fotografieren? Sofort. Auf jeden Fall. Das wäre, und also politisch so weit entfernt, wie es nur irgendwie sein kann bei mir. Ich bin absolut linksorientiert aufgewachsen und bin absolut widerspricht jedem meiner politischen Grundwerte, aber als Fotograf würde ich sofort diesen Menschen porträtieren und machen und sortieren. Und ist es vielleicht eine Aufgabe auch als Fotograf, so Sachen zu fotografieren, wo man einfach aus seinem eigenen Ding reinbringen kann? Klar, das muss ja nicht immer der beste Freund sein. Das ist ja auch, also ich sehe das so, wenn das fester, ey, dieser Typ, der Obama fotografiert hat, die letzten 8 Jahre, Sosa oder wie der heißt, das sind die krassesten Fotos, die ich je aus der Politik gesehen habe. Ich persönlich. Ja? Also das ist für mich, der hat, also alles, was der gemacht hat, habe ich aufgesogen und alles irgendwie raus versucht zu bekommen. Ich habe da letztens einen Bericht drüber gelesen, dass es erst vor 2 Präsidenten überhaupt dazu kam, so eine Art Werbebegleiter auch zu bekommen. Das ist übrigens bezahlt über die Wahlkampfkasse. Ne? Also die leisten sich das privat. Also aus dem, also... Ja. Das ist total krass, ne? Das ist, man wird schon so ein bisschen von, aber ja, du hast recht, da sind tolle Bilder entstanden. Lass uns mal ein bisschen weitergehen in deine Tasche reingucken, weil sonst kommen wir heute gar nicht mehr irgendwie nach Hause. Willst du das immer hier drauf tun? Deine Tasche, die Ripke-Tasche. Was Tasche. Ist das eigentlich für eine? Vor allem auch relativ leicht, kannst du ja mal hochhalten. ist noch nie kontrolliert worden im Handgepäck, aber ist egal. Wie viel ist das? Hast du mal gewogen? Ja, es sind 20 Kilo, glaube ich. Aber sie sieht leicht aus. Also meistens sieht man ja so, wenn Taschen so hier so diese Zugrisse bekommen und sowas. Aber was ist das für eine? Billingham, glaube ich. Aber nicht gesponsert. Also es ist auch so eine. Das zum Beispiel, Billingham macht diese Taschen. Ja? Ja. Was passiert? Mich schreibt irgendwann jemand an, der den Vertrieb Holland, glaube ich, macht oder was auch immer. Dann schreibt mir eine ganz lange Mail, dass ich der Perfekte wäre um die Marke und was wir als Kooperation machen könnten und wie toll das alles wäre und alles sensationell. Und dann antworte ich darauf, weil ich habe auch einen Manager, der kümmert sich um meine Vermarktungsaktivitäten, also so Fernsehen und sagst mir leichten Lächeln, was auch immer. Ja, also ich mache nicht alles selber, muss man auch sagen. Ja. Dem habe ich das weitergeleitet und der hat nie wieder reagiert darauf. Also es gibt eben auch ganz viel, nie im Leben würde ich jetzt, also auch wenn diese Tasche von dieser Firma kommt, dafür werde ich, ähnlich ist es mit dieser Firma, die diese Kameras, die sehr, sehr gut sind und tolle Kameras sind, aber mit denen ich nichts zu tun habe als Mensch. Also die Firma ist ganz, ganz schlimm, die diese Kameras herstellt. Du hast sie abgeklebt. Ja klar, ich mache doch keine Werbung für Leica. Ich habe mir heute eine M5, M10 gekauft und zu 100% bezahlt. Und das habe ich mit allen Kameras bisher gemacht. Ach, das ist die M10? Nee, das ist die SL. Also wir können ja einmal durch die Kamera, jetzt gibt es ein bisschen Fotonerd. Jetzt gibst du doch Werbung für. Damit wir ja, aber das ist, was heißt denn Werbung? Das ist einfach, ich habe für mich entschieden, mit diesen Produkten zu arbeiten, weil es wirklich sensationelle Produkte sind.
Aber ich mag die Firma einfach überhaupt nicht. Ich mag auch nicht alle Menschen, die da arbeiten. Und habe einfach, die haben mich nie supported und nie irgendwie am Start gewesen. Und dementsprechend werde ich auch sonst nicht. Ich will jetzt, also deswegen reden wir nicht viel über die Kameras, sondern einfach darüber, was da sonst 24 mm, 1. Festbrennweite, das ist meine Filmkamera. Mit der filme ich alles. Ich will damit den gleichen Filmlook haben, wie ich fotografisch Looks habe für die kurzen Blogs. Ich mache relativ viel Bewegtbild immer mal wieder. Und deswegen ist da auch das gleiche Objektiv drauf. Das ist das Rio-Objektiv noch von damals. Das ist auch komplett im Arsch vorne dran. Ich habe es angelangt. Ist auch völlig wurscht. Und damit filme ich das Gleiche. Und dann hat die als das Feature, warum ich sie mag, ist, weil sie 120 Frames im Vollformat filmt. Das heißt, du kannst Zeitlupen machen Sony, also. Mit dem gleichen. Ja, die ist aber noch hässlicher. Die Sony. Die ist noch so, das ist zum Beispiel eine sehr hässliche Kamera, finde ich. Deswegen mag ich die gar nicht und deswegen habe ich die ungern in der Hand. So, zum Beispiel. Okay. Also mit der Tasche. Das ist meine komplette Reisetasche. Damit ist mein ganzes, also mehr nehme ich nicht mit, als das, wenn ich jetzt irgendwo auf einem Job fahre. Das ist ein Copter. Das ist die Drohne, genau. Das ist die DJI. Ah, hier geht's auf, ne? Nee, Mavic. Das doch. Ja, ich mach's dir mal von SP Gadgets. Das ist die beste. Die machen so geile Hüllen, wo alles perfekt reinpasst. Und sensationell. SP Gadgets habe ich in meinem Leben jetzt entdeckt. Die machen auch geile Handyhüllen übrigens. Die, guck mal, dafür mache ich wirklich gerne Werbung. Das ist eine geile Firma. Ist. Mit diesem Ding, das kann man dann, ich habe so, das kann man zu Hause anklicken. Du musst mal stillhalten, das kann man, dann die Kamera das auffassen kann. Genau, das kann man überall anklicken. Ach so, das ist abklicken. An die Wand und sowas. Und mit das ist mega Essen geil. Und ich an der Küche. Schreibtisch habe ich eins, dann habe ich eins am Klavier, dann habe ich eins im Auto, dann habe ich was am Auto, am Fahrrad. Ach, im Fahrrad, im Halt. Und überall okay. Kann man es einfach drauf und abklicken und kann das so machen und das ist mega geil. So. Die machen diese Hüllen. Hier ist die Drohne drin, die DJI Mavic. Ich muss mal ganz kurz was probieren. Ich wollte mal probieren, ob das iPhone 6S Plus hier reinpasst mit meiner Hülle. Wir können auch starten damit. Nein, bitte nicht. Warum hier ist, denn nicht? Nein, nicht hier drin. Hier ist alles unter Denkmalschutz stehend. Das ist doch nein, egal. Nein. Da bestehe ich jetzt drauf. Nein, ich habe deine Story mit dem Finger noch im Hinterkopf. Das ist schon okay. Weiß die eigentlich überhaupt jemand? Weiß ich nicht, ich habe mal in einem ähnlichen Raum die Nein, Drohne Nein, du machst gestartet. Sie jetzt nicht. Doch. Alter. Wir fliegen jetzt mal. Hier, bitte, wo ist mein Mitarbeiter, wo ist David? David, renn mit dem Ding weg aus dem Haus raus. Ist nicht dein Ernst, ich fliege einmal hoch und nein, wieder runter. Nein, lass das. Ich kenne deine Geschichten. Das ist voll okay damit, immer. Das habe ich 100 Mal gemacht. Also ich weiß Gib mir eine jetzt Sache. Sofort die ich weiß, nein, renn weg, der gehört zu mir. Ich weiß eine Sache von Paul, immer wenn er sagt, das ist voll okay, sind alle anderen in Lebensgefahr, bloß nicht er mit seinem Dusel. Was sagst du dazu? Jetzt musst du jetzt mal was drauf antworten. Erst Mikrofon. Natürlich können wir jetzt. Nein, jetzt musst natürlich du. Können wir hier starten. Da kann nichts schief gehen. Nein. Wenn David Osterkorn das sagt. Einmal nein, nur, ich nein. Will sie nur anmachen. Die hat Abstandsmesser. Einmal hoch und wieder runter. Boah, ich sterbe dabei. Komm, man muss auch mal ein paar Regeln brechen. Gib her. Er hat schon, sein Blick hat schon alles. Ich hab ihn schon. Gib her. So. Oh. Da hinten jubeln sie auch mit Fliegen. So. Wie kriegen wir das Signal von der Kamera jetzt nach? Nee, das kriegen wir nicht. Ich soll sie aus der Hand so toll lassen, ist es jetzt auch nicht. Nee, musst du nicht. Damit deine Finger gerade. Ich habe da keine Angst um meine Finger, wenn sie in der Hand ist, ne? Oh, ich hasse das. Was ist denn dein Problem? Also, das geht schon. Also, wie auch immer, damit fliege ich immer durch die Gegend und wo ist denn DJI? Okay, das ist ein Livestream und werden jetzt gleich live getötet. Das ist schon okay. Das Geile ist, dass die so klein ist und dass man mit okay, was ist denn noch in deiner Tasche drin? Nee, das machen wir gleich danach. Halt mal fest. Oh, ein bisschen. Oh, Akku stand niedrig. Die rot blinken ist. Oh. Rot blinken ist sehr cool. Soll ich sie schnappen? Nö. Nö, alles gut. Geh ein bisschen vom Fenster weg. Komm runter. Nee, weg. Alter, du bist so irre. Alles im Griff. Das war alles wunderbar. Die Mavic hält es aus. Mir schon sehr oft genau so passiert, ehrlich gesagt. Du bist so irre. Nein, das ist völlig okay. Man kann wunderbar damit hier drin fliegen. Und damit ist eine schöne Drohne. Das riecht so ein bisschen. Das ist schon okay. Ich habe nicht gesehen, gesagt. Was da hinten dran ist. Das ist das Problem. Naja. Ich hätte sie aus der Luft gefangen. Nein, hättest du nicht. Dein das Handy? Ist ja das Problem. Warum also, nicht?
weil dann die Finger kaputt gehen tatsächlich. Wenn nein, du dann nein, zu du hoch musst kommst, von der Seite rangehen und dann greifen. Ja, aber ich hatte Angst um deine Finger, das wollte ich. Nein, ich habe doch schon also, mit der Drohne gefangen. Also, das ist die Drohne, dann kommt okay, als du lässt aber bitte deine Leica nicht fliegen. Nein, die ist auch wirklich noch okay. Also, du kannst ja gucken. Das ist ja ein Propeller ist ab. Ein Propeller ist ab, aber ich habe noch ein paar Propeller. Dann bin ich großer Fan dieser Themenwelten, die wir jetzt haben. Willst du sie aufsammeln und ausschalten? Hast du Angst, wenn sie sag das mal anhört? Macht dir das immer wieder, oder? Du bist es gewohnt. Schon okay. Wenn David ruhig ist, dann ist immer alles okay. Hier in Köln gibt es Teltec und die haben auf Vorrat. Ja, Habe ich heute angerufen. Weil sehr schön. Ich habe nachgefragt. So, einmal ganz schnell den Nerdkram hinter uns. Hier sind die Akkus von der Drohne. Die jetzt nicht mehr braucht, weil... Drumherum. Nein. Alles, alles wunderbar. Ist sie? Ja, ist wirklich alles okay. Also sie ist ja gerade nicht abgestürzt, sie ist ja einfach nur einmal in deinen denkmalgeschützten Türbereich. Da sind ein, zwei Macken drin und ist alles cool. So, wunderbar. Also. Aber die hält schon was aus, ne? Unfassbar. Die ist mir, die ist tatsächlich, kann die anders das ist tatsächlich mir schon sehr oft genauso passiert, deswegen bin ich mir relativ normal damit. So. Dann habe ich. Okay, ich darf mal jetzt ganz kurz mal in den Chat gucken. Hier sind Kabel, hier sind verschiedene Sachen, hier ist eine Fotokamera. Was wollen wir denn sonst noch? Was da drin ist, oder was? Hier habe ich ein paar Festplatten. Aber ist noch nicht noch eine Kamera drin, oder? Ja, die Fotokamera. Das ist die M, das ist allerdings das Objektiv. Ist die jetzt nicht ganz neu? Nee, das ist die hier. Und das ist die andere quasi, das ist die M10. Das ist die allerneueste. Wann wurde die vorgestellt? Letzte Woche irgendwann. Und ja, ne? Die hat jetzt WLAN, das ist total geil. Weil man Fotos davon direkt aus Handy holen kann. Sonst ist es genau die gleiche. Was ist das für eine? Das ist eine MP240 und die ist Safari Edition grün. Und damit fotografiere ich alles. Das ist meine Hauptkamera quasi. Das ist die M240, ne? Genau. Dann mit dem Objektiv. Ja. Und was kann jetzt die neue M10? Das ist der Nachfolger. Keine Ahnung. Wir machen auch keine Werbung für die Kamera. Ich habe sie nur, weil sie WLAN hat. Das ist mein Hauptfeature. Nur, weil sie WLAN hat. So fotografiere ich alles damit. Hier drin ist noch ein Akku und vier Speicherkarten. Und so laufe ich dann durch die Gegend. Und soll ich dir noch ich habe eine einzige Qualität, wie sagt man, eine Randbegabung, Inselbegabung, glaube ich. Also nicht Drohne genau. Fliegen. Nee, die ist, ja, ach komm jetzt. Der war also gut, bitte. Der lacht. Ich will gar nicht. Die ist Scharfstellen mit dem Manuell. Also ich habe halt dieses Objektiv seit 7 Jahren oder sowas, oder seit 6 Jahren und kann relativ genau, ohne durchzugucken. Bist du da drauf, ein bisschen näher? Kannst du da näher ran? Nee, ne? Nee. Aber du siehst es so, also jetzt ist es auf unendlich, jetzt ist es auf 0,7 und diesen Weg weiß ich ganz genau. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ohne drauf zu gucken, dass ich jetzt bei 2,40 Meter vielleicht bin. Ja, ungefähr unter 2 Meter. Getroffen. Und dass David 2 Meter weg ist davon. Also ich kann tatsächlich... Vom Ausschlag. Also das ist so ein, ich weiß, Abstand so drumherum und wenn ich näher und du nimmst also weggehe. Du nimmst den Endanschlag in jeweils beide Richtungen, um zu wissen, was da und da ist. Und dann hast du es im Gefühl, wie viel du drehen musst von jeweils jedem Endanschlag. Genau. Also ich weiß, wenn ich jetzt dem nächsten Foto mache... Ist Drucker, keine Sorge. Was nah an mir dran ist, dann mache ich, ohne durchzugucken, gehe ich schon mal ganz links dran und zoome und gehe dann auf 1,3 Meter. Der Chat fragt gerade, ob ich eine neue Unterhose brauche. Also nee, es ist nicht... Also ich habe es gerade noch vermeiden können. Aber ich kenne eine Geschichte von Paul, wo er eine größere Drohne in seinem Haus hat starten immer lassen. Noch hier. Und er hat Gott sei Dank mit viel Glück noch einen Finger dran. Ja. Hat aber letztens schon wieder jemand gemacht. Und worauf ich sehr stolz bin übrigens, vielleicht können wir das als Überleitung benutzen, ist wie schwer, das ist der An- und Aus-Knopf. Den kennst du hier so das Rad eigentlich. Ja, den kriegst du gar nicht mehr aus. Der geht sehr, sehr schwer. Deswegen, weil die sehr viel Champagner in der WM-Feier von Nico Rosberg abbekommen hat. Das tatsächlich, seit dem Tag ist der im Arsch. Ich finde es aber voll geil, dass er im Arsch ist und dass ich so einen Schwachsinn hier so erzählen kann. Wie sowas, oder? Boah, der kriegt ja gar nicht. Schwer. Ey, das ist echt brutal schwer. Vielleicht habe ich deswegen mir auch noch. Aber wie lange hält der Akku? Kamera. Keine Ahnung. Ich habe mich noch nie. Also, er hält. Ich weiß nicht. Also, eine Kamera ist ja eine Kamera. Wie viele Ersatzakkus hast du da drin? Einen, hier. Da. Dann ist das schon mal eine Aussage. Genau, dann damit komme ich. 48 Stunden kann ich 16.000 Fotos machen mit zwei Akkuladen. Themenwelt, Kopfhörer. Ich habe immer so Themenwelten. Ich bin ein Typ, der Ordnung mag tatsächlich. Hast du es schon jemals gezeigt, so das ganze Zeugs? Nee, noch nicht. Das ist meine Themenwelt, Kopfhörer. Themenwelt, Kopfhörer. Was hast du für Kopfhörer? Apple und dann nochmal... Apple und das kann ich gar nicht erkennen, was für eine Marke es ist.
Themenwelt USB. USB-Kabel und Audiokabel. Das hier ist die Themenwelt Leica Akkuladegeräte. Themenwelt Speichermedien, die ich dir präsentieren darf. Das sind zwei Festplatten Lacey. Genau, USB-C so drumherum. Oh, das ist aber so schwer, ist da. Ja. Was ist das für Festplatten? Themenwelt USB-C-Kabel, Riesenthema mit dem neuen MacBook. Themenwelt, weiß ich nicht, das sind Akkus. Das ist ja, diverses. Batterien und Akkus. Themenwelt. Und Adapter, USB-C. Sonnenbrillen. Hämmert, ne? Aber es ist lustig, aber wenn man Themenwelten, kann man die immer durch die Gegend werfen. Das waren meine Themenwelten. Und wasserdicht verpackt. Hey, na klar, richtig gut. Weil du lebst ja am Wasser. Ist schon immer ein guter Moment, wenn man umzieht, hier ist Themenwelt Visitenkarten. Ich eine Visitenkarte mal, ja, gib mir mal bitte eine. Ich hänge sie steht bei uns. Meine private Handynummer drauf. Das ich klebe sie umgedreht an die Wand, sodass sie endlich weg ist. Das ist schon okay. Deine private. Oh, da steht ja eine amerikanische Handynummer drauf. Mhm. Also, liebe Leute, wenn ihr Paul. Und, danke dir. Guck mal, hier gibt es noch Themenwelt Speicherkarten. Das hängt immer hier dran, damit man es nicht verliert. So ein komisches Case, wo man dann Moment, hier. Ruhig halten, damit man das sieht. Alle Speicherkarten. Falschrum ist belichtet, irgendwie. Andersrum ist. Belichtet. Ja. Kam Licht drauf auf die Speicherkarte. Ja, sind Bilder drauf. Und hier hinten dann ist ein USB-C-Ladegerät mit irgendwas anderem. Und damit, mit dem Setup, mit dem Rechner noch dazu, komme ich durchs Leben. Mehr brauche ich nicht mehr. Da noch irgendwelche Stecker von vorhin, weil wir das umgesteckt haben. Ja, international US-Stecker, ungenutzte Kabel. 24 mm. Es gibt kein einziges anderes Objektiv in dieser Tasche. Nee, brauche ich auch nicht. Warum? Vorsicht. Also es gibt kein, ich habe ein Objektiv, ich weiß, irgendein Autofotograf hat mir das mal vor 10 Jahren gesagt und das fand ich so geil. Wahrscheinlich gar nicht, weil ich es inhaltlich geil fand, sondern weil ich den Spruch auch mal sagen wollte. Geh näher ran, wenn weniger drauf soll und weiter weg, wenn mehr drauf soll. Also fertig aus, ein Objektiv ist fertig aus. Ich liebe das Objektiv, ich finde es geil, ich finde es sehr nah, wenn die Bilder groß gedruckt sind am menschlichen Erleben. Und das, was ich damit so tue, ist ja das, was ich... Was quasi meine Reportage ist. Ich will ja Momente festhalten für die Leute und nicht anderen Wahnsinn machen. Ich kriege hier die ganze Zeit Ribcademy reingeschrieben von Mark, Ribcademy. Wir haben das doch da hinten am Ende drauf. Mark, das musst du mal ein bisschen genauer konkretisieren. Was sind das für Taschen für die Themenwelt, fragt die Bela. Was für Taschen? Diese Themenwelten. SP Gadget. Also, nein, auch irgendein Scheiß. Irgendwelche, also No-Name so. Ja, irgendwo habe ich Amazon. Ich bin Amazon Prime Nutzer. Ich bin ein bisschen in die Sucht abgedriftet. Amazon in Amerika kann man Sachen bestellen und die sind 2 Stunden später da. Ehrlich? Oh, same day delivery. Ich bin so süchtig, das ist so krass. Same hour delivery. Ich habe von meinem UPS-Fahrer in Amerika, und das will ich mal sehen, dass das passiert in Deutschland, der kam zu mir und hat mir zu Weihnachten einen Strauß Blumen geschenkt. Weil er gesagt hat, you save my job. Mein UPS-Fahrer, den ich persönlich kenne und ihn auch immer mal wieder auf dem Wasser einlade, weil der jeden Tag seit 40 Tagen gefühlt vor Weihnachten vorbeikam. Und er hat sich bedankt dafür. In Deutschland kriegst du Ohrfeigen von dem. Schon wieder Arbeit. Ich hab hier eine mega geile Frage. Und zwar, wie kann man so ein Taschenmonk, Themenweltenmonk sein? Also Monk jetzt nicht im Sinne von Monk, ja, sondern, schon okay. Sondern ja? Von den Monk, der so hab der ich Film. Gut. und so in den Tag reinleben wie du. Wie macht das Sinn? Naja, ihr seht ja, ich will zum Beispiel mal meinen Desktop zeigen. Ja. Könnt ihr darauf mal schalten. Da sieht man eben auch, was für ein Ordnungsfanatiker ich sozusagen bin. Die Wahrheit, die echte Wahrheit ist, dass diese Tasche noch nie so aussah. Also seit bis 3 Tagen sieht die so ausgefüllt, weil ich diese scheiß Taschen, diese kleinen Zipperbags gemacht habe. Vorher waren die normal alle drin. Ist alles einfach wie ein komplettes Chaos. Ich bin ein Ultra-Chaos-Mensch. Jetzt darf ich mal deine rechte, linke Hand des Teufels fragen. Ich muss ihn noch mal vom Mikrofon her anmachen. Wie sieht es aus, wenn Ripke arbeitet? Ist das jetzt? Geh mal ins Licht wieder zurück. Moment. Ja, genau. Ins Rampenlicht. Ja, ins Rampenlicht. Wie sieht es aus? Ist er eher Monk oder ist er eher so Larifari? Kommt schon was. Ich glaube, bei den unwichtigen Dingen wie so Technik und Kabel völlig zu Recht Larifari. Kann man ja danach auch wieder ein bisschen sortieren. Dafür sehr genau bei den wichtigen Dingen. Und die wären? Es ist ja total egal, ob man die Kabel jetzt in irgendwelche Taschen packt oder sie da einfach reinschmeißt, solange sie da drin sind. Kannst ruhig sagen, dass ich ein Chaot bin. Das ist, also kannst ruhig sagen. Komm mal wieder ein bisschen nach vorne. Du bist wegen dem Droning so ein bisschen hier.
Ich bin ein absoluter Chaot in allen Lebenslagen und bin komplett Larifari. Hast du nicht manchmal so ein bisschen Bedarf an einer weiteren Linse oder hat er dich schon so mit 24 kastriert, dass du gar nichts mehr anderes in der Hand haben willst auch? So. Mir ist das völlig egal, ehrlich gesagt. Ich finde das 24er ganz schön. Okay. David kann auch keine Fotos machen, also ein bisschen, aber er hat angefangen als Praktikant bei uns in der Fotografie und nach 6 Monaten hat er gemerkt, dass er mit Fotos jetzt nicht so ultra viel ist. Und seitdem, der ist ja auch, wir verkaufen den dann immer als Fotoassistent bei Jobs, auch bei großen Produktionen. Und wir haben riesen Angst, dass irgendwann mal auffällt, dass der gar kein Fotoassistent ist. Also wir waren zum Beispiel in so einer Hugo Boss Produktion mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Und da waren in Mailand zwei weitere Assistenten gebucht und die waren so da und haben so alle Kabel immer wieder und bla. Und David, also ich habe sowieso mir gar nichts angeguckt, bevor ich das erste Bild, was eh nur ein Schirm von vorne und alles klar. Und es war nichts Interessantes und Neues fotografisch gesehen, sondern es ging eher um den Inhalt, was die anhaben und wie die so sind dann auf den Bildern. Und David hat auch 12 Minuten mit dem Aufbau des Licht-Setups verbracht sozusagen und die zwei Assistenten kamen nicht drauf klar und haben immer so, aber ihr habt doch gar nicht die Upgrades und wir standen so wie die Ochsen da, weil das USB-Kabel nicht so richtig ausgelöst hat und so, wir haben keine Ahnung so richtig technisch. Jedes Mal, wenn richtige Leute, es gibt ja immer wieder Leute, die unseren Weg kreuzen, die was können, ist mega geil, wenn man dann so Sachen merkt und lernt und ganz viele neue Input bekommt, weil wir dann so, oh, so geht es also. Lernen wir jede Woche noch dazu. Wir sind Hochstapler, würde ich sagen, in der Studio-Fotografie. Aber vielleicht können wir ein, zwei Sachen, die anders und die vielleicht ein bisschen wichtiger sind, können wir ja ganz gut. Also David ist der König der Kommunikation. Es gibt keinen Menschen in meinem Umfeld, den ich je so kennengelernt habe. Wie das vielleicht so ein Tipp für unsere Zuschauer? Also du sagst, ich meine, das sagst du ja jetzt mit so einem Lächeln und du weißt in der Hinterhand so von wegen, es ist auch gar nicht so wichtig für euch und für euren Erfolg. Du sagst selber, so Kommunikation ist besonders wichtig. Was sind denn noch die Skills oder das Skillset? Das klingt ja so sexy Neudeutsch. Was ist das Skillset als Fotograf, was man haben muss? Wenn es denn nicht wirklich können. Also ich nehme jetzt nicht an, ihr seid so schlecht, wie du es gerade darstellst. Aber ich bestimmt glaub, ist da ein bisschen Quäntchen Wahrheit dran, dass du sagst, es gibt vielleicht viele bessere, die euch in der also Technik vielleicht ein bisschen maskieren. Aber was ist dann das, was euch auszeichnet? Also wo soziale ist dann die Kompetenz wahrscheinlich. Das ist was, also so blöd wie es ist, die Tür aufmachen, beim Essen kein Handy in die Hand nehmen, interessiert sein an Menschen. Das ist auch nichts, was ich mir jetzt antrainiere, sondern ich bin wirklich mega interessiert an Menschen. Also so, egal wen ich wo treffe im Flugzeug, ich habe mit 19 mir so eine Bahncard 100 gekauft, weil ich da mit dieser... Ich hatte einen Backspin, der alte Hip-Hop-Kunde war sozusagen, dessen einzige Grenze war Fahrtkosten. Und für den wollte ich unbedingt arbeiten, deswegen habe ich mir eine Bahncard 100 gekauft und habe gesagt, die habe ich sowieso. Finde ich ja Schwachsinn, komplett gelogen. Aber deswegen haben die mich durch Deutschland geschickt. Jede Fahrt habe ich jemanden neuen kennengelernt. Was voll geil war, weil ich ein unfassbares, also ich habe mich interessieren, alle Menschen so drumherum. Das ist, was meine Frau dreht immer durch, wenn ich so, ich finde tatsächlich auch so RTL 2 Doku-Trash, finde ich auch mega geil, weil mich das interessiert, wie die Leute sind. Ich bin also das und das ist aber was, das kann man nicht beibringen und nicht trainieren und das kann man, glaube ich, auch nicht, also das kann man ein bisschen besser, es hat was mit Elternhaus, also ich habe da einfach eine unfassbare soziale Kompetenz, glaube ich, von meinen Eltern mitbekommen und also jetzt, ich will mich nicht selber loben, dass ich da mega gut bin, aber mit Sicherheit funktioniert es so, dass wenn also David und ich wissen, dass du es bist. Irgendwo so ein bisschen wir können schon was ganz gut handeln und das Dritte ist Effizienz. Ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass man dann auch mal einen Schritt weiter geht und kurzfristig, also so, es gibt ein paar Momente, wo wir echt reinhauen und wo wir dann auch, also so lapidar wie das alles ist, wenn wir ein Buch, also wir haben dieses Nico Rosberg Buch gemacht, das ist am 5. Dezember das letzte Foto gemacht worden. Ist er zurückgetreten. Genau. Ja. Und am 7. Dezember, oder am 4. Dezember ist er zurückgetreten, am 5. haben wir auch noch ein Foto da drin gemacht. Am 7. Dezember hat er gesagt, wir wollen das Buch machen und am 18. lag dieses Buch bei ihm zu Hause in Monaco und er konnte seine Weihnachtsgeschenke unterschreiben und verschicken und alle sind vor Weihnachten angekommen. Das ist was, da hat David 7 Tage lang keine Sekunde, glaube ich, geschlafen oder zumindest eine halbe Stunde zwischendrin. Ich hab mir Wecker nachts gestellt und für die Abgaben zwischendrin und da, also wir können dann auch, wenn es sein muss, zuhören, ne? Vollgas auch mal gehen und uns gibt schon echt ein paar und wir haben mal, also in meiner Laufbahn, das muss man auch so ehrlicherweise zu, so lustig wie das alles ist, und das ist, also, das ist jetzt, ich sag das jetzt wirklich, ich versuch's jetzt mal nicht, das Schlimmste ist, dass meine letzten zwei Assistenten beide das nicht überlebt haben, die sind zusammengebrochen am Ende, also so blöd wie es ist, weil die Intensität, die ich gehe,
eben bis auf David bisher noch niemand mitgehen konnte, muss man auch sagen, weil ich bin wahnsinnig, ich bin komplett ADHS gestört. Ich habe heute Morgen um 8 angefangen mit irgendeinem Wahnsinn, ich habe dann eine Stunde in Köln, dann rufe ich ins Live-Leute an und sage, guck mal, kann ich da noch ins Interview, dann gehe ich hier hin, dann bin ich da, dann mache ich von einem Moderator noch ein Foto da drüben, dann gehe ich morgen früh dorthin, mache da noch Fotos und dies und das, also ich versuche schon, meine Ereignisdichte zu maximieren. Und das ist sehr, sehr, sehr schwierig neben mir zu ertragen, muss man sagen. Und das ist was, was mir natürlich final leid tut total, dass da teilweise, also dass ich dann doch voraussetze. Ist es dann aber noch so ein Skill, den man haben muss? Das wäre dann Nummer 4, dass man so ein bisschen ein Duracell-Häschen sein muss. So Dinge aufziehen und dann immer los. Mhm. Ja? Und ja, also mit Sicherheit, du musst wahnsinnig sein, du musst irgendeinen gestörten, ey, also ich will jetzt nicht abfeiern, aber ich habe wirklich, bei mir stimmt was nicht, ne? Also so, ich habe ja auch, ich habe einen Job, ARD Sportschau, der Trailerdreh von der Sportschau, die Werbung, die zwischen den Winterpausen, das Wichtigste in der Sportschauwelt, weil da wird die Rückkehr der Bundesliga beworben. So mein erster Filmdreh mit einer riesen Filmproduktion, Budget von 180.000, völliger Wahnsinn, alles total krass, 4 Drehtage, also wirklich ein riesen krasser Job, gut bezahlt und alles super. Der Dreh ist Freitag, Samstag, Sonntag. Samstagabends gehe ich zum Beatsteaks-Konzert, die ich heiß und innig liebe als Band und auch ein bisschen kenne, aber zum Beispiel was, wo ich sehr gewollt hätte, zusammenzuarbeiten, dann haben wir ein Video gemacht, dann haben wir 2, 3 Fotos gemacht. Und dann haben wir nie wieder zusammengearbeitet, weil die mich, glaube ich, ziemlich scheiße fanden als Fotografen. Als Menschen komme ich super mit denen klar, aber es gibt ganz, ganz viel, was nicht passt und das ist auch voll okay so. Also es gibt ganz viele Thema mit ARD-Produktion. Also du gehst... Samstagabend gehe ich aufs Konzert, besauf mich wie nochmal was und stehe mit 3 Bengalos in der Mitte der Wuhlheide und baller die, weil ich das perfekte Momentum weiß, in der Mitte des Konzerts ab und renn dann weg vor den Securities. Kein normaler Mensch würde sowas machen, weil es einfach so ein Risiko ist. Ich finde es aber voll geil. Kein normaler Mensch würde auch vor Rio noch mit Materia ein Geheimkonzert umsonst auf dem Splash geben. Wenn er um 17.40 Uhr von Frankfurt nach Rio fliegen muss, würde niemand mehr um 15 Uhr in Leipzig. Ich finde das Geilste der Welt. Wenn man wirklich, wenn man quasi das beides unter einen Hut kriegt, mega geil. Freue ich mich wie ein Schnitzel. Gibt es eigentlich Dinge, die du in den USA vermisst aus Deutschland? Null, gar nichts. Ich vermisse aber nichts. Also ich bin kein Vermisser. Das gibt es nicht als Feature bei mir. Ich habe noch nie... Und so blöd es klingt, ist es tatsächlich, warum auch immer. Mein Vater ist gestorben, als ich 20 war. Und habe den jetzt selten vermisst, muss ich sagen. Also es wäre schön, wenn er oft noch dabei wäre. So ist es nicht. Aber es ist nicht negativ, dass du ihn null vermisst hast, sondern... Das ist jetzt eher so, du hast schöne Zeit mit ihm erlebt. Voll, und mega Erinnerung. Nicht zu klappen. Ja. Der hat mir das Fotografische beigebracht und der hat mich auch ultra geprägt in der Zeit. Ich beschäftige mich fast nie mit dem Gedanken, wie unfair das jetzt wäre, dass er nicht mehr da ist, weil es nun mal nicht veränderbar ist. Also wenn es wirklich nicht mehr veränderbar ist, dann befasse ich mich nicht damit. Wenn ich Niederlagen habe, die ich sehr oft auch habe, dann dauert es meist maximal eine Minute oder zwei und ich arbeite wie ein Verrückter an dem nächsten Erfolg. Hast du gesagt, du bist 40% schwul. Weinst du auch manchmal? Wein ganz viel, ja. Sehr viel sogar. In Abu Dhabi ziemlich viel geheult. Aber waren Freudentränen. Ja, total. Also traurig. Ey, da muss ich ehrlich sein, in den letzten 5 Jahren gab es in meinem Leben einfach nicht so viel Trauriges. Ich war ein unfassbares Glück hatte und alles so mega geil ist und alles irgendwie klappt. Warum auch immer und wie auch immer ich das verdient habe und aber es ist traurig war ich tatsächlich seit 5 Jahren nicht mehr, glaube ich. Ich bin da eifersüchtig. Also, ich soll nicht am Bart spielen. Verdammt. Also, ich muss ganz kurz was sagen zu dem Ton. Wir haben eigentlich ein relativ perfektes Ton-Setup für unsere Live-Sendungen. Aber Herr Ripke hat einen Star-Wunsch. Darf man jetzt sagen, oder? Ja, absolut. Keine Headsets. Und Headsets würden alles so viel einfacher machen, weil man könnte sich nicht an der... Irgendwie, also egal. Also haben wir könnt ihr denn auch die Headsets einrichten? Nein. Ich ziehe jetzt auch ein Headset an. Nein, ist alles gut. Wir bleiben jetzt dabei. Also, Kurzfristigkeit ist übrigens der 5. Punkt zum Erfolg. Man muss schnell möglich sein zu reagieren. Nicht bei mir. Ich habe doch Bock auf ein Headset. Nein. Aber ich würde irgendwie... Ich glaub, mein Akku ist leer. Weißt du, was du mal lernen musst? Nein zu akzeptieren. Ich habe das zweimal von dir akzeptiert. Musst du sagen. Du hast ein sehr klares Nein zweimal gesagt, das habe ich akzeptiert.
Ja, beim Drohnenfliegen. Habe ich ungefähr 10-mal Nein gesagt und du hast es akzeptiert. Ja, aber es gab ein paar andere Neins und da habe ich es akzeptiert. Okay. Hier auch noch eine coole Frage. Wie bildest du dich fotografisch? Das passt ja so ein bisschen in diesen Ding. Bildest du dich ja nicht fotografisch weiter? Machst du irgendwas, um dich da zu pimpen? Oder? Ich bin Instagram-süchtig. Ich folge 3.800 Leuten. Das gucke ich jeden Tag, keine Ahnung, 600 Mal durch. Was oder ist sowas. Der geilste Shit in Instagram, den man folgen muss? Einen Namen. Kann ich im Moment nicht sagen, müsste ich das Handy anmachen und dann kann ich den paar. Also machen wir nachher. So können wir später. Aber es gibt ganz, ganz viele und die, also mal wieder, ich habe jetzt die Peter Lindbergh-Doku gesehen und das hat mich zutiefst. Das ist ja der geilste Mensch der Welt, sozusagen. Also wie der ist und wie der als Mensch auch ist, was für ein Trottel der ist eigentlich am Ende und wie unfassbar talentiert der ist. Und wie, also weißt du, so Peter Lindbergh, der krasseste Fotograf der Welt, der steht mit so einem Nikon, was weiß ich was, und 70-200 und hält die immer an diesem Stativkolben und dreht die dann mal so rum und mal so rum. Mega geil, mega Doku, zutiefst beeindruckt, wie geil der ist und wie wenig technisch der auch ist. Und das ist schon echt, also sowas gucke ich mir gerne. Sind die großen Fotografen, die du kennst, alle technisch wenig versiert, wenig nicht versiert, sondern wenig fokussiert, sagen wir es so rum? Ja, ich glaube schon. Also Also blöd wie es klingt, ist es mit Sicherheit so, dass viel zu viele Menschen, auch ich in den ersten 8 Jahren, mich zu viel damit beschäftigt habe, was für eine neue Technik ich jetzt habe und was dann so passiert. Und ich habe jetzt auch keine, also ich würde nie mein Kamerasystem wechseln, wenn es funktioniert. Also so blöd es ist. Das widerspricht übrigens dem, dass ich eigentlich ein Fitnessstudio brauche, um überhaupt Sport zu machen. Früher war ich schon auch so, dass ich immer neue Technik brauchte und das ist auch immer noch so. Ich brauche die neue Drohne, ich brauche den neuen Rechner, ich brauche... Jetzt also noch so, eine? So, ja, ja, nee, die geht noch. Die wird schon noch. Soll ich mal zeigen, dass sie noch... Nein, bitte nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, dass ich irgendwann zum Glück angefangen habe, mich mehr mit dem Inhalt zu beschäftigen und das kann ich auch allen als Tipp, glaube ich, geben, dass man zu viel sich mit technischen Sachen auseinandersetzt und zu viel Unsicherheiten auch mit reinnimmt. Also wenn du weißt, dass die Technik läuft und die weißt du halt am besten, wenn ein guter Blitz und ein Objektiv da ist. Das kannst du auch wissen, wenn 18 verschiedene Lampen da sind, finde ich auch zutiefst beeindruckend. Wenn jemand das kann, ich kann es nicht. Da fängt die Lampe hinten rechts an, nicht genau die Kante unten links zu treffen. Und das verunsichert mich so und macht mich so verrückt, dass das Foto schlechter wird. Weil ich mich nicht mehr auf den Menschen und auf das Foto konzentriere, sondern auf die Technik, wie irgendein Blitz da macht. Deswegen versuche ich das so klein wie möglich zu halten und so simpel wie möglich und nur über den Inhalt zu gehen. Und das ist was, also Nike, ein von mir sehr verehrter Kunde, ist inzwischen teilweise so, dass die bauen Riesenwelten. Und dann muss ich dann ein Foto von Jerome Boateng machen, wie er da reingeht zum Beispiel und das so erlebt. So ein Messebau quasi, Riesenwelt. Und da gehe ich mit ihm ganz allein. Am Anfang bin ich mega stolz drauf, dass die so weit sind, weil die immer sehr progressiv sind, dass die sagen, okay. Und dann geht Paul 5 Minuten mit dem einmal durch und niemand anderes darf da sein. Da stehen 400 Leute außerhalb auf der Straße und ich laufe mit ihm allein mit einer Kamera einmal mit. Und da entstehen ganz intime, authentische, echte Emotionen, immerhin mit einer Marke zusammen, ja, von einem Fußballer, die du sonst nicht hinkriegst, wenn da 7000 Kameras drumherum, jeder blitzt, jeder filmt, der sagt nochmal was und da ist nochmal eine Lampe und was auch immer. Und das, ja, und also man muss jetzt ja auch mal ehrlich sagen, das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Werbejob habe, dann gibt es schon auch nochmal einen 50er und ich habe auch schon eine andere Kamera noch mit einem Autofokus, wo ich dann mal im Studio mal auch nicht manuell scharf stelle. Das ist jetzt das Setup, mit dem ich so meine normalen Wochenenden begehe und das kann ich dann schon auch mal bedienen, mache ich aber wirklich ungern. Also muss ich sagen, das macht viel mehr Spaß damit. Krass. Lass uns mal zum Buch gehen. Du musst vorsichtig, ich ziehe es raus. Das ist nämlich ein Ding, du willst dieses Buch hier verlosen. Genau, heute. Das wird verlost. Es gibt nur 1000 Stück davon. Genau. Wir haben und die werden wahrscheinlich auch noch von Rico teilweise... Nico heißt Nico, Entschuldigung. Von Nico Rosberg. Jetzt habe ich gerade R und N. Übrigens am dritten Tag habe ich einen Link. Also ich verschicke immer Links mit Pickdrop, sehr großer Fan davon. Da habe ich einen Link verschickt, wo ich Nico mit K geschrieben habe. Da war es ganz kurz davor, habe ich echt Sprüche kassiert und übrigens zu Recht. Also so, wenn man das nicht hinbekommt, dass wenn man für Nico fotografiert, den Namen richtig zu machen, das ist jetzt keine, also ja, du hast dich gerade versprochen, aber das ist was, das gehört, ich lösche alle Mails und zwar ohne sie zu lesen, wo mein Name falsch geschrieben ist. Bin ich nicht bereit zu lesen. Und da sind schon echt, also es haben auch schon welche Wege getan. Falls das jetzt der Herr Rosberg sieht, dann möchte ich mich vielmals um Entschuldigung
bemühen, denn ich habe während meiner Moderation der Live-Sendung hier leider das R gelesen und das N gesprochen. Ja. ist schon okay. Also gut, reden wir über das Buch. Ich sage jetzt nicht mehr den Namen, weil jetzt mache ich ihn direkt falsch. Das Nico Buch. Rausberg, ich übernehme mal. Wie willst das ist du ein das? Buch, was wir, also es war nicht das Ziel, dass wir ein Buch machen. Also natürlich kennt der One Night in Rio, das ist schon so. Das war mit Sicherheit so, dass wir das was machen wollten. Geil. Teilweise hier Stoff, teilweise Bild, teilweise Prägung mit Gold. Mach nicht zu viel Appetit, es gibt es nämlich nicht mehr. Ach, gar nicht. Ihr also kriegt noch eins und es wird jetzt heute nochmal verlost. Ich verlose vielleicht irgendwann nochmal welche, aber es gab es nie zu kaufen, unter anderem, weil, also Timing unmöglich, was ich vorhin gesagt habe, das dann noch in den Laden zu bringen, völlig unmöglich. Nach Weihnachten. Das im Januar zu bringen, finde ich auch irgendwie nicht gut. Das war vor allem erstmal das Festhalten, so schön wie möglich, wie es geht irgendwie. Da war 1000 Stück so die Mindestauflage, mehr oder weniger. Ja, deswegen haben wir 1000 gemacht. Er hat das an Weihnachten verschenkt an alle. Er ist wirklich ein sehr beeindruckender Typ, was so Teamwork und so. Also der gibt sich viel Mühe, den Leuten dann Danke zu sagen und das zu verschicken und so. Und ehrlicherweise ist das ja auch ein ganz gutes Geschenk, wenn man Danke sagt. Und da auf die erste Seite. Ich habe auch ein Buch gekriegt, wo drin steht, lieber Paul, vielen Dank für den Support und so weiter. Das ist schon das, da bin ich dann schon stolz und freue mich. Und das haben eben viele bekommen. Und das zeichnet ihn auch so aus. Aber und damit viele hat er, glaube ich, auch. Heißt seine. Seine ja, keine Ahnung, ihm wirklich 400 Leute oder sowas. Zugewandt seid ihr. Ja, aber ich meine, das machen eben nicht viele. Ja, muss man auch sagen, so. Und das ist, deswegen ist der auch meines Erachtens Weltmeister geworden, weil der einfach ein Teamplayer ist, der sich einfach sensationell um Leute kümmert. Das Formel 1 ist ja auch mehr Teamsport, als man denkt. Ne? Das hast du ja mit wahrscheinlich erlebt bei den ganzen Reportagen. Das 100%. Man sieht immer nur ihn und man weiß aber irgendwie, das Team mit ganz vielen Leuten arbeitet super anstrengend im Hintergrund. Wie willst du es verlosen heute? Also jetzt ist die Frage. Wir haben Kommentare einmal, aber das machen wir am Ende, oder? Ja, aber du musst jetzt schon irgendwie sagen, also unter allen Kommentaren, die jetzt auf deiner Seite oder... Ich habe vorhin schon ein Foto gepostet, ja? Da haben schon Leute kommentiert, ihr könnt jetzt noch weiter kommentieren. Wir können mal so ein bisschen durchblättern. Aber jetzt nicht zu. Also die Kamera drauf? Wir haben ja Fotos. Lass mal hier her, wir können die Fotos gleich angucken. Warte, ich fange so rum an. Ja. Okay, die Kamera ist drauf. Das ist quasi das gleiche Rio-Format, so ein bisschen offenes Papier. Aber die Bilder sind, ganz kurz, die Bilder sind weniger stichig als in Rio. Ihr und eure Stichigkeit. Ich wusste. Hat mich einer angeschrieben, darf ich dir das kurz zeigen? Letzte. Sowas, das ist was, wo ich echt die Welt nicht mehr verstehe. Aber beziehungsweise, also ich habe das jetzt gerade absichtlich gesagt, weil ich kenne die Kommentare. Ja. Also. Mich hat letztens einer angeschrieben, das fand ich sehr schön. Habe ich dir das geschickt, David? Nee, Florian Schmucker habe ich das geschickt. Okay, ich rede mal weiter. Also unter allen Kommentaren, unter dem Bild, was jetzt gerade auf Paules Seite, auf Facebook-Seite gepostet wurde. Instagram. Also das vorletzte Bild auf Instagram, darunter wird dann das hier verlost. Les vor, aber ohne Namen. Jemand schreibt mich an. Hallo, beim Betrachten vom Fotobuch One Night in Rio, welches ich übrigens fantastisch finde, sind mir immer wieder ein paar unschöne chromatische Aberrationen aufgefallen. Das spricht leider so gar nicht für meinen ursprünglichen Plan, zum Leica M-System zu wechseln. Zumal man diese doch mit einem Klick in Lightroom ausrechnen lassen kann. Die Bilder sind dokumentarisch wirklich unglaublich, aber aus technischer Sicht leider enttäuschend mit D geschrieben. Dieser junge Mann sollte neben seinem Rechtschreib-Fable, und dann hat er halt so ein Bild, jetzt sieht man auch keinen Namen, er hat so ein Detail von irgendeinem Foto gemacht. So, ich verstehe, was er will. Ich habe eben, was habe ich denn geantwortet? Ach, das habe ich gar nicht. Nee, ich habe ihn nur. Nee. Also ich habe ihm dann gesagt, ehrlicherweise, ich antworte so Leuten dann und schreibe dann. Aber es war ja nett geschrieben. Also es war noch höflich geschrieben. Ja, aber was ist in seinem Hirn los? Dass er sowas. Das ist das Problem von ganz, ganz vielen Fotografen, dass die nur über die technische Seite sich nachdenken. Also das ist doch scheißegal. Wir haben Bilder in Rio und hier gedruckt, die wir nie in Hi-Res hatten. Ja? Also das ist so. Wir haben einfach in diesem ganzen Wahnsinn zwischendrin von 2000 Pixel breiten Daten gedruckt. Du wirst das Bild nicht finden, was hier 2000 Pixel breit ist in der Date. Also in Rio? Nicht auch in hier Leben. Drin. Auch hier drin? Sind mehrere. Wie kommen denn 2000 Pixel große Bilder zusammen? Weil ich die Rohdaten nicht mehr habe. Und du hast nur kleine JPEGs gespeichert? Ich habe nur die Previews auf meinem Rechner. So, das ist aber scheißegal, weil wir tun als Fotografen, ist Fotos machen für Leute, die betrachten wollen. Und wenn du anfängst als Fotograf dafür zu arbeiten, dass nur noch die Fotonerds, die irgendwie über die technische Seite und sagen wollen, ja, aber das Profil, die und da, alles scheißegal. Das Bild, eins
finde ich, der wichtigsten Rio-Bilder ist Miro Klose heulend. Ist total unscharf. Es ist scheißegal, weil die Emotionen transportiert sind. Der Inhalt macht das Bild und nicht die technische Seite. Klar, ein optimales Bild, beides zusammen. Ja, aber deswegen lege ich mich über sowas auch ein bisschen auf, weil der Typ sich doch, also anscheinend gefällt ihm ja der Inhalt, dann soll er doch aufhören, sich über die technische Seite. Also was ich ihm antworte ist, kannst du ja gerne dann bei deinem Buch rausrechnen. Also mir doch scheißegal, weißt du, soll er doch machen, was er will, soll mich in Ruhe lassen und mich nicht vollstammeln mit so einem Scheiß über chromatische Aberration. Sorry, wenn du dich jetzt gar nicht aufregst, ist es nicht so ein bisschen, also ich meine, es ist ja nur oftmals ein Klick, warum machst du das? Aber habe ich ihn denn gefragt? Nee, habe ich ihn nach seiner Meinung gefragt? Jetzt frage ich dich mal, warum machst du ihn denn nicht? Also, weißt du, wahrscheinlich die Realität, wenn du auch nur, das Buch ist gedruckt worden, wie viel ist die Druckdatei? Stand 67, glaube ich. Es sind 67 Versionen von diesem Buch gemacht worden, bis wir bei der Druckversion. Da waren Freigaben also von der FIFA, vom DFB, von jedem Spieler, von was auch immer. Mhm. Jeder hat nochmal eine Meinung und was auch immer, um jetzt nur bei Rio zu bleiben. Ja, ja. Der Vorgang, das so herzustellen, ist gegebenenfalls dann so, wenn irgendein Bild ausgetauscht wird und das in völligem Wahnsinn ist, ja, dann passieren Fehler. Wenn die Fehler aber so sind, dass sie bei 99,9% der Menschen, die dieses Produkt konsumieren, scheißegal sind, dann sind sie egal. Fertig aus. Dann freue ich mich darüber, dass sie drin sind. Und dann also will ich das nie rausrechnen. Nur um mich so ein bisschen zu rechtfertigen, weil ich will ja nicht, dass du böse auf mich bist. Mich interessiert das natürlich auch, was fotografisch dahinter steckt. Ist es jetzt eher so, dass du sagst, ey, ich würde niemals diesen CA Haken überhaupt setzen, oder sagst du jetzt, weil deine Erklärung, ist CH? CA, chromatische Aberration. Ah, okay. Ja. Nein, ich würde es niemals machen. Scheißegal. Ich will ein gutes Bild machen. Also es juckt dich gar nicht. Ich will auf einen Rasen von einem Fußballstadion und da ein Foto von machen. Ja, so, nee, das ist aus. Ob das ISO 1600 ist und körnig und wenn es mir gefällt, wenn es groß ausgedruckt ist, dann reicht mir das erst. Aber ich glaube, das war jetzt auch wieder so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch in deiner tosenden Rede ein bisschen unterging. Ich glaube, dass auch viele Leute wirklich in der Fotografie-Sinne vergessen, dass nicht die Kollegen, also ich mache Fotos für andere Fotografen, weil ich eben nur Leute habe, wie jetzt heute zugucken, die eigentlich selber fotografieren. Und die legen natürlich an meine Bilder Maßstäbe an, die meine Mama gar nicht anlegen würde, weil sie eben keine Fotografin ist. Und du sagst, hey, wir sollten so ein bisschen anfangen, diese 1% oder 1 Promille Kollegen wegzurechnen und zu überlegen, was denken denn die restlichen Menschen dieser Welt. Wobei, da wären wir beim nächsten Problem. Ich glaube, dass die meisten Fotografen die Bilder nur anderen Fotografen zeigen. Verstehst du? Das wird in einem Forum gepostet, wo andere Fotografen sind. Das wird beim Fotostammtisch vorgelegt, wo nur andere Fotografen sind. Ich glaube, das Problem ist teilweise, dass dieses Zeigen an Leute, die einfach auf das Bild gucken und sagen, boah, ist das Bild geil, dass da irgendwo auch der Ansatz fehlt. Ja, klar. Einfach. Aber es ist halt. Ja. Es ist Arbeit, ne? Und das ist. Nee, er hat was Richtiges mit Sicherheit. Aber es ist. Ja. Was verbindest du mit dem Buch? Darf ich mal fragen? Ist es für dich wichtiger als, also One Night in Rio habe ich ja jetzt schon und ich bin ein riesengroßer Fan von One Night in Rio. Ich denke auch jeder deutsche Fotograf muss es haben, im wirklichen Buch, und das sage ich nicht nur, weil Paul hier sitzt, sondern das habe ich auch eher vertreten. Ich weiß es immer, alle Kinder sind lieb, die man hat, aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, so, was ist dein wichtigstes Buchprojekt? Nee, es ist schon Rio, also es bleibt. Ja. Das, weil ich das nicht glauben kann, weil es auf drei Schritte so wahnsinnig ist, also Drittel, ist also das vom, ich meine, ich habe beim DFB angefangen, Freisteller von Gartenzwergen mit DFB-Fahnen für Rewe zu fotografieren in einem Studio, und dass sowas endet, also dieser Weg ist so wahnsinnig und zufällig und gestört und hat übrigens auch nichts damit zu tun, dass man den Leica M Reportagefotografen des Jahres 2014 gesucht hätte oder sowas, der dann eine tolle Reportage macht. Niemand von den beteiligten Leuten hat jenen Reportagebild von mir wirklich bewusst als den brauchen wir als Reportagefotograf, sondern es ist ganz viel Zufall und was auch immer. Das Zweite, was in Rio dann passiert ist, ist mindestens genauso wahnsinnig. Und das Dritte, dass ein Buch dabei rauskam, ist das Wahnsinnigste von allen. Bei so vielen Leuten, die eigentlich Nein schreien. Ja, es wird auch wahrscheinlich nie wieder sowas passieren. Deswegen ist das Wichtigste. Hier ist es für mich persönlich natürlich, ja, ich bin da ultra stolz drauf, wobei gar nicht auf das Buch, sondern auf das Projekt so ein bisschen. Natürlich, weil ich wieder das Glück hatte, neben einem Weltmeister zu stehen. Das ist mega. Also damit habe ich
überhaupt nichts zu tun. Also so ich freue mich drüber, dass Nico mir in der Nacht mich 15 Mal umarmt und sagt, du und du und du. Ich weiß aber ganz reflektiert, ich habe nichts mit dem Erfolg zu tun auf sportlicher Seite. Das hat dieser Typ alleine mit dem Team klar gemacht. Mhm. Und damit habe ich überhaupt gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es natürlich ein bisschen eine Wiederholung des Ganzen ist. Ich zweifle natürlich an mir, wenn ein gestandener Mann als Vorsitzender des VDS aus Frankfurt kommt, mich aufs Übelste beschimpft, dass ich der größte Hurensohn seines, den er je gesehen hat, bin, weil ich in Rio auf dem Rasen stand und in irgendwelchen Bildern war. Das beschäftigt mich natürlich schon. Und das ist schon so, dass ich ehrlicherweise, dass mich eher berührt hat und mir ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich nicht wusste, dass ich so oft in den Bildern von denen drin stehe. Ich habe immer versucht, dagegen zu machen, aber ich habe zwei, drei Sachen gemacht, die wirklich, ich laufe vor Schweinsteiger die Treppe runter. Das ist ein Bild, was für die mega wichtig ist und was ich ihnen zerstört habe damit, weil ich ein weißes Hemd anhabe und da runterlaufe. Das tut mir natürlich leid, noch mehr tut es mir leid, wenn dann Leute wirklich klar machen und wenn mir bewusst wird, dass ich teilweise Leuten, die 20 Jahre lang in der Sportfotografie sich vielleicht auch immer am Rand aufgehalten haben und an alle Regeln gehalten haben, dann von so einem Typen einen schlechteren Abend haben. Das muss ich zugeben. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich so, dass... Darf ich mal ganz kurz reingrätschen? Hat sich da jetzt bloß der Bund beschwert, also dieser Verein, oder haben sich wirklich auch die einzelnen Fotografen beschwert? Es ist bis heute so, dass ich, wenn ich in... Ich war zwei, dreimal in Fußballstadien in der Nähe der Sportfotografen, da wird also zweimal schon hat jemand vor mir so hingespuckt. Verpiss dich, Ripke und so. Also das ist schon echt? So, ja. Das ist, kann ich aber wie gesagt auch verstehen, weil ich wirklich unkollegial denen gegenüber war. Ja, ich war kein Kollege von denen, das muss man halt auch sagen. Ich wusste auch nichts davon, aber das war für die einfach auch scheiße. Das muss ich schon auch zugeben. Das fände ich auch scheiße, wenn ich die ganze Zeit nach den Regeln spiele und dann kommt irgend so ein Trottel und macht, was er will an so einem Abend. Das ist einfach nicht cool den Leuten gegenüber. Das ist unfair. Fertig aus. Ja, aber können die, aber, also ich meine... vielleicht nicht rechtfertigen, ich finde es auch den völlig falschen Ansatz, aber weißt du, Fotografie hat ja für dich auch eine Profession, hat eine Berufung und Fotos zu machen ist für dich Momente festzuhalten und die Fotos werden nie so festgehalten worden. Weißt du, ich bin ja ein großer Fan, geh mal ganz kurz, bist du im Netz? Nee. Verdammt. Euer Upload ist nicht schnell genug, damit der Livestream. Kannst du? Nee, du bist nicht drin. Ne? Es gibt einen Fotografen. Eins sage ich dir, du willst nicht den Safari verlaufen. Du hast die Situation wieder stört. Ich hab gestern einen Fotografen angeschrieben, Johannes Müller, der kommt aus Stuttgart. Und der ist in der Marketingbranche bei einer großen Firma und geht jedes Jahr einmal nach Afghanistan und fotografiert oder Irak und fotografiert mit der deutschen Bundeswehr im Kriegseinsatz. Spaß würde ich fast sagen. Und der Punkt ist, da entstehen Bilder, die so nicht entstehen von Leuten, die nur mitgehen, um Nachrichten zu machen. Diese Fotografen, die im Stadion sitzen, ich weiß, das ist ein harter Job, ich weiß, die müssen ihre Bilder abliefern, ich weiß, sie müssen auch überleben und ihr Geld verdienen. Aber die bringen etwas rüber, ein Bild für die Zeitung. Die sagen, guck mal, da ist der Torschuss und hier ist das Bild. Was du ja gemacht hast, ist eine Sache, die sonst niemand gesehen hätte. Also wertschöpferisch, es gibt auch Stimmen in der Kunstgeschichte und viele Dinge sind nur deswegen entstanden, weil sich jemand gezielt über ein paar Regeln hinweggesetzt hat. Das darf nicht jeder machen, dann endet es im Chaos. Aber wenn Einzelne das tun, ist es genau das, wo solche Dinge entstehen wie Bonal in Rio. Keiner von den anwesenden Fotografen würde jemals auf den Gedanken kommen, sowas festzuhalten wie du. Und naja, doch. Ein bisschen, ich glaube, da hätten schon ein paar Ideen gehabt. Aber also ich will dich. Ja, aber ein bisschen schützt dich das Ergebnis. Verstehst du, das ist das Schaffen, das kreative Schaffen, das, was du erreicht hast, erlaubt in gewisser Weise Übertretungen der Gesetze. Also das ist so hat moralisch. Hat mich aber trotzdem beschäftigt, wenn einfach erwachsene Männer dir sagen, dass ja, das vor dir auf den Boden spucken, so was auch immer. Das ist einfach was, womit ich nicht klar. Ich komme auch nicht klar, wenn Leute mich im Internet beschimpfen und ich negative Kommentare. Ich schreibe jeden an und will wissen, warum der mich hasst. Das kann ich nicht. Ich kann nicht damit umgehen, dass Leute mich nicht gut. Also ich kann mit neutral und was auch immer, aber wenn jemand mich wirklich hasst und das auch ausdrückt, dann habe ich da Riesenprobleme mit. Also Vollgas. Und so war ich auch schon mit 13, da war ich auch nicht so, also so dieses, was Schüler immer, also was, dass man da irgendwo sagt, so ey, der und der ist ja, es ist egal, was die anderen sagen, das stimmt einfach nicht. Mir war immer mega wichtig, was die anderen sagen, so. Weil wenn sie was Negatives sagen, mich das sehr, sehr beschäftigt hat.
Und um das kurz, also ehrt dich, dass du das so siehst. In Teilen sehe ich es vielleicht auch so, es ist ein bisschen hochgetragen jetzt, weil das Historische vielleicht an den Bildern bin nicht ich, sondern das ist der Titel und das ist die Mannschaft, die den Titel geholt hat, das muss man auch nochmal so sehen. Das ist eben nicht so, das ist nicht Afghanistan und das ist auch nicht, es gibt halt Leute, die einfach fotografisch was viel, viel Größeres geleistet haben, finde ich, als da, aber also das zu vergleichen. Aber, und da wolltest du ja am Anfang hin, dieses Buch ist für mich natürlich sehr, sehr wichtig, weil es eine Wiederholung ein bisschen ist und weil es für mich auch, also meine Unsicherheit hat es schon bestätigt, dass ich das, ist kein Zufallstreffer. Dass es nicht nur Zufall ist. Es ist viel Zufall, aber es ist nicht nur Zufall, weil immerhin gibt es jetzt das einfach zweimal. War das intimer mit Nico? Weil, also hier ja, geht es ja nur um eine Person und bei der Mannschaft ging es ja um 22. Genau. Na, es waren 50 Leute bei der Mannschaft, weil ja die Spieler sind. Ah, okay. Es gibt noch Betreuer und jeder von denen hat ja wirklich einen riesen Anteil daran. Und jeden habe ich auch fotografiert, muss man so sagen. Und da war es halt ein Mensch, das ist viel, viel einfacher. Plus das Team drumherum, aber die sind alle immer so anonym, wollen die so ein bisschen oder ja, stecken in ihren Mützen drin? Ja, ein bisschen, aber mein Auftrag war eher fertig aus, von den Fotos her und das haben wir auch getan. Und natürlich ist es einfacher, ist aber auch teilweise schwieriger, weil du viel mehr sportlichen und das, wir können es jetzt alle ultra wichtig nehmen und wir sind ja jetzt hier in einem Fotografen und was auch immer, so über allem steht ja auch da bei sowas, die treffen sich ja gar nicht, um Fotos zu machen, die dann auf Instagram gut laufen und die Fußballer sind ja auch nicht nach Rio gefahren, um dann ein cooles Buch mit Paul Ripke zu machen danach, sondern da gibt es ja eine sportliche Seite, die 99,9% von allem ausmacht. Und alles andere ist nicht nebensächlich. Alles andere ist voll egal, das muss man auch so sagen, das ist, wenn wir Fotografen anfangen, darüber zu meckern, das kann ja nicht angehen, dass wir jetzt nicht da in die Kabine dürfen und Fotos machen, dann ist das einfach komplett vermessen, weil die wollen da einen Titel holen und die arbeiten an einem Ziel, egal ob Fußball, was auch immer, das ist wirklich beeindruckend und da haben wir nichts, da dürfen wir uns, da nehmen wir Fotografen uns sehr, sehr ernst, zu ernst, finde ich. Nichtsdestotrotz war das mit Nico natürlich eine ganz andere Arbeit, viel intensiver, ich habe ein paar Fotos mitgebracht, wenn wir das mal wollen, dann können wir da ein bisschen drüber. Ich würde gerne mal reingucken. Aber jetzt muss ich natürlich auf meinem Desktop. Also wie ich normal arbeite, ist Schreibtisch, dann nach Änderungsdatum sortieren und dann scroll ich ganz hoch. Könnten wir einfach mal zwei Flaschen Bierchen bekommen, also Kölsch. Ich trinke aber kein Bier. Du trinkst kein Bier, wir haben ein alkoholfreies. Ja, das sehr gerne. Ja, dann nehme ich auch ein alkoholfreies aus Solidarität. Ja. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Hast du ganz freiwillig gefragt. Nein, meine Mutter ist Pfälzerin. Ich war auch in Kaiserslautern früher immer. Appleboy? Wein Bembel. Halt. Und das ist Frankfurt. Was du gerade sagst. Okay. Knapp vorbei. Leider immer noch. Kannst nichts Schlimmeres zu einem Pfälzer sagen, als dass er Hesse ist. Nur mal so. Doch Saarländer. Oder du nennst halt Nico Rico. Das wäre noch genauso schlimm. Aber tut mir leid. Also, der hat. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich auf den Witz konzentriere. Nee, Alkohol. Warum du keinen Alkohol trinkst? Pfälzer Anti-Alkoholiker-Regel, an die ich mich wirklich schon immer halte, ist, nach dem 18. Geburtstag deines Lebens musst du ein Jahr in deinem gesamten Leben, einen Monat jedes Jahr, eine Woche jeden Monat und einen Tag in jeder Woche keinen Alkohol trinken. Und damit das weg ist, mache ich immer den Januar, schon seit ich mein ganzes Leben. Okay, du trinkst generell nicht keinen Alkohol, sondern im Januar einfach. Immer nur im Januar und da halte ich mich strikt dran. Das ist jetzt auch nicht so was Tolles, aber ich muss auch noch Vegetarier sein dieses Jahr, weil meine Frau mich besoffen, wie ich war, die ist Ernährungsberaterin und hat irgendwann mal gesagt, alles schön und gut mit deinen 120 Kilo, jetzt reicht's auch mal. Und habe ich mich reinlabern lassen. Danke. Vielen Dank, Marian Hirschfeld. Dann Prösterchen. Frühkölsch, 0%. Also die Leute denken ja schon, Kölsch ist kein Bier, aber alkoholfreies Kölsch. Aber muss man auch ehren. Das ist das alkoholfreie Bier. Also ich finde es gut. Man muss mehr Sachen ehren, finde ich, im Leben. Ich finde es gut. Man muss sich freuen. Übrigens haben die letzten 4 Wochen, zwei Wochen hat es geregnet in L.A. Und mich haben verschiedene Leute besucht in der Zeit. Und dann gab es ganz viele Leute, die sich unfassbar aufgeregt haben, was für eine Unverschämtheit das jetzt, also die nehmen das so wahr. Das ist so eine Scheiße, dass jetzt so schlechtes Wetter ist. Und mein ganzer Urlaub ist doch mein Urlaub und jetzt ist doch was auch immer. Und mein Freund Martin Materia war auch da. Und der hat jeden Tag, wo es geregnet hat, hat er gesagt, man muss sein urlauberisches Ego auch mal hinten anstellen. Für die Natur ist es sensationell. Aber, ich freue mich, dass es regnet. Der kommt aus Rostock. Und das liebe ich an den Rostockern, muss ich auch mal sagen. Für die ist ein Tag Sonne. Ja, vielleicht ist es das, aber er hat trotzdem recht. Man muss auch das alkoholfreie Bier ehren. Also sicherlich hat er recht. Guck mal, wir wollten jetzt mit dem Livestream fertig sein und sind so bei Thema 3. 4. 4. Wie läuft es denn in den Kommentaren? Du musst alle, glaube ich, auswählen. Damit mache ich, glaube ich, nur noch mehr Themen auf, aber ist ja auch egal.
Samuel Scherzinger fragt zum Beispiel, wie kam der Kontakt mit Jon Olsson zustande und was hältst du von seinen Vlogs? Jon Olsson ist ein sehr bekannter YouTuber, ne? Ja, der Jun ausgesprochen wird, habe ich gelernt. Nur so jetzt, ich habe ihn auch immer Jon genannt. Jon Olsson ist, den kenne ich schon seit 10 Jahren und den habe ich mal für Skileute fotografiert und der hat mich irgendwann mal, der hat mich auf Vimeo mal angeschrieben, den einzigen Menschen, den ich jeder angeschrieben habe. Vimeo hatte eine Nachricht oder? Damals, glaube ich, vielleicht auch jetzt. Und dann ist ihm ein Fotograf abgesprungen und dann habe ich ein Bild von ihm gemacht, seitdem treffen wir uns 2-mal im Jahr. Ist ein langer Freund. Da kommen wir gleich noch dazu. Einer von denen, ich habe nie Geld von dem gekriegt, aber irgendwie ist es, der war letzte Woche in L.A., ist jetzt ein riesen YouTuber, ist da irgendwie am Start, hat irgendwie Bock gehabt, an einem regnerischen Tag mich zu featuren, hat mega mir Support gegeben, 8000 neue Instagram-Follower, was auch immer, echt? 100 Leute, die mich drauf anlabern, sowas. Das ist ja nicht planbar. Du kannst jetzt nicht sagen, vor 8 Jahren habe ich das Foto für ihn gemacht, damit er in 8 Jahren, wenn er dann YouTube, aber sondern es liegt daran, dass ich den mag und dass ich ihm gerne gefallen tue und deswegen kommt es da hinten raus. Geil. Weitere Fragen darfst du noch nicht stellen. Wir gehen kurz durch Nikolaus. Übrigens, wusstest du, dass die Pentax K1, die neue, einen automatischen Horizontausgleich hat? Die dreht den Sensor mit. Herzlichen Glückwunsch. Bleibt trotzdem eine sauhässliche Kamera. Ich habe selten eine hässlichere Kamera als diese Pentax Mittelformat gesehen. Das ist wirklich... Nee, K1 ist die Kleinbild, aber ja. Aber diese Mittelformat, also... Boah. Wenn die in die Hand nimmt. Und das ist ja ein Unterschied. Wenn du eine hübsche Kamera machst, dann freuen sich die Leute. Dass du auch eine Kamera in deinem Rucksack hast, wo du sagst, sie ist ultra hässlich. Mit der ich filmen muss. Und sonst habe ich aber die schönste Kamera, die es am Markt gibt. Okay. Muss man so sagen. Du, was das ist der erste Tag, das ist Barcelona. Das ist im Buch ganz vorne drin. Das ist der Vater Kegel im Motorhome. Ich finde es halt mega, weil quasi... Das ist das Motorhome? Genau, die haben so ein Ding, was so rausfährt und an der Strecke sind. Und dort sitzen die und er frühstückt und konzentriert sich schon. Und Kegel sitzt nebendran und ist ein Bild, was jetzt erst veröffentlicht wurde in dem Buch. Und was natürlich... Ja, ey, der Typ ist Weltmeister, der Vater. Der hat seinen Sohn, der in der Formel 1 fährt. Ich war schon komplett geflasht, das zu fotografieren, das... Später im Buch kommt dann der Moment, wo die sich als Weltmeister zum ersten Mal treffen. Das ist da, habe ich zum Beispiel sehr geheult, während ich fotografiert habe. Das ist schon zutiefst beeindruckend. Gott sei Dank fokussierst du mit deinem... Halbscharf habe ich es noch gekriegt. Drehmechanismus, genau. Weil sonst hättest du mit verheulten Augen... Also ja, scharf stellen kann ich da nicht mehr. Ne. Aber das ist schon ganz geil. Damit ging es los, das war in Barcelonas erste Wochenende. Das haben wir so als Testwochenende auch gemacht und das hat da ist ganz gut... Ist nicht auch krass, wenn du sowas miterlebst, so in diese Welten eintauchst, die ja voll. Schon... Ich meine, wenn das ein Motorhome ist... Das ist mega. Also so guck dich immer um, ich will auch so ein Motorhome. Also, ja, also es ist voll geil, sowas zu sehen und da rein. Und weißt du, was noch geiler ist? Da wieder rauszugehen. Wieder echt? Das ist das Größte und warum auch immer ich in diesen Job reingerutscht bin... Wie geil das ist, dass wir Abwechslung haben, dass ich unterschiedliche Welten sehe, dass ich wenn ich jetzt ein Jahr lang mit dem Motorhome durch die Gegend fahre, dann bin ich riesen genervt von dem Motorhome. Mhm. So sehe ich es aber manchmal und sehe es wieder weg und kann mich jeden Tag darüber freuen, wie das so ist. Das ist voll geil. Die Abwechslung für mich das Größte an meinem Beruf. Obrigado, Sepp Blatter. Und inzwischen muss ich auch Obrigado, wie heißt er? Der kleine Mann? Bernie Ecclestone. Ja. Das in Barcelona ist ein Autofoto. Habe ich deswegen mitgebracht, weil das wieder was war, wo so, das fand Nico total geil, weil der es noch nie gesehen hat, so ein Foto. Das ist ein total behämmertes Foto, so angeschnitten. Ich finde, das sieht gar nicht sexy aus, das Auto da. Aber er fand es voll geil, weil es eine Perspektive war, die nie irgendjemand anders so, oder was, ich weiß nicht, was es ist, weil es ein Blick, weil es nah an seinem Blick, glaube ich, auch ist. Weißt du, das ist, ich laufe ihm ja hinterher, das ist, wie er da rausfährt. Wie auch immer. Das ist aber auch deinen Bildern gemein. Das ist so, du packst die Leute, glaube ich, an so einem Punkt, wo man sagt, so, wo man sich selber reinversetzt in das Bild. Also das könnte jetzt auch so sein, wirklich, dass jemand guckt ihm nach, wie aus so ein Mechaniker guckt ihm nach, wie er aus der Boxengasse fährt. Genau, das ist auch ein bisschen die Idee dahinter. Genau. Und ja, also ich bin kein Autofreak und ich habe auch wirklich kein Gefühl für Autoform. Hast du ein Auto? Aber eins der, ich habe ein Auto. Hast du jetzt ein USA-1 geholt? Ja. Welches? Das Auto, was man da nur fährt, ein Jeep Wrangler Cabrio. Ist richtig prollig und richtig. Mit V8 so blubberig. Keine Ahnung, was da für ein Motor drin ist. Einer, der angeht. Ohne Scheiß, was weiß ich. Wenn du ihn anmachst, macht das dann so blub, 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 blub. Überhaupt nicht. Nein, dann ist ich habe noch nie mehr als die Mindestausstattung an Motoren gekauft. Also übrigens, dein Ziel, letzte Info waren 1500 Zuschauer. Du wolltest die 1600 knacken. Nee, die 1700 knacken. Vielleicht rufst du mal einfach auf, dass. Einmal nochmal geteilt wird, so jetzt ist 9, jetzt könnten noch ein paar Leute zugucken kommen, ja, oder? Ja. Also, Riesendiskussion, ob
Paul im Januar im Raucht. Ach so, ob du Gras rauche, ja, ich kiffe im Januar immer noch. Darf man das in Kalifornien darf man das jetzt? Ja, ist legal. Da kann man jetzt in den Laden reingehen und dann kann man da so wahnsinnige Gummibärchen und so einen Scheiß kaufen. Ihr hättet gerade dieses Gesicht des Strahlens auf seinem Gesicht erkennen sollen. Kiffen ist wichtig. Man muss gerade beim Videoschneiden, das ist sehr, sehr wichtig. Ich schneide ganz anders, wenn ich bekifft bin. Wir schneiden immer und bei wichtigen Sachen, Musikvideos und so, gibt es immer einen Kiffschnitt. Und da gehe ich dann nochmal bekifft dran. Und dann sieht es danach immer ein bisschen lustiger aus. Kleine Gags. Ich sitze neben dir und ich probiere dein Gesicht zu lesen und ich weiß jetzt nicht 100%, ob du das ernst meinst. Das stimmt. David, kannst du das bitte bestätigen? 100%. Also wirklich. Falls jetzt David hier irgendwie zur richterlichen Instanz wird. An diesem Tisch fühle ich mich so. An diesem Tisch fühle ich mich so. Es stimmt. Fertig aus. Ja, also tatsächlich. Ist wichtig für die kreative Leistung. Bist du mal drin gesessen im Wagen? Nein. Da passe ich nicht rein. Mir fühlt sich nicht. Hey, Vollgas. Hier ist ein Barek ist kaum noch reingekommen und der ist schon sehr, sehr fit und denkst, das ist so. Aber hat er dich nicht mal irgendwie mit einem geilen Doppelsitzer mitgenommen oder nee, mal in seinem irgendwie AMG? Doch. Er hat mich mit einem GT3, glaube ich, durch Hockenheim gefahren und das waren ungelogen. Die schlimmsten Sekunden deines Lebens. Der absolute Mega-Horror. Weil ich, also wie fixiert du da bist und mit einem Helm in einem Auto überhaupt zu sitzen. Ich saß noch nie mit einem Helm in einem Auto und das hat mich so, ich hatte Angst. Wenn du jemals amerikanische Freunde nach Deutschland bringst, ja. Dann komm mit ihnen in den Nürburgring, also an den Nürburgring. Ja. Dort gibt es das Ringtaxi. Ja, ich und wenn du so ein paar Euro extra drauflegst und den ganzen Karre mietest, was gar nicht so unfassbar teuer ist, und dem Fahrer oder der Fahrerin sagst, die Kotztüten müssen voll werden, dann machen sie das. Boah, nicht. Vor allem wenn du dann im Auto, das ist so ein M6er oder ein M5 Alpina BMW, also mit Saugmotor, und du, wenn du hinten drin sitzt, ist es noch viel schlimmer, weil du bist nicht, du denkst, du stirbst. In jeder Kurve denkst du, du stirbst, weil von deinem eigenen Fahrerlebnis. Bist du der hundertprozentig sicheren Meinung, dieses Auto kann nicht mehr um diese Kurve kommen? Möchte ich nicht. Das ist so übel. Ja, ich glaube, ich habe geschrien wie ein Baby. Ja. Geh mal weiter im Bild. Möchte ich nicht. Das ist ein Flugzeug nach Baku, nach Aserbaidschan. Mhm. Das war von Nizza herum, finde ich immer so. Ich finde das schon sehr beeindruckend, dass quasi, also es ist David Coulthard in der Mitte, der als TV-Moderator arbeitet. Rechts Daniel Ricciardo, ein anderer Fahrer. Aus der Formel 1, mega netter, geiler Typ. Die fliegen dann auch rechts, teilweise zusammen in einem. Rechts vorne Max Verstappen, links ist Felipe Massa. Also so ganz unterschiedliche Teams. Ich finde es deswegen so, ich habe immer so einen Gag gemacht. Also weißt du so, ich habe immer eine Fahrgemeinschaft zur Arbeit, als ich mein Studio hatte gebildet und bin da manchmal bei. Die Formel 1-Fahrer machen halt eine Fluggemeinschaft zu ihren Wochenendrennen und mieten sich dann ein Jet, wo so acht Leute. Also, doch, die fliegen oft zusammen und sind sehr herzlich. Ehrlich? Und sind sehr zusammen. Ja, voll. Die sind untereinander tatsächlich sehr, sehr herzlich. Und es war mega geil, da drin zu sein, natürlich. Wohnen ja eh alle in der Schweiz, ne? Nee, in Monaco wohnen die alle. Okay. Und in der Schweiz zahlt man ja ein bisschen Steuern, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ja. Die wohnen alle in Monaco und treffen sich dann in Nizza und fliegen dann zusammen rüber. Mega Erlebnis, da dabei zu sein. Ganz kurz, Jan fragt, ob das mit Lewis Hamilton war, ist. Was wegen denn? Fotografieren und so und dich haben wollen und so. Weiß nicht, wovon Jan spricht. Ja, okay, alles klar. Okay. Das war die Antwort. Das ist Niki Lauda und also auch einer der geilsten Typen, die ich je kennengelernt habe, muss ich echt so sagen. Niki Lauda ist ist echt eine beeindruckende Persönlichkeit und ein krasser Typ. Und neben so einer Legende mal zu sein und mit dem auch, also zumindest so, dass der weiß, dass ich Paul heiße, das ist schon geil. Warum auch immer das passiert ist mit meinem Leben. Und da steht er irgendwo drumherum, zeigt, glaube ich, so ein bisschen die menschliche Nähe hoffentlich und ist so das, was ich immer versucht habe, auch so die Emotionen um den Rennsport herum, die Beziehung zwischen dem Fahrer und seinem Teamchef und oder Aufsichtsrat ist er, glaube ich, von dem Dings. Und wie das so ist, das war schon krass, da dabei zu sein. Das ist in Singapur. Ist auch so ein, also das nach dem Qualifying, nass geschwitzt, ultra heiß dort. Also auch ich immer komplett nass geschwitzt, weil ich ein bisschen rumrenne und verschiedene und er immer sehr schnell durch die Gegend. Also er läuft dann zu Pressekonferenzen und so und da rennt er immer. Ich weiß bis heute nicht, ob er das macht, um mich zu ärgern oder ob er einfach schnell da durchkommen will. Ich bin immer tot nass geschwitzt. Gibt's auch so nicht. Ich muss dann, in Singapur hat er gewonnen und also das war halt so ein Sinnbild, wie heißt es da war und das ist direkt, er zieht sich aus und geht in einen klimatisierten Raum und ist fertig. Das ist eine körperliche Belastung, die man sich, glaube ich, kaum vorstellen kann. Ja, diese Gehkräfte in diesem Auto sollen unfassbar sein. Ja, und wie der dann da ist. Und da hat er dann gewonnen in Singapur und das ist so ein Boah, das Bild ist fett. Ja,
ich finde es halt auch, also natürlich, klar, und das ist übrigens auch was, die Formel-1-Leute sind nicht so sauer gewesen wie die Fußball-Leute, die Fotografen. Die haben das irgendwie, also er geht ja auch zu anderen. Natürlich ist es, das Bild lebt ja davon, dass er mir in die Kamera guckt. Ja? Also so, das ist ja quasi der Moment, also er sieht mich halt und postet zu mir in der Sekunde, in der er gewonnen hat. Und ich meine, da sind 300 Fotografen oder was auch immer. Danach geht er eben auch zu denen hin und hat es auch drumherum. Das ist natürlich auch was. Aber du hast auch sicherlich was aus Rio irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Also ich glaube nicht, dass du, so wie du das vorhin erzählt hast, genau so wie in Rio nochmal das abziehen würdest. Naja, du solltest es, meiner Meinung nach. Doch. Aber ich würde es genauso nochmal machen. Hundertprozentig. Es tut mir trotzdem leid, aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, das außer Frage. Nee, ja, klar, natürlich. Ja, ja, also ich würde auch, und ich habe auch hier ein paar Sachen. Ich bin in Räumen, in denen ich nicht bin. Also ich bin nach dem Titel auch an aber ganz ehrlich, Orten, wo man das, nicht. Das juckt dich so ein bisschen. Ja, klar. Also das ist auch so. Wenn du so ein, also ein Paul, den stelle ich mir so vor, so da ist eine offene Türe mit Zutritt erlaubt und da ist so eine geschlossene Türe und du kommst da, glaube ich, nicht dran vorbei, ohne in diese blöde geschlossene Türe, wo Zutritt verboten steht, reinzugucken. Natürlich, habe ich doch vorhin gesagt. Ich kann keine. Ohne Scheiß, mir ist doch scheißegal, ob ich diese scheiß Drohne hier drin. Also ich brauche doch jetzt nicht, dass ich ein toller Typ bin, das ist Drohne. Gereizt hat es mich, weil du Nein gesagt hast. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich. Ich hasse es. Ich hätte es vorhin genauso, ehrlich gesagt, ich hätte es wissen müssen. Aber ich dachte einfach, dass der Mann das macht, was ich ihm sage. Aber anscheinend habe ich meine Mitarbeiter noch nicht so gut unter Kontrolle, dass er auch wirklich wegrennt, wenn ich sage, renn weg. Tja. Muss man schauen. So, weiter bei Nico Rosberg. Geiles Bild. Das ist das Team Nico Rosberg. Das ist so, dass die Leute, die direkt drumherum sind. Ihr seht, wie nass geschwitzt ich bin. Da musste ich mit ihm erst mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, über die Strecke und den Pokal. Ach, da hinten liegt dein Fahrrad. Komplett tot sein Fahrrad. Er ist gefahren und ich musste rennen nebendran mit der Tasche. Also es war, und du hast ja gesehen, dass sie nicht gerade leicht ist. Ja. Aber meine körperliche Fitnesssituation ist jetzt auch nicht die allerbeste im Moment. Und dementsprechend war ich tot danach. Ich war komplett fertig und er fand das sehr, sehr lustig. Aber das in der Mitte Georg Nolte, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass das ohne den und sein Zutun, der hat mich da dahin geholt und der hat das immer sehr, sehr angetrieben. Der hat auch sehr, ist ein visuell denkender Mensch. Das gehört eben auch dazu, jemand, ohne den gäbe es das Buch und das ganze Projekt nicht und so weiter. Und das ist echt ziemlich krass, also das war einfach die optimale Konstellation. Das Nico hat Bock auf Fotos und ist ein sehr, sehr visuell gut funktioniert, also ein super hübscher Mann, der gut funktioniert und da Bock drauf hat. Dann hat er einen Manager, der wirklich auch das ganze Projekt, der die Weitsicht besitzt, sowas gegebenenfalls nicht zu vergessen über die kurzfristigen Aufgaben und mich immer supportet hat und immer wieder da weitergeschoben hat, dass wir das da so drumherum hinbekommen. Und der hat tatsächlich einen großen Anteil an dem Titel. Genauso wie links der Physio, mit dem verstehe ich mich super, ist ein Kölner Junge, Daniel Schlösser. Und der hat auch einen großen, die drei haben den Titel geholt, wenn es ein Team, ich gehöre da nicht dazu in den Titel. Okay. Aber die haben wirklich den Sportlichen und der ist die rechte Hand von Nico Rosberg und hat die ganzen Physio-Sachen und die ganzen Sportsachen. Wie haben eigentlich die anderen Fahrer auch darauf reagiert, dass du dem, nicht Rico, sondern Nico, so an den Fersen geklebt bist? Ach, die haben das so akzeptiert, die fanden es ganz lustig, glaube ich. Also ich meine, guck mich mal an, ich bin jetzt auch nicht so Formel-1-mäßig angezogen, also immer in kurzer Jogginghose und irgendwelchen trotteligen T-Shirts. Und klassischen deutschen Tennissocken. Das, ja. Und renn halt, also so, also es hat sich niemand beschwert so richtig. Ich komme jetzt, also keine Ahnung, ich habe nie mit Sebastian Vettel oder so geredet. Es gibt ein paar mit Ricciardo, verstehe ich mich gut. Der ist ein Rap-Typ und mit dem saß ich dann im Flugzeug und aber sonst habe ich nichts. Hast deine Raps mit den, ich habe nicht gerappt da, nee. Aber ich habe keinen Kontakt mit anderen Fahrern, muss ich sagen. Das okay. Ist so richtig. So irgendwo mal grüßen und hallo sagen, wie geht's und fertig aus. Das ist in Austin, das ist Lance Armstrong. Geschichte ist, wir gehen in Austin, Texas laufen. Ich wieder muss mir ein Fahrrad holen, damit ich denen, wenn die joggen gehen, habe ich keine Chance mitzujoggen. Ja. Und das ist dann die Realität ist. Wenn die joggen gehen, habe ich keine Chance mitzujoggen. Keine Chance. Die sind so fit und so am Start. Und da nur mal, weil du ja manchmal fragst, wie kommt man als Junge und was auch immer. Das kriegt das mal hin, weil der entscheidet, jetzt, wir gehen in 5 Minuten laufen. So, und krieg mal in Austin, Texas, in irgendeinem Hotel ein Fahrrad. Der Fahrradverleih, also das Hotel hatte keine Fahrräder. Ja. Und dann renne ich wie vom Berserker über Google, über Datenpass, was auch immer, irgendwelche Dings, ein Fahrradverleih, renne da hin, gehe hin, gebe denen meine Kreditkarte, sage, charge das bitte später, ich muss sofort los. Ich komme zurück, ich verspreche es euch, ich gebe euch meine Tasche, habe denen meinen Rechner hingestellt und mit allem drauf, als Pfand, bin sofort wieder hinter, um sie dann irgendwie noch zu erwischen. Also da bin ich dann wahnsinnig und will den unbedingt noch hinkriegen, weil
so lang laufen die auch nicht. Und irgendwann erwische ich sie ja auch. Oder sie laufen schnell. Die haben kein Handy mehr und so weiter, sondern ich muss sie ja irgendwie finden. Ja. Irgendwann hatte ich sie gefunden und war aber nass geschwitzt, als ich da war. Und dann habe ich so gesagt, ja, also als Gag habe ich zu denen, weil die dann so, oh, hat er uns wieder gefunden. Und das ist tatsächlich ein Running Gag. Also Nico hat bestimmt 20 Mal über die Saison gesagt, oh, das ist krass, dass du hier noch dabei bist. Also wenn er um die Strecke laufen geht und so, durch die Kontrollen zu kommen und da mit dem Fahrrad und dies und das. Und also der hat schon, glaube ich, Hochachtung dafür, dass ich echt oft an seinen Fersen noch bleiben kann. Und da war es auch wieder so. Und dann hat Nico so gesagt, oh, der Lance Armstrong. Und die haben so Wetze gemacht über Lance Armstrong. Dann hat irgendein anderer gesagt, der kommt doch aus Austin, Texas irgendwie. Ja, und wir fahren also sie zurück, haben gemeint, weil du so mit dem Rad hinterhergerast bist, bist du der neue Lance Armstrong. Genau, dann hat irgendjemand gesagt, ja, kommt ja hier aus, der hat hier noch einen Radladen. Dann haben die so beim Joggen darüber geredet, ich auf dem Fahrrad. Die können beim Joggen noch reden. Ja, Vollgas. Und dann kommt ganz hinten, sehe ich im Augenwinkel, so ein Typen mit Fahrrad. Das ist ein Kiesweg, aber mit dem Rennrad und mit so einer Rennradkleidung. Und der kommt an uns vorbei und dann checke ich kurz, das ist Lance Armstrong. Ich meine, was ist das schon wieder für ein Zufall, der auch nur irgendwie, und wir können es beweisen, also es gibt Screenshots von seinem Tag, da hat er in der Fahrrad-App seine Strecke gepostet und die geht eben genau da dabei. Und du siehst ja auch in den Gesichtern von Dan links und von, also du siehst, das ist so, das ist wirklich jetzt Lance Armstrong. Völlig fassungslos, aber sowas passiert mir halt irgendwie aus irgendwelchem Wahnsinn heraus. Das ist der Rippgedusel. Und ja, es ist einfach nur Glück. Und ich kriege es ja noch nicht mal fotografiert, das zum Beispiel ist ein technisches Problem. Da konnte ich nicht, also auf dem Fahrrad fahrend. Also da ist nichts scharf. Ich habe es versucht und ich habe es nicht hinbekommen. Aber wie willst du denn auch manuell fokussieren auf dem Fahrrad? Naja, aber ich will ihn ja eigentlich scharf haben, aber eigentlich optimalerweise würde ich Lance Armstrong noch sehen wollen, dass man ihn nicht nur an seinem Oberschenkel aber wie willst du überhaupt erkennt, fokussieren auf dem Fahrrad? Ja, so irgendwie einstellen und dann so. Ich muss ja auch noch Fahrrad fahren. Also, ja, aber du kannst ja, kannst du würde schon gehen. Richtige Weltmeisterfotografen würden das hinbekommen. Der Autofokus wäre schon geil, ne? Manchmal. Ja, nee. Aber auf jeden Fall bin ich aber da und das ist auch einer der Fails meines Lebens, muss man auch sagen, weil es immer so tue, als ob alles passiert und ganz, ganz viele Sachen klappen eben nicht. Da wollte ich umdrehen und wollte für Insta-Stories einmal in meinem Leben mit dem Fahrrad Lance Armstrong überholen. Und er hat es sowohl ein bisschen gecheckt, als auch ist er einfach viel zu schnell. Und ich bin wie ein Gestörter dem hinterher und wollte halt unbedingt ein Video haben, wie ich ihn überhole. Am Anfang und am Ende meiner Radkarriere an dem vorbeifahre. Und es hat leider nicht geklappt. Und der hat es aber auch gecheckt. Der fand es auch nicht so witzig, wie ich das fand. Und war dann weg und war auch zu schnell. Und dann bin ich, und ehrlicherweise hat er wahrscheinlich doch einen besseren Antritt. Also nur Material. Ein viel, viel besseres Fahrrad. Und mein also sonst. Mon Ventoux, wenn ich gegen Lance. Habe ich natürlich keine Chance. Herausforderung, ne? Also, das kriegen wir hin. Ganz lustig. So, das ist auch in Austin. So sind wir morgens oft zur Arbeit gefahren, quasi. Was ist der denn? Der ist Porridge morgens und ist das auf dem Weg. Der hat aber nur Kopfhörer auf. Ich habe den jetzt dreimal schon mit Kopfhörer. Ja, der hat oft Kopfhörer. Das ist ja echt ein Konzentrationssport, muss man sagen. Und das ist ja, also der hat schon seine krassen Konzentrationsphasen. Also so. Das Wochenende fängt am Donnerstag an und hört am Sonntag mit dem Rennen auf. Und je näher es ans Rennen geht, desto weniger ist er auch auf mich fokussiert. Das merkt man schon, weil er anfängt, sich zu konzentrieren. Und desto weniger, also am Donnerstag macht er Schwachsinn in meine Kamera, post und macht was auch immer. Nach dem Rennen macht er das auch. Aber vorm Rennen am Sonntagmorgen haben wir keinerlei Kontakt eigentlich mehr, weil der in seinen, also ich gehe auch nicht mehr in seinen Raum und mache irgendwelche Bilder und sage, komm, wir machen jetzt noch das und das oder was auch immer. Das habe ich einmal gemacht und dann das fand er nicht so gut. Also das meine ich mit das Sportliche akzeptieren, ist ja auch durchaus wichtig. Und das habe ich da dann. Wir mussten mal einen Job machen für einen, wir mussten mal Platten fotografieren, Essensplatten in der Großküche, live in der Ausgabe. Weil diese Teller werden dann mit irgendwelchen verschiedenen Systemen, Induktion und Paraffin, Wachs und alles Mögliche geheizt. Und dann hat uns der Kunde hat uns in eine Großkantine, wo für 5 Krankenhäuser Essen gemacht wird. 11.000 Essen innerhalb von 3 Stunden werden da irgendwie abgefüllt. Also an 10 Bändern und sonst was. Und dann kam der rein und hat gemeint, so, das sind die Jungs, die Fotos machen. Hier, viel Spaß. Und wir standen da drin und die hatten ungefähr so viel Bock auf uns, wie wir haben dann null Fuß fassen können, weil alles war wichtiger. Ja klar, 11.000 Essen, das ist so, stelle ich mir das ungefähr vor. Du bist da so drin und denkst so, okay, ich bin der große Fotograf, halte doch mal kurz das Band an und die lachen dich nur aus. Ja. Auch in der Formel 1, ich bin da der allerletzte Lauch gewesen jedes Mal. So, das in Sao Paulo, glaube ich, das ist das, was er kurz vorm Rennen gegessen hat. Links nebendran sind so Notizen nochmal zum Start, glaube ich, und noch so ein paar Bier, wollte ich gerade sagen, ein paar
Mit das Aufstoßen von, ja, der wird auf, das war ein Regenrennen und alles war nass. Und das war sehr, sehr verrückt auf jeden Fall. Das ist das Team hinten dran. Mit Sicherheit auch was, also die Mechaniker und so weiter, mit denen verstehe ich mich auch tatsächlich ganz gut. Und das ist auch was, was, das kann man nicht trainieren, das kann man auch nicht, also mit englischen Mechanikern, die es seit 20 Jahren machen, kann man sich nicht konstruiert gut verstehen, damit man was von denen hat oder sowas. Das liegt daran, dass ich die tatsächlich mag und die mich eben auch mögen. Das liegt auch daran, dass ich Fußball mag und dass ich aber auch dreimal mich, und das muss ich auch sagen, das ist Tipp Nummer 8, der Weg zum Erfolg geht über die Bar. Ohne Frage. Ich habe mich in deren Herzen gesoffen. Fertig. Sagte aus. Er und so. Sprach aber und trank alkoholfreies Kölsch. Einer der Gründe, warum ich so fett bin, weil ich da in der Formel 1 so viel Bier mit denen getrunken habe, hat sich aber gelohnt. Weil die saufen ordentlich. Mit denen Support, also die, da weiß jeder, wer ich bin, da weiß jeder. Also mit denen, die schieben mich auch mal zur Seite, wenn ich komplett trottelig im Weg bin. Das ist unbezahlbar mit denen eben. Aber denen habe ich auch ein paar Fotos immer gemacht und habe sie ihnen danach geschickt und habe, also weißt du, so das ist ja eine Qualität. Ist deswegen der Punkt, dass du so auf Wifi stehst in der Kamera, wo du sagst, so jetzt ja, sofort aufs Handy und... Voll, mega. Weil du hast ja gesagt, die Kamera hast du nur gekauft wegen Wifi. Also... Voll. Ist es so, dass du dann wirklich in der Boxengasse bist und denen dann den einen das Bild schickst und den nächsten das Bild schickst? Also würdest du das jetzt tun? Du hast es ja nicht tun können, weil die Kamera... Ich würde es, glaube ich, danach machen, weil teilweise ist es ja auch schön, im Nachhinein nochmal einen Kontakt zu haben, dass man hinten raus nochmal jemanden berührt. So, also so Bücher zum Beispiel verschicke ich oft nach Termin und überreiche sie nicht. Um einfach nochmal einen Ansatzpunkt zu haben. Genau, um nochmal irgendeinen Punkt zu haben. Und ja, aber also war ein lustiges Team drumherum. Jetzt haben wir schon gewonnen. Beziehungsweise er hat gewonnen. Nico ist Weltmeister geworden. Das in Abu Dhabi. Musst du jetzt mal entscheiden, ob wir darüber reden sollen oder nicht. Weil der Chat ist nachher nicht mehr sichtbar. Also der geht weg. Also wir können es auch einfach lassen. Das ist mir relativ wurscht. Also es gibt eine Diskussion um einen Knastaufenthalt wegen Gras oder Einbruch. Nervt langsam. Also die Diskussion müssen wir langsam mal beenden. Ja, man kann einfach den Süddeutsche Artikel lesen, wenn man das wollen würde. Der wahrscheinlich hat noch nie irgendjemand geschafft, mich so perfekt zu sortieren wie Friedemann Karik in der Süddeutschen. Gibt es so ein großes Porträt. Über dich wurde Porträt. Ein Feuilleton-Porträt geschrieben. Und das hast du nicht gesehen, das ist eine ganze Seite in der Süddeutschen. Danach konnte ich sterben. Auf jeden Fall ist das... Deine Eltern haben das gelesen? Ja, klar. Das ist, und da, also da steht natürlich ganz klar, ich war sowohl zwei Wochenenden im Jugendknast und 180 Stunden Sozialarbeit für Handel mit Betäubungsmitteln, wie auch 2 Jahre auf Bewährung danach, das erste für Graffiti, das zweite für Handel mit Betäubungsmitteln. Heidelberg halt. Heidelberg halt. Jugendstrafen. Heidelberg Born. Halt. Ist nicht mehr so. Ist alles fertig. Aber ich meine, aus dir wurde ja also im Endeffekt kein Schwerverbrecher, sondern ein solides Mitglied der arbeitenden Bevölkerung. Mehr oder weniger. Drohnenfliegendes Trottelmitglied. Ach komm, jetzt mach dich nicht so schlecht. Ja, ich meine, im Endeffekt ist doch wichtig, was hinten rauskommt. Also ich glaube, wir hatten alle schon irgendwelche Fehlgriffe. Beim einen ist es halt irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, beim anderen ist es halt vielleicht so ein bisschen heimlicher. Also da müssen wir uns jetzt alle nicht rausreden. Aber finde ich ja cool, dass du das so anpackst. Ja. Nein, aber ist das nicht gerade viel cooler? Gehört aber auch dazu. Also so, das war einfach, ja, aber schon damals, das habe ich ja aus... Ich habe nicht gedealt, weil ich auf der Straße gelebt habe und irgendwie was auch immer, sondern das war Angeberei. Das war einfach nur Geltungsbedürfnis, wenn ich ehrlich bin. Und das ist natürlich was eine schäbige Antriebskraft ist, muss man ja mal schon sagen. Jetzt mal eine sehr persönliche Frage, aber so von Papa zu Papa. Was würdest du deinen Weg, den du gegangen bist, so mit den Erlebnissen? Ich meine, guck mal, das ist ja schon so, dass alles, was wir erleben, uns irgendwie formt für das, was danach kommt. Also egal, was wie passiert ist, aber das hat dich ja irgendwie schon zu einem Punkt gemacht. Ja, total. Nimm dir doch Rio. Du sitzt hier und sagst, boah, das geht mir schon an die Substanz, wenn Leute es machen. Und du denkst drüber nach und es trifft dich und du verarbeitest es weiter und dadurch resultiert wieder daraus das nächste Handeln. Ist es jetzt so, dass du sagst, solche Sachen, wenn jetzt deine Kinder kommen, würdest du denen das zugestehen? Oder ist es eher so, dass du sagst, das würdest du am liebsten aus deinem Leben tilgen? Oder ist es eher so, dass du sagst so, weil... Oh, ich also... Das ist schwer zu beantworten, um es mal ehrlich zu sagen, weil es auch natürlich sehr privat wird, aber es ist grundlegend so, dass die, also was ich nicht will, ist, dass meine Kinder meine besten Freunde werden und ich finde es ganz schrecklich, dass das jetzt so ganz viele meiner älteren Freunde haben so ihre Kinder und wissen überall immer, was gerade der aktuelle Song ist und was auch immer. Also eine eigene Persönlichkeit, eine starke eigene Meinung
und eine Selbstständigkeit, das wäre mein Ziel für meine Kinder. Und bei mir hat es ganz gut funktioniert. Also so, ich verstehe mich gut mit meiner Mutter und was auch immer, aber das mache ich freiwillig. Also so ist es nicht. Es ist aber die Alt-68er-Erziehung meiner linksgerichteten Eltern, die quasi komplett anti-autoritär oder die unkonditionierte Liebe, die gibt es nicht. Also so, die ist immer konditioniert, die muss man sich auch teilweise für, also die es gibt, also naja. Aber fertig aus, ich würde natürlich gern vermeiden, dass meine Kinder so viel Schwachsinn machen wie ich, weil ich meinen Eltern garantiert ein bisschen was zugemutet habe damit. Nichtsdestotrotz fand mein Vater das zumindest teilweise auch ganz cool, weil ich halt einfach was Eigenes gemacht habe. Das hat er mir auch mal gesagt und hat auch gesagt, so, ey, das ist natürlich, du verstößt gegen Regeln, Graffiti irgendwie. Aber irgendwie ist es auch cool, weil du was machst, was eine Haltung bewahrt. Und wenn man eine Haltung hat, finde ich, ist es teilweise mehr wert als nichtsdestotrotz, ey, ich habe Privathäuser angesprüht. Das ist einfach komplett asozial. Das sollte man nicht tun. So, sich auf Züge und Autobahnen konzentrieren wäre besser gewesen. So. Okay. Züge. Aber nur von der Deutschen Bahn, keine Privatunternehmen, ne? Weil die sind so kurz vor. Insolvent. Ab sofort, der Ralf fragt nach Frankenstein, wenn wir jetzt gerade so bei peinlichen Sachen in deinem Leben sind. Was ist das eigentlich noch nie gehört? Okay. Nein, also das war ja eine Sendung auf ProSieben, die ich gemacht habe. Du machst viele Sachen einfach sagst, so probieren. Ich mache irgendeinen Scheiß. So. Und ganz viel klappt eben nicht. Also Frankenstein, wie es so englisch heißt. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich bin da hingegangen und habe dann am ersten Tag gesagt, ich werde das Wort nie sagen. Ich werde auch nie Prank benutzen als Wort. Das ist nur extrem dumm, das zu machen dann. Und das Ergebnis ist tatsächlich so, ich mag Lena sehr. Und die anderen beiden mag ich auch. Und es war eine total lustige Zeit. Das ist nur das Endergebnis. Und das ist natürlich was, wonach wir uns messen müssen als ich sag mal Medienschaffende, ob du Bewegtbild, Foto, was auch immer machst, das, was am Ende rauskommt. Und das ist bei Frankenstein so gewesen, dass ich habe die erste Folge mir sehr genau angeguckt und habe dann irgendwie, gab es einen Vorschnitt und was auch immer und darüber hinaus habe ich keine einzige Sekunde von der Sendung und habe mich wirklich in den Boden geschämt. Das ist wirklich ein unfassbar schlechtes, peinliches Produkt geworden, final. Und ich habe da mitgemacht. Da kann ich auch erzählen, was ich will und ob der Cutter oder ob wer auch immer, ich habe da mitgemacht. Wie viel von allen deinen Projekten geklappt und wie viel geht schief? Wenn du jetzt mal alle Sachen zusammen 90, 10. 90 klappen nicht und 10 klappen. 90 klappt nicht? Voll. Ganz, ganz viel klappt nicht. Ich habe auch riesen, also so 10.000 Sachen, die ich zweimal ausprobiere, dann nicht mache. Ich mache irgendeinen Livestream und mache ihn nie wieder. Ich mache Hedonist Post und mache es vielleicht nie wieder. Ich mache Ripcademy und mache es vielleicht nie wieder. Also so wenn ganz, ganz viele Sachen klappen, auch auf lange Frist nicht, muss man sagen. Auch ja, 90%. 90? Voll krass. Also wenn man die Absagen am Anfang auch, wo man sich trifft und über was redet und nie was draus wird, mit reinzieht, klar. Vollgas. Aber das ist, dann sind wir ja schon wieder bei so einem Mentalitätsding, was man auch wirklich jungen und neuen Fotografen raten kann, ist so, gewöhnlich an Niederlagen. Also, oder sehe es ja, vielleicht total. Gar nicht an Niederlagen. So, das total. Ist so einfach, Ding gemacht, abgehakt, next one. So. Total. Ja? Total, mega. Also so Vollgas. Du darfst auf keinen Fall, abgesehen davon sind es ja gar keine Niederlagen. Yeah, muss man auch nochmal sagen, yeah. Dass die, also wenn du Frankenstein jetzt, da sind wir reingekommen, das hat in meiner Karriere, das hat niemanden interessiert. Das ist wirklich der peinlichste Scheiß, den ich je mitgemacht habe. Das ist der peinlichste so. Scheiß. Und das hat nie irgendjemanden interessiert. Mhm. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, fand ich nicht so gut oder was auch immer. Wir sind doch in einem Leben, in dem man eigentlich nur noch konsumiert oder nicht mehr konsumiert. Und gar nicht mehr schlecht, also ja, irgendwelche Internet, was auch immer. Aber so gibt es Leute, die wirklich bewusst sagen, jetzt mag ich den nicht mehr, weil er den 47. Schritt falsch gemacht hat. Wenn, dann soll es so sein, ist mir scheißegal. Ich glaube, 2017 funktionieren nur positive Sachen, die stechen raus. Und die negativen, die sind einfach irrelevant. Das ist wieder Instagram-Algorithmus. Okay, also Instagram-Algorithmus des Lebens, so im ja, Endeffekt. Genau, das ist voll egal, wenn du irgendwas machst, was nicht funktioniert. Und dann ja. Wie kamst du überhaupt zu der Show? Fragt jetzt jemand. Also, Lena hat mich gefragt, Lena Gerke. Die hat das gemacht und hat das... hat dann gedacht, ach, der wäre doch ganz lustig dafür und ist so ein verrückter Typ. Und es hat auch total Bock gebracht. Das war mega geil. Ich habe Fernsehen gemacht. Ich war ganz viel hier in Köln und es war mega lustig, so einen Schwachsinn zu machen. Und so, es war eine geile Zeit. Und ich habe ganz viel gelernt und ganz viele Leute kennengelernt, die auch lustig waren. Ist halt nur einfach ein scheiß Produkt. Ist halt einfach nur ein peinliches Produkt. Okay. Wollen wir nochmal die Bild besprechen? Ich muss sagen, ich finde die Bilder digital viel schärfer, viel brachialer und viel brillanter als im Buch.
Es ist einfach nur so eine Wirkung. Das kannst du mit Optimaldruck dann besprechen, weiß ich nicht. Nee, Druck ist ja anders als leuchtendes Display. Also Ja, aber ist das nicht bei allen Bildern fast ja, so? Ja, ist das bei allen so. Also hier, der und auch das nochmal, also es ist nicht so, dass ich auch nur irgendjemand auch nur eine Sekunde mal einen Proof angeguckt hätte von uns oder so, ne? Also so. Nein? Gar nichts. Ich habe auch, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe, glaube ich, also du bist ja so intensiv in der Erstellung von Büchern dabei, dass ich bisher kein einziges meiner Bücher wirklich in Ruhe Seite für Seite durchgeblättert habe. Nee. Saß noch nie mit One Night in Rio da und habe so nochmal alleine. Das Reflektierende, das spare ich mir auf für, also es bleibt in ja. 50 Jahren. Ja, das wird ja, das ist ja das Schöne, das ist ja ein bisschen da. Aber es kann, die technische Seite kann gut sein, es ist einfach nicht mehr möglich in der Geschwindigkeit, in der wir unterwegs sind. Nee, kannst du da jetzt nicht einen Bildbearbeiter und nicht an die Proofs und was auch immer machen? Ich finde Bilder gedruckt finde ich auch schmeichelt es mehr, wenn sie nicht so brachial sind. Also digital finde ich, das ist ja auch dieser wieder Instagram-Effekt, weißt du, so ein bisschen überschärft, bisschen zu knallig, bisschen zu krass, bisschen alles so ein bisschen over the top, ist digital, glaube ich, einfach cooler zurzeit. Weißt du, was ich hier dann krass finde? Und deswegen habe ich es mitgebracht, um das kurz zu sagen. Dieser Zufall und warum auch immer das so ist. Ja? Und da kannst du ja erzählen, was du willst. Das Foto ist nah an One Night in Rio dran. Ja? Mhm. Es ist so ein bisschen gleiches Look and Feel. Das hat so eine Hitze in der Luft wie Maracanã. Die Scheinwerfer sind ganz ähnlich. Klar, es ist genau die gleiche Kamera-Setup und so weiter. Es ist eine klare emotionale Erfolgssituation. Mhm. Und er ist irgendwie auch was auch immer. Damit habe ich gar nicht so viel zu tun. Also ich habe jetzt nicht Nico gesagt, ey, es wäre cooler, wenn du nicht im Regen von Sao Paulo Weltmeister wird, wo tagsüber alles grau in grau ist, sondern ich hätte gern, dass das so in Abu Dhabi passiert, weil das dann so wandert in Rio mäßig aussieht. Obrigado, Flavio Priatore. Wie leer ist denn das hier eigentlich? Das ist 3 Stunden nach dem Rennen. Die sind alle schon weg. Er hat die ganze Feierei hinter sich und geht hier noch einmal mit seinen Mechanikern für ein Foto dahin. Aber es sieht echt aus. Also. Voll, also mega emotional. Also er ist ja gut, Weltmeister von 1, da kann man auch sich doppelt freuen. Ne? Voll. Also. So, das ist dann danach, das ist das, was ich davor, also was die andere Seite, also quasi das Endprodukt, ich meine, das ist echt der erste Moment, wo die zu zweit sich sehen als Weltmeister. Gibt es nochmal ein anderes Bild, was ein bisschen emotionaler ist, wo er dann wirklich so heult. Das ist, aber ja, ist natürlich mega, dass man anfängt. Hast du die Bilder freigeben lassen? Ja. Also du hast auch ihn gefragt, so darf ich das posten, darf ich das zeigen lassen, darf ich dieses Buch? Also es ist in dem Buch drin, so. Das kennen auch ein paar Leute und das ist auch okay, ist ja ein positives Bild. Das ist, also hier zum Beispiel um eine technische Seite, das ist eine Thematik, links sind Motorenteile, deswegen sind die ein bisschen unscharf gezeichnet. Die waren ein bisschen zu scharf am Anfang, da ist ein bisschen Gaussweichzeichner drüber. Damit. Ach, das sagt dann sozusagen, klar, der Mercedes sagt dann, hey, mach diese Dinge da unscharf. Ich bin in hochsensiblen Räumen da unterwegs, wo absolute Betriebsgeheimnisse ich teilweise fotografiere und deswegen... Ich lösche auch relativ viele Bilder, wo ich einfach Angst habe, dass ich dann der Typ bin, wo das rauskommt, weil meine Festplatte im Hotel liegen bleibt oder irgend so ein Scheiß. Deswegen, also normal lösche ich sowas, das habe ich natürlich nicht. Weißt du, das sind so Sachen, die nimmt man gar nicht wahr irgendwie bei so einem Buch. Nee, dass man als Fotograf dann aus Angst davor, irgendwie richtig Scheiße zu bauen, tolle Bilder löscht, weil man auch weiß, wie viele Jobs und wie viel Arbeit da dran hängt. Also, hast du das schon jemals erzählt, dass du Bilder gelöscht hast, weil du Angst hast, dass sie rauskommen? Nee, das ist auch, also... Na doch, also das ist so zum ersten Mal, dass ich das sage, aber ich habe schon ein paar Mal, ich habe auch ein paar, ich stand neben Sido, als der von Azad aufs Maul gekriegt hat, das erste Mal, also vor 10 Jahren oder 12 Jahren. Und da war ich der Typ, der die Treppe runtergeht, während Sido die Treppe hochgeht, nee, andersrum, ich gehe hoch, er geht runter, ich fotografiere ihn mit dem Weitwinkel und unten steht Azad und haut ihm die Maske mit der Faust vom Gesicht, bricht ihm, glaube ich, die Nase oder sowas, ja. Und so, und ich stehe nebendran, baller natürlich drauf, intuitiv, und habe mich danach 3 Stunden versteckt, weil beide Manager völlige, also das ist echt ein anderes Level, mich gesucht haben, weil ich der Einzige war, der die Fotos hatte davon. So, ich habe natürlich keinem von beiden irgendwelche Fotos, die sind bis heute auch nie rausgekommen, und ich habe sie gelöscht einfach. Natürlich habe ich sie gelöscht, weil ich eine unfassbare Angst hatte, weil egal welche Seite, was auch immer, das war eine Story alle, und ich war der Einzige, der dieses scheiß Foto hatte. Ja, per Zufall stand ich da. Und dementsprechend, das ist was. Und also ich will doch nicht für was Negatives. Also tatsächlich, das sind die einzigen Abmahnungen, die ich rausschicke, wenn Fotos von mir aus Coachella genommen werden und damit Lena Meyer-Landrut ist magersüchtig getitelt wird. Ja, dann kriegen die sehr schnell Post von meinem Anwalt. Das ist das Einzige, was ich noch abmahne. Also wenn negativ. Wenn meine Bilder benutzt werden, um eine negative Story über einen Menschen, der mir nahesteht, benutzt wird. Wenn da jetzt rauskommt, für Mercedes-Benz, dem Team bin ich hoch dankbar,
dass, also allein schon, dass sie Weltmeister geworden sind, dass ich jetzt so ein zweites Pokalsymbol auf mein Instagram-Profil machen kann. Nein, aber trotzdem, ja, natürlich mega und geil und so drauf. Ja, wir kriegen gerade die Nachricht, dass es im Chat so dermaßen abgeht, dass langsam die eine Person, die das managt, einfach sagt, ey, mein Kopf platzt langsam. Also du sprengst unsere Kapazitäten, Paul. Das ist doch gut, polarisieren. Geh mal weiter, wir müssen jetzt langsam mal zum Mini-Ripke kommen. Also, ja, das können wir aber schnell abhaken dann danach. Nur einmal kurz die Bilder. Rio, Nico, einfach nur, was lustig ist. Das ist die Party danach. Das ist der Morgen des Rücktritts. Da schreibt er per SMS allen anderen Leuten. Und das hat er es dir vorher irgendwie gesagt oder so? Ein bisschen vorher, aber nicht. Also zwei Tage davor oder sowas. Und ey, auch sowas, wo ich zutiefst dankbar bin, bei sowas dabei zu sein. Also so das zwei Tage davor gesagt zu kriegen und sowas. Es war jetzt nicht so, dass wir nicht schon quasi fertig verhandelt hatten, wie wir das Jahr 2017 begehen, sozusagen. Aber auch da habe ich, glaube ich, circa 4 Minuten mir gedacht, was für ein Scheiß. Oh Gott, ich habe Angst. Und das ist doch das, was wir, und was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Das und dann habe ich zum Glück relativ schnell mir nachgedacht, so ey, warte mal kurz, das ist seine Entscheidung. Er soll für sich entscheiden, ob er weiterfährt. Und niemand anders. Also so, was maß ich mir an, für mich zu sagen, oh Gott, was mache ich nächstes Jahr? Für einen Typen, der gerade Weltmeister geworden ist. Und genau das ist ja auch so. Es ist auch das Gleiche, was ich aus Amerika und da rumziehen und neue Entscheidungen. Und das sollte man selbst für sich positiv machen. Und für mich gibt es im Moment nichts Besseres, als der zurückgetreten ist, weil das Buch noch mal historischer wird und weil die ganze Aktion historischer wird und weil ich nächstes Jahr mit irgendwem auch irgendwie Fotos machen kann. Dieses Buch, handsigniert, willst du nachher noch was reinschreiben? Gerne. Von Paul gibt es zu gewinnen. Zwei. Instagram, zwei Stück gleich. Ja, eins ist für euch, zwei gibt es noch zu, also wir haben drei dabei. Mathe, Leistungskurs. Ich habe 14 Punkte im Mathe-Abi gemacht, auch sowas. Und das war mein einziges Ziel war, 14 Punkte im Mathe-Abi zu bekommen, weil mein Bruder 13 Punkte im Mathe-Abi geschrieben hat. Achtung, das zählt zu Baden-Württemberg in einer Zeit, wo Abi noch was wert war. Absolut. Also wollte ich jetzt auch nur sagen, weil ich habe auch Abi in Baden-Württemberg gemacht. Und ich habe 2,8 Abi. Und das musste er erstmal hinkriegen, so ein schlechtes Abi mit 14 Punkten im Mathe-Abi zu haben. Ich will nicht deine anderen. Ich will nicht. Und dann kam meine kleine Schwester, 2 Jahre jünger, und hat 15 Punkte 2 Jahre später. Hey, die hat dich als Vorlage gehabt. 2 Jahre hatte ich den Pokal und dachte, das bleibt für immer. Und dann. Aber was soll ich sagen, du hast deinen Bruder, der übrigens jetzt Harvard-Forscher ist, oder? Ja, absolut. Ja. Das ist 100-mal schlauer. Meine Schwester ist auch 100-mal schlauer. Beides Mediziner und Ärzte. Und du hast halt die emotionale Intelligenz bekommen plus die kreative Intelligenz. Naja. Und die beiden sind halt die Intelligenz. dieses Buch gibt es zu gewinnen und zwar Kommentar auf Facebook, Instagram-Account unter dem vorletzten Bild von Paule. Also da werden wir nachher raussuchen. Ne? So ist es. Gut, genau. Lege ich mal ganz kurz hier hoch zur Seite. Übrigens, was haben wir denn noch? Müssen wir jetzt machen. Mini-Paule. Ah. Du hast gesagt, du hast so viele Themen jetzt anstehen, dass du dich gerne teilen würdest und vierteln würdest und achteln würdest und sechzehneln würdest, um gleichzeitig Jobs zu machen auf dieser Welt. Ja, und deswegen ganz so nicht. Also es ist grundsätzlich so, dass ich auch zu ein paar Sachen Nein sagen will. So ist es. Also so, was ich vorhin gesagt habe, ich persönlich würde auch gerne nicht für ein einziges Materia-Konzert in Frankfurt aus L.A. anreisen und gleichzeitig gibt es ein paar Doppelbuchungen. Und gibt es verschiedene Probleme und deswegen ist der Wunsch, der in mir ist, dass man jemanden findet, der verlässlich Videos schneiden kann und der verlässlich ein bisschen filmen kann, der dann auch noch ein Foto machen kann und den man allein irgendwo hinschicken kann und dann ist er auch sozial als Mensch so, dass nicht diejenigen mich danach anrufen und sagen, bist du eigentlich nicht ganz dicht, mir so einen Vollidioten vorbeizuschicken. Den gibt es schon lang bei mir, den habe ich bisher in meinem Team mit 15 Leuten, glaube ich, wirklich fast nur mit David gefunden. Ich habe auch andere, die gut waren. Die sind nur alle jetzt zu weit auch. Die haben jetzt schon eigene Projekte und dies und das. Aber deswegen suchen wir da jetzt gerade. Habe eine Ausschreibung gemacht, habe sehr viele, sehr gute Bewerbungen gekriegt, habe auch sehr viel Schwachsinn. Also auch da 50%, 60% der Mails kann man sofort auf Delete drücken. Also ich habe gesagt, ihr müsst ein Video schneiden. Ihr müsst 30 Sekunden über euch reden und ihr müsst 90 Sekunden danach eure Arbeiten zusammenschneiden und dann müsst ihr mir das schicken. Wenn's daran scheitert, also eine klare Ansage, oder? Genau, also das ist mehr oder weniger eine oder sagt drei Anforderungen an die Bewerbung oder wie auch immer. Daran scheitern aber tatsächlich 60% der Leute. Also ich die gar gestern, kein Video mitschicken. Ja, ich habe gestern eine Mail gekriegt von einem mit einem Anhang von 38 Megabyte.
ich kann nichts, also ich kann niemanden irgendwo hinschicken, der Mails mit 38 Megabyte und einer AVI-Datei, die ich auf dem Handy nicht öffnen kann. So, das ist die Realität. Ich habe ungefähr 100 Nachrichten auf Facebook gekriegt, die alle so, ey Digga, geil, so habe ich Bock auf Schneiden, bin noch nicht so gut in Foto, aber bringst du mir bei, bin dein Mann, ruf mich an. Es wird nie zu irgendwas finden, aber eben auch so sau viele Mails, die wirklich einfach das nicht machen. Aber nichtsdestotrotz auch zwei, drei sehr, sehr gute. Und wir haben schon drei, vier Favoriten, sagen wir es mal so. Aber man kann sich noch bewerben. Man kann sich bewerben bis 14.02. Und jetzt, ich glaube auch, dass jetzt die richtigen guten Bewerbungen, jetzt wird die Qualität gerade höher, weil wie will das man denn in drei Tagen ein bisschen was Kreatives, ein bisschen was Cooles machen? Aber eben, und das ist auch was, in unserer Branche denkt ja jeder, je rotziger man sich bewirbt, desto cooler ist es. Das stimmt einfach nicht. Kennst du noch das Bewerbungsvideo von Philipp? Ja, aber das ist cool. Boah, ich gucke mir das heute noch an. Das war kreativ und lustig. Ich gucke mir das heute noch an. Es ist widerlich. Aber sau witzig. Ja, es ist sau witzig. Es ist richtig, richtig witzig. Philipp ist eher einer von gut. Absolut. Das gibt es auch auf Vimeo. Ja, ja. Auf Beautiful. Genau, man kann lustige Sachen machen, man muss aber nicht immer. Also bei sowas zum Beispiel finde ich es gar nicht so lustig, wenn man jetzt das Lustigste das Lustige macht. Ja, aber der macht. Hat das für einen Tag genau, das war was damals anderes. Bei dir gemacht. Ja, ja. Ne? Das war was ganz anderes. Aber jetzt ist es ja ein richtiger Job auch. Ja, das sind ja. 20.000 Euro. Das sind 10 Monate erste Option quasi von mir. Das werden nicht 10 Monate Arbeit sein. Aber ich hole die auch nach L.A. davor und bezahle Flug und Essen und alles und gebe denen so eine Ripcademy intensiv allein wirklich, wo wir denen zeigen, was wir bisher wollten und was so passiert. Ich glaube, wenn man in diese Richtung gehen will, ein bisschen was mit Video, Foto machen will, könnte das ein ganz guter Ausbildungsweg, ein ganz gutes Jahr sein, wovon man vielleicht irgendwann mal profitieren kann. Noch dazu sind die Grundkosten ja für ein WG-Zimmer in Bietigheim bisschen bezahlt, so ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, bisher haben wir ein paar okay Bewerbungen gekriegt und sind auch, also, weil ich meine, das Video ist sehr, sehr viral, das hat funktioniert, das hat irgendwie 1,3 Millionen Leute erreicht und hat 3.000 Kommentare und keine Ahnung, 250.000 Hits oder so, das ist alles gut. Aber ich habe, die Qualität keine Ahnung, 62 Bewerbungen gekriegt oder sowas und von den 62 kann man wirklich die Hälfte sofort löschen. Und also im Moment sind es 10, die mir halbwegs akzeptabel sind und da hätte ich gerne noch ein paar mehr. Erlebst du das öfters in der heutigen Zeit in der Kreativbranche? So dieses ich habe ja davor 15 Leute gehabt und da war das jedes Mal genauso, dass man, also ich habe mir angewöhnt, einfach alles zu löschen, was nicht meinen Anforderungen, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn mein Name falsch ist, wenn jemand einfach erstmal nach Bedingungen fragt. Also erstmal, bevor ich die Bewerbung fertig mache, wollte ich mal checken, ob so das auch geht, dass ich nachmittags um 16 Uhr dann nach Hause gehe am Dienstag. Ja. Wenn du nicht mal bereit bist, eine Bewerbung fertig zu machen und davor eine Antwort darauf brauchst, dann wirst du nie irgendwas erreichen in der Fotografie und in dem Bereich, in dem wir sind. Ist meine Meinung. Aber passt das vielleicht auch so ein bisschen in deine Öffentlichkeitsarbeit, sagen wir es mal so. Also, wie denkst du denn, ja, präsentierst du dich nach außen? Das würde dich jetzt mal interessieren. Oh, glaub mir mal, dass so ein Finally-Projekt nicht mit einer gewissen Seriosität auch funktionieren würde. So. Nee, ich nee, weiß, nee, dass ich Schwachsinn mache, ich weiß, Sachen, dass ich bescheuerte. So, ja, aber das ist aber ja so. So Facebook und dein Snapchat und Instagram. Ich mache Schwachsinn, aber ich mache auch ernste Sachen. Ich mache auch immer. Es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Das meine ich ja, diese Trennung. Vielleicht kriegen das die Leute einfach nicht. Ey, die beste Bewerbung, kann ich dir, also was heißt die beste? Aber es ist eine ganz kreative Bewerbung. Der hat irgendwie was freigestellt und fliegt durch die Gegend und ist ein 19-Jähriger. Das ist das, was mich gerade gekickt hat. Das geht gar nicht darum, dass man nicht kreativ und was Lustiges und was anderes machen kann. Nur die Grundvoraussetzungen, die müssen immer erfüllt sein. Also dass jemand, wenn jetzt jemand bei der Vorstellung das nicht hinbekommt und ey, ohne Scheiß, das sind Videos, das wird mir jetzt gerade auch, also wir wollen ja gar nicht so negativ jetzt, aber wenn man sich so viel Mühe gibt, dass man noch nicht mal den Schreibtisch, vor dem man sitzt, aufräumt und da stehen so Sprite-Flaschen und Pizzakartons, dann ist man eben kein ästhetischer Mensch für ein Bild. Fertig aus. Und den will ich nicht in meinem Umfeld haben. Fertig aus. So, und das ist was, wo die Leute, und ich glaube, und das ist wirklich ein Problem, und das ist vielleicht Tipp Nummer 8, ganz kurz. Neun sind zehn, wir. Zehn, glaube ich. Such dir sinnvolle Berater. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute die falschen Leute um Meinungen fragen. So, das ist was, das ist unter anderem was, wo ich ein bisschen dankbar bin. Dass Deutschland also sucht den Superstar-Effekt. Ja. Also Mama sagt, ich kann singen. Die Selbstreflexion, genau. Und das ist so, das ist was ich, nochmal, ich will es natürlich nicht, also ich, es ist keinesfalls so, dass ich mich darüber freue. Ich akzeptiere aber den Fakt, dass mein Vater früh gestorben ist. Und daraus habe ich gemacht, dass ich habe ganz, ganz enge, mein Partneronkel ist ein 65-jähriger Unternehmensberater, einer meiner besten Freunde, Bernd van Geldern, ist ein 52-jähriger, ist der Vorstand von St. Pauli für Merchandising. Also Leute, die wirklich auch schon Sachen geschafft haben beruflich und die
zwischenmenschlich Verheiratete und also so, zu denen ich ganz krass aufschaue. Nicht, dass ich zu meinem Vater nicht aufgeschaut habe, der ist aber nicht mehr da als Beratung. Und mit denen habe ich bis heute jede betriebswirtschaftliche Entscheidung, wo ich ein Problem habe, frage ich die. Und die entscheiden, die sagen mir meist was anderes, als ich will. Und die sagen mir auch immer was anderes als meine Frau, meine Freunde und meine Mutter oder sowas. Ja? Und das zumindest einfließen zu lassen und nicht hundertprozentig genau das zu machen, aber in der Entscheidung sinnvoll Leute nach Meinungen zu fragen, die eben nicht dir zu nahe stehen und nur aus deiner Perspektive das sehen. Und das wäre was, wenn bei den Bewerbungen die Leute mal jemanden in ihrem Umfeld gefragt hätten, die nicht ihre Freunde sind und sagen, da begeilern mit der Spreitflasche, sondern einfach sich reflektiert mal überlegen, du dann würden sie es nicht gut machen. Und dann, ja, ist ein bisschen assig das, aber es ist tatsächlich so, man muss auch mal sinnvoll Leute fragen und ich hatte das Glück, dass ich da 3-4 sehr prägende Menschen in meinem Leben gehabt habe, die mir einfach unfassbar geholfen haben. Du hast gerade gesagt, die meisten Empfehlungen, die dir gegeben werden, von diesen dir wichtigen Leuten, tun dir weh. Also die sind so, wo du sagst so, oh komm, aber die einfache Entscheidung, die easy Entscheidung, die egozentrische Entscheidung, wir hatten jetzt schon wieder heute, ist nie die richtige. Ja, wir hatten schon wieder, Marc und ich hatten wieder schon so eine leichte Ehekrise, wo ich ihn schon beinahe wieder umbringen wollte, weil er wieder genau da in die Bresche gehauen hat, wo er eigentlich schon wieder halb recht hat. Aber das sind meistens die Tipps, die am wertvollsten sind. Vollgas. Und du findest also, man sollte manchmal sich auch ein bisschen, wenn man schon nicht selber diese Eigenreflexion hat, auch mal negatives Feedback holen. Also nicht negatives Feedback. Neutral. Eine neutrale Person, die mehr sieht als dich persönlich in dem ganz kurzfristigen Konflikt. Und das ist, also ich glaube, am meisten habe ich da von meiner Mutter gelernt, die ist Mediatorin, die war früher Scheidungsanwältin und hat quasi dafür gesorgt, dass Leute sich der Konflikt befeuert wird und inzwischen hat sie damit aufgehört mit der Arbeit als Scheidungsanwältin und ist Mediatorin, wo Konflikte gelöst werden mit einer Trennung teilweise, aber mit einer ja, also so, es ist ja ein positiver. Also die sagen jetzt, wenn wir jetzt ein Problem haben, gehen wir auseinander, sagen wir gehen immer noch auseinander, aber wir gehen auf diese Art und Weise auseinander. Also eine eigen erarbeitete Lösung. Und die ist nie die rechtliche Lösung. Die wird nie die sein. Also nie im Leben wird die optimale Lösung für einen Konflikt die rechtlich richtige sein. So, ich glaube auch nicht an, also ich glaube natürlich schon an Gesetze, aber so ich glaube nicht an Verträge. Ich unterschreibe, wenn ich irgendwas unterschreiben muss, unterschreibe ich es mir, aber scheißegal, was ich unterschrieben habe. Ich sage dann auch immer die moralische Instanz, wenn ich einen Konflikt habe, weil irgendjemand irgendwelche Fotos vielleicht benutzt, dann rufe ich die an und sage, das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben das ausgemacht und dann sagen die, ja, aber im Vertrag steht, ist mir scheißegal, was im Vertrag steht. Es gibt immer eine moralische Ebene und die ist immer ganz woanders als die rechtliche Sache. Manchmal nah dran, ganz oft ganz anders und danach, also handle ich zumindest sehr intensiv. Wie alt bist du eigentlich? 35. 35? 81 geboren. Ich hoffe, 35. Dann bist du 35. Ja. Ich hätte jetzt 36 übernächste Woche. Ja. Nee, interessant. Genau, aber wir suchen jemanden und wir freuen uns auf geile. Null, gar nicht. Es gibt auch einen, der also volljährig. Ja, man sollte Auto fahren können. Man sollte, es gibt natürlich ein paar. Also wenn man keinen Reisepass hat und wenn man nicht weiß, was eine Kreditkarte ist, das ist dann macht das auch keinen Sinn. Man muss, das ist halt einfach ein sehr schnelles, relativ hohes Niveau an Relevanz dann auch zwischendrin und das muss man dann eben auch bedienen, indem man selbst sehr schnell ist. Und also das hat am Ende einfach keinen Platz, wenn jemand nicht mal eine Autobahnmaut bezahlen kann, sondern dann da stehen bleibt, ja, schaffe ich halt nicht, dann funktioniert das nicht. Also man braucht einfach gewisse Kontrolle. Wie testest du was? Also ist es jetzt rein so, dass sie sich bewerben und du dann sagst so, einladen, aber... Ich habe eine gute Intuition. Ich meine, ich habe 110 Leute in den letzten 10 Jahren im Studio gehabt bei mir, in Summe. Also es ist eine hohe Fluktuation, alle Assistenten wollen Fotografen werden. Ja, aber es ist wieder dieser Kreativbereich, ne? Alle Praktikanten, Assistenten, alle Filmer, was auch immer. Deswegen, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl inzwischen, also geübt, habe viel gemacht. Und ich bin so die Leute, in die man sich verliebt und die man gerne hätte. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, also die ganz kurze Bauchintuition, die nicht stimmt, dann sind die leider auch raus. Also zum Beispiel ist es so, dass ich gestern einen meiner absoluten Top-Bewerbungen, habe ich gestern um 15 Uhr geschrieben, ey, wollen wir uns heute treffen in Köln und dann kannst du mitkommen und dann können wir uns mal spüren und fühlen und irgendwas machen. Der hat bis jetzt nicht geantwortet. Wenn er jetzt nicht wirklich was Relevantes passiert, dann egal wie gut er ist, egal was auch immer, dann ist meine Bauchentscheidung schon auf keinen Fall fertig. So. Also weißt du, wenn er wirklich eine sinnvolle Erklärung, was auch immer, aber wenn irgendwas am Anfang nicht stimmt, wenn du irgendwen nicht richtig riechen kannst, wenn du irgendwo so ein bisschen, eigentlich ist er perfekt, aber es gibt das und klein, dann funktioniert es nicht. Weil, so dumm wie es ist, das ist die Sachen, mit denen wir beschäftigt sind, sind halt echt relevante Bands, sind große Konzerte. Und die rufen auch am nächsten Tag an und sagen, morgen haben wir übrigens, kennst du mal? Und so blöd es ist, wenn jemand die Mail geschickt hat. Ich habe eine Bewerbung bekommen
da ist als Absender, könnt ihr es mal nicht aufs Bild legen, bitte? Ja, das kriegen wir. Man sieht sowieso nichts bei deinem Desktop. Ja, das ist doch schon mal schön. Kann ich mal nach Namen. Finger vom Bart. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, ich bin gerade so nervös, wenn ich diesen wunderbar hübschen Mann neben mir habe. Das ist klar. So, jetzt habe ich eine... Gibt es irgendwelche, David, irgendwelche Sachen bei euch? Ja, warte kurz, ich will die Bewerbung jetzt zeigen. Okay. Guck dir den Absender an. So, der Absender, diese E-Mail... Den darf man gar nicht sagen. ...ist Hurensohn, das kann man schon sagen. Das ist okay. So. Und dann ist aber die Adresse ein anderer Name, ja? Und jetzt kann ich mir jetzt überlegen... Das ist eine richtige URL da hinten dran. Vielleicht hat, das ist eine normale Adresse, vielleicht hat ihn irgendjemand das verarscht. Das ist eine www-Adresse. Seiner Kumpels hat gesagt, ich verändere den Namen. Oder er hat selbst, vielleicht findet er es auch lustig, ich finde es, also gar nicht, ich gucke mir die Bewerbung nicht an, deswegen. Also das ist mir, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann einem sowas passieren? Das ist für mich ein Rätsel. Und wenn du so Freunde hast, die sowas machen, ja, dann musst du dich trennen von den Freunden. Das ist hart. So, nochmal so. Aber ja, ich bin wieder dabei, dass das... Wir werden jemanden finden, positiv, bewerbt euch. Jetzt, DSDS, die Staffel 14. Paul sucht den. Nein, ich werde, wenn ihr wirklich ein bisschen cool seid und ein bisschen schneiden könnt, dann freue ich mich über die Bewerbung. Ihr wird wirklich gebeten, dass du mal kurz dein Handy nimmst, Instagram anmachst und mal sagst einfach so zwei, drei Sachen, denen man folgen könnte, wo du dich ein bisschen inspirieren lässt. Ja, aber dann klingelt es jetzt so doll. Wahrscheinlich, wenn ich es aus hatte. Nee, ist okay. Halt es ein bisschen weg von deinem Körper. Das haben wir heute auch gelernt. Muss ja sowieso bald. Ja. So, übrigens, hier wurde ganz oft gefragt nach Bearbeitung von Fotos. Also das lassen wir heute nicht. Wir haben heute ja nur eigentlich Interview mit dir und keine richtig große Live-Sendung und wir müssen jetzt hier nicht irgendwie Lightroom und irgendwie so Blödsinn machen. Ich habe Lightroom noch nie aufgehabt. Ja, dann kann man auch notfalls zu einer Ripcademy von dir kommen, ne? Dazu kommen wir ja gleich. So. So, kurz. Solange du es öffnest, machst du eigentlich noch Akquise? Instagram. Oh, ja, jeden Tag. Die ganze mit Zeit. E-Mail, Facebook, Instagram, Telefon, vorbeigehen? Ach, kann man nicht so richtig beantworten. Du bist nicht multitasking-fähig. Nee, überhaupt nicht. Wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die andere nicht. Okay. Also bisher kommt ich kenne so eine mega coole Fotografin, Lina Tesch. Kennst du die? Die ist super. Die gucke ich mir gerne an. So, ich gucke mir, ich versuche Leuten, La Petite Mort zum Beispiel, finde ich einen guten Account. Wie? La Petite Mort, sind viele nackte Sachen, aber hat eine klare Haltung. Ach, der kleine Tod, Orgasmus. Also. Und ist ein super, also hat eine geile Bildsprache und macht geile Fotos und macht das super, super. Der beeindruckendste Fotomoment der letzten wahrscheinlich 5 Jahre in meinem Leben ist Kevin McElnery. McElnery. Genau. Also hoffe ich, also Kevin, McElvaney. Der ist, Elvaney. Ah, okay, Elvaney. Der ist über Weihnachten auf dem Flüchtlingsboot, also auf eine Rettungsmission mitgefahren und hat das unfassbar, also bin ich zutiefst beeindruckt, dass der das alles dokumentiert hat und wie er es dokumentiert hat und in was für einer, also wie so ein Medium wie Facebook, was ja eigentlich für Nackte und Schwachsinn ist, wie gut sowas dann auch für sowas funktioniert, hat mich zutiefst beeindruckt. Ich habe mit Sicherheit, warte kurz, wen habe ich denn noch so im Moment? Ich finde so ein paar Amis ganz gut gerade. Das zum Beispiel finde ich ein geiles Bild. Simon Fessler, weiß ich nicht, woher ich den kenne, ist einfach nur irgendein Foto. Und ist nur irgendwas, was da... Rein, was da muss ich kurz, Also ich gucke mir viele Bilder an, die einfach nur auf Instagram... Das ist ein iPhone-Foto, was ich einfach geil finde. Ganz, ganz viele Leute machen viel, viel geilere Fotos mit iPhone-Fotos als viele andere Leute. Ne? So. Ist geschafft? Okay, technische Seite gelöst. Finde ich voll geil. Kann mal weitergehen, wenn es da noch so gibt. Es gibt so ein paar, wie heißen denn die Amis, die ich so ganz gut finde. Aber also, ja, ich nutze die Mood-Funktion auch immer mal wieder. Also diese Vorschläge. Genau. Nee, ja, auch das mache ich sehr oft. Und also ja, es gibt einfach, hey, jeden Tag gibt es da draußen mega geile Bilder, die ich gut finde. Und es gibt natürlich auch viel Schrott, aber ich sehe jeden Tag bestimmt 20 Bilder, die ich voll gut finde. Und von also so ein, hast du eigentlich so einen Ordner, wo du sagst, so boah, cool, Inspiration? Nee, gar nicht. Also auf Instagram mache ich manche Sachen, aber nicht so richtig. Sollte man aber machen. Ja? Ja, gut, ja, voll, klar.
sowas wie also Rapcademy können wir auch kurz, so war so Foto-Workshops, die ich gemacht habe in Amerika. So ein ganzes Camp, eine Woche, zwei Wochen? Genau, eine Woche. Haben wir viermal gemacht bisher, haben wir in Summe jetzt quasi knapp 34 Ehemalige jetzt quasi, für die Hälfte davon war es, glaube ich, nicht besonders interessant. Oder haben sie ein bisschen was mitgenommen, die kriegen auch Aufgaben danach, daran messen wir ja immer. Also die müssen dann einfach Sachen machen, die kriegen dann alle zwei Wochen mal eine Mail und die müssen uns was schicken und auch Inspirationen sind da eine große Sache und die Hälfte der Leute macht die einfach nicht, muss man auch genauso wir sagen. Wir haben ja keine Zeit, aber würden ja. Auch, ja, komm. Wenn man für sowas keine Zeit hat, dann wird man nie Fotograf. Also so ist es eben. Die aber Wahrheit sind es nur Leute, die Fotograf werden wollen oder sind es auch Leute, die einfach sagen, sie wollen sich das mit ihr gönnen? Ja, die meisten waren Leute, die Fotograf werden wollen und die mehr arbeiten wollen in dem Bereich und wer, also ich weiß gar nicht, warum sie es machen, aber grundsätzlich muss ich sagen, wer keine Zeit, also keine Zeit ist echt ein Scheißargument in ganz vielen Dingen so. Also so ich mache echt viel, muss ich sagen, finde ich. Und ich könnte immer noch das Fünffache davon machen, wenn ich nicht so faul wäre zwischendrin. Und deswegen kann ich echt nicht akzeptieren, dass irgendjemand sagt, ja, also jetzt will ich echt mal heute Abend eine Pizza essen und mein Handy ausmachen. Dann machen wir es anders als Fotografie. Fotografie. Ja, aber es ist nur meine Meinung. Und das war total interessant und zwar war auch krass, weil es sehr, sehr intensiv für mich war, wie es nicht gewohnt war, den ganzen Tag zu reden und versuchen, das irgendwie fassbar zu machen. Was ist denn eigentlich das große Problem von den meisten? Was denkst du, wenn die jetzt alle zu dir kommen, wo holst du die Leute meistens ab? Also du hast ja jetzt nach vier Mal hast du ja so was festgestellt, wo du sagst so, ich kenne es ja, je öfter du was machst, umso mehr weißt du so ein bisschen, okay, das ist der erste Punkt, die erste Hürde, die man überwinden muss am ersten Tag und so weiter und so fort. Zu akzeptieren, dass Technisches nicht relevant ist. Also die technische Seite ist einfach irrelevant für den Beruf des Fotografen. Die Voraussetzung vielleicht ein bisschen, man darf es nicht komplett schleifen lassen, aber wer darüber sich definiert, wird nie arbeiten. Also fertig aus. Wenn du nur über Technisches reden willst, wenn du nur Technisches, das ist einfach verfügbares Wissen, was du durch Mühe im Internet und mit ein bisschen sozialen Kontakten sofort bekommst. Ja? Also so, das ist nicht, wenn man sich denkt, dass man irgendwo eine Woche hingeht und dann erklärt einem jemand, wie man eine Kamera anders bedient und dadurch wird ein größerer Erfolg, der hat Unrecht. Das funktioniert so nicht. Also wie verändert man eine emotionale Ebene, wie verändert man ein Auftreten, wie verändert man sein eigenes Ich, weil auch da, ehrlicherweise gar nicht auf die Rapcademy-Leute, aber auch vielleicht alle Leute, die so in meinem Dings, 60% der Leute haben halt nicht die Persönlichkeit, um diesen Beruf auszuüben, zumindest mit Menschen und mit was auch immer, haben aber eben niemanden in ihrem Leben, der das denen je gesagt hat. Und da kommt dann die DSDS-Mutter, die immer sagt, ja, das ist doch total toll, deine Fotos sind total toll, aber niemand sagt ihnen, du siehst aber aus wie ein Vollidiot und riechst schlimm und niemand mag dich. So, bist du nicht, sondern wenn es dir aber nie irgendjemand auch mal vielleicht so durch die Blume hin sagt, dann wirst du immer denken, hey, meine Fotos sind doch so gut und ich krieg keine Jobs. Aber du wirst es, nie wird das passieren. Und das ist halt so, wenn du das nicht fühlst. Und das, also zum Beispiel habe ich irgendwann für mich, ich hab so 3-4 Jahre in meinem Leben, wo ich dachte, ich werde Modefotograf. Ja? So, weil ich das interessant fand. Ich weiß sogar, wann das war. Das war so diese Conlays-Zeit. Ne? Genau, so. Und dann habe ich überall gesagt, ich bin jetzt Modefotograf und dachte das so. Und irgendwann habe ich an mir runtergeguckt und habe gemerkt, ich bin der allerletzte Vollschlumpf. Ja? Der für mich ist diese Jeans, die ich an, weil sie mir passt und weil ich sie seit 2 Jahren habe. Mir ist Mode so, ich verstehe das überhaupt nicht. Was maß ich mir an, dann das bewerten zu können und fotografieren zu können? Ich lebe das nicht und deswegen ist es total hirnrissig. Und seitdem höre ich auf mit Mode. So, fertig, aus. So. Nie wieder irgendwie, ich habe mal ein paar Sachen so. Katalog gemacht, aber es ist so, ich bin doch kein Modefotograf. Jetzt machst du Sport. Nicht, jetzt bin ich Fitnessfotograf. absoluter Fitness- und Haartutorials mache ich jetzt auch noch ganz viel. Weil ich so eine schöne Haare, wie trottelig meine Haare im Moment sind. Ist lustig, ne? Aber die sind so ganz blond. Hast du noch Haare? Hör auf, mir diesen Haaren anzugeben. Mach mir da die Mütze drüber. Ja. Sonst werde ich neidisch. Und ich habe sie blond frisieren, so Strähnen mir reinmachen lassen in Amerika. Nein, die werden tatsächlich von der Sonne und vom Wasser, weil wir so viel versuchen zu surfen und es nie schaffen, aber die Haare werden blond. Das ist schon mal weil ihr so viel im Wasser drin seid und wenig auf dem Brett drauf. Weil alles so klar, viel ich Wasser hab's verstanden. Ja, okay. Das ist dann immer so drumherum. Aber ja, also der was da weitergeht, weil ein paar Leute immer mal wieder fragen. Wie hast du die Rapcademy aufgebaut? Du hattest ja so ein Specialty, was du extra für uns heute noch gefilmt hast. Stimmt, ja. Genau, der Lars. Der Lars ist da. Lars, willst du mal kommen? Also Lars ist nicht die Rapcademy. Also jetzt hast du ein bisschen was übersprungen im Kopf, sondern das war der Knopf im Ohr, ne? Ah, ja, genau.
bleib da du ruhig mal sitzen. Ach, setzt er sich in die Mitte? Ja, ja, ja. Lars, ich dachte, hallo. Ich gehe dahin. Nee. Lars, komm du in die Mitte, zwischen uns beide. Oh. So. Aber aufstehen tut auch mal ganz gut. Du stehst 15 Jahre gesessen. Ich wollte dir nur sagen, einmal strecken tut gut. So, schön, dass du da bist, Lars. Danke. Worauf ich jetzt hinaus wollte, war der Ripke-Knopf im Ohr. So genau. Hast du das mir angekündigt. Ich fand Wir das echt ein geiles Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weiß ich nicht so richtig. Wie fandst du es denn heute, Lars? Ich fand es ganz lustig, so einen Mini-Paul im Ohr zu haben. Ja, ist aber auch war der Mini-Paul. Voll anstrengend. Also wir können hier mal die technische Seite des Ganzen zeigen. Ja, dann müssen wir hier mal, mach ruhig erstmal die Kamera eingestellt. Also es nennt sich Moderatorenohr und ist quasi ein Produkt, was sehr, sehr klein ist, was du ja die ganze Zeit, was viele gar nicht wissen. Er tut ja immer so, als ob er sich auskennt und dass es seine Meinung ist. Und er so nicht verraten, Typ ist. Nicht verraten. Calvin Hollywood ist auf seinem Ohr schon immer und deswegen ist er so schlau. Das ist alles nur Lüge. Das ist alles Betrug beim Fernsehen. Jetzt hast du es verraten. Verdammt. So, also, dieses kleine Produkt. Halt es möglichst lang hin, weil dann kann die Kamera das auch filmen. Unsere Kamera ist langsam. Halt du das doch, dann zeige ich euch das kurz. Genau. Also das ist quasi... Wer hatte das schon alles im Ohr? Auch viele Menschen. Ich. Viele Menschen. Und dann, aber tatsächlich ist es ja super interessant, dass, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass, hast du es nah drauf, dass das Ohrenschmalz schmeckt ja nach Nuss. Tatsächlich, wenn man das... Das hat deine auch. Du hast einen Haselnuss. Ihr habt es gereinigt. Nein. Wir haben es noch nie gereinigt. Hast du schon mal gereinigt? Auf keinen. Okay, also, muss David das auch ablecken? Ja. Dieses Produkt dreht man sich ins Ohr. Nicht alle Ohren passt es perfekt, aber den meisten. Du bist so verrückt. Und dann hat man habe ich dieses Funkgerät in der Hand und kann dann quasi mit diesemjenigen reden. Darf ich es mal machen? Das hat so ein bisschen was. Ja, klar. Kann man es anmachen? Musst du andrehen. Das Erlebnis ist natürlich für den Menschen da draußen nicht so toll. Oh, jetzt habe ich es aufgedreht. Nee, dann drehst du wieder weiter. Auf die zwei Punkte. Nee, es gibt an, das ist der volle Punkt. Genau das. So. Zwei Punkte, entschuldige bitte. Kriege ich aus dem Off. Dreh es mal richtig rein. Nee. Doch. Du hast es angedeckt. Jetzt komm. Unsere junge Beziehung kann das vertragen. Okay, ist drin. So. Hörst du mich jetzt? Voll geil. Also ist ein bisschen verrückt. Die Idee dahinter ist, dass man quasi, wenn ich jetzt ihm sage, ja, aber das ist, hast du jetzt schon weg. Ich gebe es also, jetzt nicht. Bitte, gib es ihm nicht, er wird es ablecken. Ich weiß es. Alles okay. Ich kenne dich ein paar Minuten und habe dich durchschaut. Die Idee dahinter ist, also normalerweise stehe ich hier neben Leuten und das ist aber was anderes, wenn man, also so wie das jetzt heute war, ich stand ja nicht neben dir und habe die ganze Zeit gesagt, mach das und das. Und dein Gegenüber, also er hat zwei Menschen, ein Paar fotografiert. Mhm. Und wenn die das schon mitkriegen und wenn du aber auch mitkriegst, dass die das mitkriegen, dann ist das was anderes, als wenn du es quasi intim im Ohr hast. Das ist ja eine ganz leise Stimme, die niemand anders mithört. Es ist immer so fake, bisschen, wenn jemand daneben steht und sagt, du machst das gerade falsch, du musst es anders machen. Genau, und das ist so ein bisschen die Kernidee war, wie bekomme ich meine Intuition transportiert sozusagen. Wenn ich mich irgendwo hinstelle, das kann ich nicht beschreiben. Ich kann nicht sagen, dass 2,5 Meter entfernt vor einer Mauer, die 8 Meter dahinter ist und die Kamera in 44 Grad Winkel auf 2,10 Meter Höhe oder was auch immer. Mhm. Sondern es ist ja alles intuitiv. Ich halte irgendwo irgendwas hin, versuche irgendwas. Was auch immer passiert. Und dann passiert was. Und wie kann ich das vielleicht irgendwem zumindest ein bisschen transportieren. Und jetzt. Muss er das Mikrofon nah an den Mund halten, genau. Und er hat heute das gemacht mit dir. Wie lange war das Fotoshooting insgesamt? Ich glaube, eine gute Stunde. Und ihr wart hier draußen im kalten Köln, im Süden von Köln, ne? Am Flughafen. Ja, wir waren in der Warneheide unten. In der Warneheide. Und da hast du das Pärchen fotografiert und davon gibt es einen Videoschnitt. Das hat David noch kurz vor dich fertig gemacht. Wir reden gleich nochmal, nachdem wir es gesehen haben, über die Dinge, die dir jetzt aufgefallen sind. Ich würde jetzt erstmal sagen... Stimmt übrigens nicht, das ist Marian, der das geschnitten hat. Ja. Ach so, Marian Hirschfeld, lustige Geschichte, Kölner Junge, der irgendwann mal irgendeinen Wettbewerb bei Nike gewonnen hat und mit 14, bei uns dann irgendwo der 15, warst du 15? 15, mit Materia und mir in Barcelona war und dann so mit Nike bezahlt, irgend so einen kleinen Filmernachwuchs. Dann hat er danach ein Praktikum, als er 18 war bei mir, jemand, der auch mal eine falsche Abzweigung genommen hat, weil er mal so selbstverliebt war, ein Praktikum, was ich verschoben habe, wegen einer eigenen Reise, weil er in Südostasien echt auch Bock hatte, noch mal 2-3 Monate dran zu hängen in seiner Schimmel-Kiff-Phase. Und ich habe ihm aber eine zweite Chance gegeben und er kam zurück. Und der dann während dem Praktikum von Poldi abgeworben wurde und jetzt für Poldi und Straßenkicker hier in Köln fest angestellt arbeitet. Ach, du bist das! Nur um mal eine, was gegebenenfalls passieren kann. Mir wurde berichtet. Genau. Vielen Dank. Mega Typ. Super dankbar.
Ja, ja, alles gut. Nee, also dazu sage ich das ja nicht. Ich war letztens in diesem Barbershop, Gentleman's Barber Club, ja, wo auch Poldi immer hingeht. Kennst du es sicherlich, ne? Kenn die Jungs, ja. Und die haben erzählt von dir. Und zwar nur in höchsten Tönen. Von mir? Nein, von ihm, von dir doch nicht. Keiner kennt dich. Nein, alles gut. Also, so, und der hat es gefilmt und hat es ganz schnell zusammengeschnitten. Das war vor 3 Stunden und jetzt können wir uns das kurz angucken. Okay, halt. Bitte nochmal eine kleine Regieanweisung. Wir wollen jetzt auch mal 10 Minuten. Es geht 10 Minuten, oder? 7 Minuten. Sieben Minuten. Dann kannst du mal kurz Pipi machen. Ja. Und wir können ein neues Kölsch holen. Und dann muss halt die Regie uns jetzt vom Ton her alle 3 abdrehen. Und du lässt es loslaufen. Und unsere Zuschauer dürfen den Mitschnitt anhören. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn der vorbei ist. Ne? Genau so machen wir es. Und falls jetzt Renderfehler drin sind, ich glaube, es war nicht mal mehr Zeit, es anzugucken. Also na, aber relativ geil, welche Kamera läuft, die da. Ich brauche tatsächlich einen dritten kleinen Mini-Paul, weil Paul die dann einen neuen sucht ab morgen. Typen wir gleich. So, also wir sind jetzt hier im Wald. Es ist ein Paar-Shooting, was der Lars macht. Und er fängt, glaube ich, an mit ihm. So ein bisschen rüberkommen, wie das dann da ist. Tatsächlich gucke ich mir so Sachen an, wie Leute aussehen, Approach und was man so fotografiert. Ich finde das Outfit, was er gewählt hat, schon mal tatsächlich ganz gut. Und da habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Nicht so gefallen tut mir, dass die Kamera mit dem Kameragurt da so quer drumherum ist. Das sage ich ihm jetzt gleich mal aufs Ohr, dass er das wegmacht. Mein lieber Lars, mach mal den Kameragurt bitte nicht von der Schulter runter sozusagen. Also er geht ganz wenig in die Hocke. Ehrlicherweise ist die Frau eine sehr kleine Frau, 1,60 Meter oder sowas groß. Die würde grundlegend lieber ein bisschen größer sein, deswegen sollte er, und er ist groß, deswegen sollte er unbedingt fast alles tief fotografieren. Ich nehme ganz oft die Kamera runter und fotografiere so aus der Hüfte raus, unter anderem damit Leute größer ein bisschen besser wirken. Ich finde, dass er fast alles, also in den letzten 3 Minuten hat er von oben runter fotografiert, das ist immer keine gute Perspektive dafür. Und das Zweite, was mir nicht gefällt, ich lasse ihn aber trotzdem gerade mal machen, ist, dass er keine Sonne richtig spielt. Also er kann sie sich ruhig mal so hinstellen, dass wenn man hier unten auf dem, ich gucke dann immer hier so drauf, wo sind Sonnenbereiche, wo sind Schattenbereiche, und du siehst ja, dass die keinerlei Sonne abkriegen, sondern dass die nur im Schatten stehen. Jetzt ist da ja so ein bisschen ein Flair und alles ist gut und das ist schon ein besseres Licht. Wenn ich dann versuche, hier quasi drauf zu gehen und so einen Schatten zu machen, dann ist es schon ein schöneres Licht, als wenn man immer im Schatten hier drumherum bleibt. Also jetzt nimmst du mal den Sonnenmoment, fotografierst die da, wo sie an der Sonne sind, und ab jetzt guckst du bitte nicht durch die Kamera beim Fotografieren, sondern nimmst sie auf Hüfthöhe und knipst ein bisschen. Stell sie mal zu zweit da auf die Lichtung auf dem Baumstumpf, bitte. Was ich auch recht wichtig finde, du hast kein Modell bisher angefasst, also ruhig mal auf die Schulter fassen, auch mal Nähe aufbauen, dass es dann Körperkontakt gibt. Wenn du einen Witz auf Lager hast, jetzt einen Witz erzählen, bitte. Ich habe leider keinen. Nee, alles gut. Hat er nicht auf Lager. Kamera mal ganz auf den Boden legen, bitte. Vordergrund macht bildgesund immer gut. Macht das bitte mal vor, was sie machen sollen. Also ihr könnt ja mal mitkommen. Wir gehen hier, ihr geht quasi zusammen, geht mal Hand in Hand, genau. Ja. Super. Dann gehen wir hier lang. Du willst vorne gehen. Ja, klar. Und wenn du hier bist, drehst du dich zu ihr um und ziehst sie so ein bisschen zu dir ran. Aber du musst trotzdem vorne bleiben. Okay, also beim Vormachen. Das ist ganz, ganz wichtig, einmal Leuten zeigen, was sie da tun, und da unbedingt nicht fotografieren dabei, weil das einfach verwischt, sondern wirklich einmal ganz genau so zeigen, wie soll jemand da sitzen, was für eine Szenerie soll er sein. Okay, fotografiere, dreh sie mal um 90 Grad aus der Position, in der du bist, von rechts, und geh da wieder tiefer rum. Ne, geh weiter nach rechts, du weiter nach rechts, du weiter nach rechts und ein bisschen näher ran in die Hocke, und jetzt drehst du sie nochmal um 90 Grad, sodass du beide siehst. Drehen zu mir, drehen zur Seite, ja, so super. Ganz, ganz wichtig ist, das hat Lars jetzt nicht ganz optimal gemacht, er hat einfach akzeptiert, was er bekommen hat. Quasi die zwei sind gekommen, die kamen auf den Parkplatz, hatten einen Schal und einen Dings an. Eine von mir sehr verehrte Fotografin, Lina Telsch zum Beispiel, ist deswegen auch so gut, weil sie über Klamotte und über Looks Bescheid weiß. Ich versuche mich immer daran so ein bisschen zu trainieren. Das ist tatsächlich nicht immer, wenn man keine Ahnung hat, oh guck mal, wenn man keine Ahnung hat, was Leute, was mit Haaren passiert. Trotzdem könnt ihr darauf Einfluss nehmen. Ihr könnt mal hingehen, wenn die Haare scheiße sind, dann sind alle Fotos scheiße. Könnt ihr machen, was ihr wollt, und dann lieber noch mal 5 Minuten warten und sagen, können wir die Haare noch mal anders machen. Wenn die Mütze scheiße ist, wenn der Schal scheiße ist, dann das müsst ihr gestalten als Fotograf. Das ist auch euer Beruf, und deswegen ist auch eure Aufgabe da, nicht nur zu akzeptieren, was vor euch steht, sondern das ein bisschen zu gestalten, ein bisschen was anderes dabei zu haben.
Mach mal 5 Hampelmänner mit denen zusammen, damit denen ein bisschen warm wird. Sollen wir uns ein bisschen, wir wärmen uns ein bisschen auf. Komm, wir machen 5 Hampelmänner zusammen. Kriegen wir hin? Warte, ich leg mal die Kamera. Okay. Was das angeht, ich nicht. Jetzt auch mal langsam die Schals loskriegt. Also ihr macht euch keine Begriffe, wie Menschen gefroren haben, die ich fotografiert habe. Da muss man manchmal durch. Das wäre jetzt auch so eine Situation. Er hat unter dem Schal ein weißes T-Shirt an. Unbedingt bei ihm müsste jetzt die Jacke zugemacht werden. Sieht tatsächlich total behämmert aus. Fällt ihm jetzt nicht auf, weil er darauf konzentriert ist, ein gutes Foto zu machen. Das ist aber was, was jetzt alles zerstört. Also unbedingt die Zipperjacke zumachen. Kannst du einmal die Jacke ein bisschen zumachen? Ja. Ein bisschen höher? Ja, ja, viel besser. Ganz zumachen. Ganz zumachen geht noch ein bisschen? Bist du so? Machst du ganz zu. Ja. Jana, kannst du mal ein Stück darüber gehen? Ja. Wenn er dich anguckt, lächelt er so schön. Ein absoluter Boss-Move. Ist stark gemacht, weil er sie positioniert, weil wenn man will, dass Leute irgendwo hingucken, ist es tatsächlich sehr gut, dass man das so drumherum. Also die Position ist gar nicht gut gerade und er kämpft weiter, hätte aber schon längst aufgeben müssen, einfach sagen müssen, funktioniert so nicht. Sie sieht nicht gut aus von hinten, sie ist noch kleiner als sie eh schon ist, weil er höher steht und hoch angelehnt ist, es kann kein gutes Foto werden, egal wie schön das Fotografische wird. Es wird garantiert eine scheiß Pose sein und es wird garantiert Ihnen nicht gefallen, weil es einfach nicht schön aussieht, wenn ich jetzt hier stehe, würde ich sagen. So, okay, jetzt machen wir noch ein paar Bilder von ihm allein. Jana kann sich wieder anziehen und wieder aufwärmen. Von hier sieht es mega geil aus. Auf dem Foto sieht es nicht mega geil aus. Das ist immer ein Problem. Wenn die Making-ofs, das passiert mir leider auch manchmal, cooler sind als die echten Fotos, dann hast du deinen Job nicht richtig gemacht, leider. Jetzt steht er richtig, jetzt ist er aus der richtigen Richtung. Dann ist es da, die ersten 2 Bilder sind einfach falsch fotografiert, also immer. Wunderschönes Gegenlicht hier gerade, es ist voll geil. Die Szenerie, die er jetzt macht, ist super. Die ist hervorragend. Euer rechts, hier rüber. Genau, stopp, bleibst du da stehen, ihr da hin. Und 1,5 Meter kommt euch dazu. Sind genau das. Und dann kannst du auch, ihr könnt euch weiter unterhalten. Und dann hat's nicht. Jetzt kannst du quasi einfach draufhauen. Und wir kriegen es quasi nicht mit. Das ist ein bisschen die Idee dahinter. Verlier mal die Kontrolle. Ja. Und mach die Distanz darüber und stell sie dir drumherum. Das waren 3/4 Meter, wirklich 2 Meter. Viel weiter nach hinten noch. Also jetzt müssen wir sie so stellen, dass sie wirklich Sonne kriegen. Sie kriegen immer noch keine Sonne, kriegen immer noch keine Sonne. Jetzt ist der Moment, wo sie erst Sonne kriegen. So, das ist was, er hat auf den Boden geguckt, dann haben die Füße eine Sonnenkante gekriegt. Jetzt kriegen zumindest die Haare und die Köpfe eine Sonnenkante und dann ist es ganz gut. Sehr gut, er hat sich gemerkt, dass sie jetzt ein bisschen höher steht als er und ist umgedreht, genau an der Stelle, wo er davor groß-klein falsch gemacht hat, macht das jetzt richtig. Das ist gut, das ist wunderbar. Geht an die Haare dran, das ist wunderbar. Gut, wie er das macht. Lass die Kamera im Schatten, das ist ganz wichtig. Die Sonne ist doch zu hoch, dass der Flair wirklich, also es ist einfach viel zu hohe Sonne dafür. Und was sieht man dann da? So, und die können sich jetzt auch mal küssen, richtig? Gleich geht's los. Ja. Ein letztes Ding und dann sind wir fertig. Wenn er jetzt gleich sagt, okay, das war's, wunderbar, sollte er weiter fotografieren, wo er steht gerade. Also ich sag ihm das davor, damit er das macht. Du sagst jetzt gleich, das war's, wunderbar, bleibst aber da stehen und fotografierst bitte weiter von da, wo du bist. Ich glaube, wir sind fertig. Ja. Die echten Inning-Momente jetzt gerade. Hat Spaß gemacht. Euch auch? Halt drauf, ja. Ist gut. Also immer am Ende noch einmal sagen, das war's, aber trotzdem weiter drauf ballern, weil Privatpersonen kommen so auch noch mal ein paar. Und jetzt machen wir so einen Schnitt ins Großraumbüro zum Stilpiraten. Krollop und Gerst. Tschüss. War das hier Tag? Hallo hier vom Stilpiraten im Heidi-Studio. Habe ich mich übrigens aufgeregt. Entschuldigung, du hast schon 5. Mal am Mann. Ich liebe, ich benutze auch viel zu viel Zeigefinger heute. Ich liebe Steffen ja sehr. Aber bei, also wirklich, und bei der Ripcademy diskutieren wir immer über Namen. Ja. Ganz viele Leute wählen, also als Fotograf musst du eben auch einen funktionierenden Namen haben, so blöd wie es klingt. Also weißt du so, du musst eine Schublade bedienen. Wenn du jetzt Matthias Müller heißt, dann wird dich nie jemand erinnern und irgendwie, also es ist nun mal so, dass es dazugehört.
Und so blöd es ist, man kann eben nicht akzeptieren, dass jeder, also ja, wenn du jetzt böse heißt und positive Hochzeitsreportagen zum Beispiel machen sollst, das ist ein bisschen schwierig. Oder gierig, hatten wir beides in der Rip Academy. So, echt so voll böse geile und Fotografen, gierig. Ja, die können sich zusammentun und Hochzeitsfotografie gierig und böse machen. aber sind beides voll gute Fotografen tatsächlich, ja. und die auch voll durchstarten. Linda Böse geht Vollgas gerade ab und hat mega viel, glaube ich, daraus gemacht aus der Rip Academy. Und, aber hinterfragt halt, also so, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Situation ist. Ich glaube, sie macht die Hochzeiten jetzt unter... Kommt zu Steffen. Unter Linda Lieb. So, kommt zu Steffen. Wie behämmert ist Stilpirat als Name? Aber weißt du, woher es kommt? Einmal, du nee, weißt doch, aber jetzt mal kurz, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich finde den voll cool, den Namen, ja. Stilpirat als Grundsatz. Aber Piraten klauen ja bei anderen Leuten und kapern. Daher kommt es ja auch. Das heißt, der sucht sich andere Leute, die Style haben, und bei denen klaut er dann den Style, oder was? Ja, das hat er in der Live-Sendung bei uns erzählt. Das war noch aus seiner Agenturzeit, als er viel mit Layout und Designs und Logos gemacht hat. Und er hat gemeint, irgendwann hat er erkannt, dass eigentlich Design nichts anderes ist, als dass man irgendwelche fremden Ideen kapert und so ein bisschen zu seinen eigenen macht. Siehst du, jetzt, das wusste ich alles nicht und jetzt muss ich alles zurücknehmen, was ich hier... Ich habe eben gedacht, dass der Name so etabliert war irgendwann, dass man... Das nein, der hat es absichtlich gemacht, so ein bisschen als Hommage daran, dass er im designtechnischen Dieb ist, sozusagen. In welche Kamera kann ich mich entschuldigen? Steffen ist schlauer... erfolgreicher und besser als ich. Entschuldige bitte, lieber Steffen. Du hast natürlich recht. Ich dachte nur, ich habe irgendwann mal hinterfragt, warum man sich Stilpirat, also warum Pirat ist ja was Lustiges, aber nicht zwingend was Schönes. Aber es wird auch nicht deiner Fotografie gerecht, weil du bist kein Pirat, du machst sehr schöne eigene Fotos. Deswegen der Heidefotograf. Entschuldige bitte. Oder einfach nur Böttcher. Ja, Steffen. So, aber jetzt kommen wir mal ganz kurz, Lars, zu einer Sache. Und zwar, weißt du, was mich, also, wie war es erstmal? Wie war es so? Ich fand es echt spannend. Also ich musste kurz immer mal wieder den Impuls unterdrücken, mit ihm zu reden, also ihm zu antworten. So. Presse halten! Er hat voll oft geantwortet. Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, mach mal einen Witz. Und dann sagt er so, nö. Ich habe gerade keinen auf Lager. Und dann sagt das Paar so, hä, was? Egal. Ich, ist aber auch eine Herausforderung, das zu checken. Das ist wirklich schwierig, weil du halt... Jetzt können wir es wieder auf die andere Seite machen. Moment, ganz kurz. Wir machen es wieder hier hin. Ja, so. Und was waren so die krassesten Sachen, die er dir ins Ohr geflüstert hat? Eigentlich nur, na, eigentlich nichts, aber beim Einstellen vom Mikro haben wir kurz am Anfang, stand ich halt so bei... Nee, ich meine jetzt aus fototechnischer Hinsicht, Entschuldigung. Ach so, fototechnisch, also, ich will keine perversen Storys von Rip hören, also dafür ist noch nicht zu spät, also spät genug. Übrigens habe ich extra rosa für dich eingeschaltet, ne? Mr. Homoerotisch. Ja. Also ich durfte mit der Leica zum Beispiel nicht mehr durch den Sucher gucken, sondern einfach nur... Gar so, nicht. Ja, schätzt mal den Abstand und dann stellst halt vorne am Objektiv was ein oder so, das ist so... Ja, das ist knapp ein Meter. Okay. Stell mal die Leica auf einen Meter und dann schieß mal locker aus der Hüfte. Und ja, irgendwie habe ich vorher immer versucht, so kontrolliert zu fotografieren und das war halt total unkontrolliert. Hast du die Bilder schon angeguckt? Ja, wir haben auch zwei fertig gemacht. Und? Leica jetzt, gegen Fuji. Jetzt mal so, hat er recht? Es war ein richtig guter Glückstreffer dabei. Also in dem Moment muss man ja einfach von Glück sprechen. Also ich glaube, ich konnte tatsächlich besser mit dem Paar reden. Also weil ich ja einfach, ich konnte mich mit denen unterhalten. Und habe einfach so aus der Hüfte geschossen, aber wenn man dann trifft, dann ist es halt Glück. Ne? Gut, dann macht man noch ein bisschen was mit dem Beschnitt, aber die Bilder sind also richtig gut geworden mit der Leica. Aber das ist ja kein Glück, wenn er es sozusagen, also ich kann sagen, das ist ja der Punkt, aber, er hat es ja angekündigt, also es ist ja Glück mit Ankündigung. Also, ja, beeindruckend. Hätte ich aber vorher tatsächlich so nicht erwartet. Das war so für mich immer, ich gebe total die Kontrolle aus der Hand. Ja, ich war total glücklich mit meiner Fuji. Ich habe jetzt so eine spiegellose Systemkamera, war total glücklich, so geil, ich sehe direkt, wie das Bild fertig aussieht und kann es direkt kontrollieren und Paul so, ja, mach doch einfach. Okay, hast du, also ich glaube, hoffentlich kam das bei den Zuschauern. Lass uns mal Folgendes machen, oh fuck, du hast eine Touchbar, kannst du Ton ausmachen und nochmal das Video abspielen nach hinten? Also jetzt, oder Marc macht einfach den Ton aus. Ist das okay, Marc? Nee, ich glaube nicht, aber... Hier, einfach mal hier runter und ja, genau. Ja. Geh mal nach ganz hinten. Du hast ihm gesagt, er soll... sagen, es ist vorbei und dann aber gleichzeitig weiter fotografieren. Und wir sehen da, im letzten Moment ist mir gerade aufgefallen und ich fand es mega beeindruckend. Also wenn wir jetzt mal da hinten hingehen und du sagst jetzt gerade, hör auf, jetzt gleich streichelt sie ihn, macht ihn sozusagen am Kragen was zurecht und küsst ihn nochmal. Und ich glaube, das ist so das Echteste, was in dem ganzen Fotoshooting passiert sein könnte. Also wir gucken es mal an, das ist total krass. Jetzt sagt sie und... fertig. Und während der Zeit hast du die ganze Zeit fotografiert. Unfassbar genial. Also mit... Ja, genial.
Ja, aber ja, also so entstehen echte Situationen, klar, tatsächlich. Das ist ja das, was ich, so ein bisschen mein Beruf, dafür zu sorgen, dass Leute nicht mehr mitkriegen. Also echte Emotionen entstehen nur, wenn Leute nicht mehr sich darauf konzentrieren, fotografiert zu werden. Gemerkt, dass du weiter fotografierst? Nee, ich glaube nicht. Also ich stand weit genug weg, um das Klicken nicht zu hören. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die, also ich glaube, hätten sie, glaube ich, anders reagiert. Also ich glaube nicht, dass sie noch gemerkt haben. Ist auch, weil er nicht oben durchgeguckt hat, sondern weil er die Kamera sowieso nur unten hatte, oder? Ja. Nee, also finde ich, also ich unterschreibe, dass das die echteste Situation ist. Also da siehst du echte Nähe von den beiden und siehst, dass das eben nicht, und wir kannten uns ja auch nicht davor. Also ich weiß auch nicht, Viktor und wie hieß sie? Jana. Und also ich habe die alle noch nie gesehen davor, aber da war es zum ersten Mal so, dass man emotional gefühlt hat, dass die wirklich zusammen, wenn die jetzt zu zweit, man verkrampft einfach schnell, die sind ja auch nicht gewohnt, immer vor Kameras rumzusitzen. Und das auch Nico Rosberg ist nicht gewohnt, immer durchgehend. Also, und der ist es schon sehr gewohnt. Den muss man auch rauslocken aus normalen Situationen und irgendwie, dann wird es authentisch tatsächlich, wenn sie nicht mehr gestaged ist. Das ist mein Ziel sehr oft. Ja. Krass. Wirst du auch machen in Zukunft? So in der Art? Ja. Ich würde es, glaube ich, weiter kontrolliert machen, aber dann halt auch immer mal wieder so 10 Minuten vielleicht dem Zufall. Na gut, das geht jetzt nicht mehr, weil ich ihm das Display ausgebaut habe in seiner Kamera. Aber ansonsten. Also wollen wir uns kurz die beiden Bilder angucken, genau, die ihr fertig bearbeitet habt? Ich glaube, wir wollten gar nicht so in ergebnisorientierter Sache diskutieren. Aber finde ich jetzt schon mega interessant. Wir haben einfach nur für die Nerd-Menschen unter euch mal Bilder mitgebracht von Leica gegen... kann ich die mit der Bridge kann man es am besten. Ja, die Bridge habe ich noch nie aufgemacht in meinem Leben. So, das ist Bild 1. Wir wollten Leica gegen XT mal gucken, das ist Leica, was quasi dagegen geht. Das ist Bild 2. Okay, ich kann es nicht sagen. Doch, das ist Leica. Nein. Andersrum? Das ist Fuji, das ist Leica. Boah, krass. Also ich kann es nicht sagen. Das hier ist Fuji. Das ist Fuji, das ist Leica. Das hier ist Leica. Ich hätte jetzt gedacht, das unschärfere Bild ist das von Leica. Aber du hast mit der Leica besser getroffen den Fokus als mit der Fuji. Ja. Okay, kann man natürlich machen. Ja, aber also, da könnte man jetzt schon mal eine Lanze brechen, auch für die Fuji. Das ist schon technisch vorausgesetzt, ist das absolut ausreichend. Da muss man nur am Inhalt noch arbeiten. Also es lohnt sich jetzt nicht, 6.000 Euro auszugeben, wenn man diese zwei Sachen sieht, finde ich, technisch gesehen. Also das ist jetzt die Frage, was ist jetzt, hör mal auf hier rumzuklicken, was ist jetzt der Punkt? Heißt es jetzt für uns im Ergebnis, die Fuji ist gar nicht so schlecht und kommt an die Leica ran? Oder heißt es jetzt, die Leica ist total überbewertet und ist nur so gut wie eine Fuji? Also das lassen wir einfach mal offen stehen, oder würde ich sagen. Weißt du, was ein Riesenunterschied ist, und das ist die Wahrheit, und auch das sind mehr als 50%. Er fühlt sich anders mit einer Leica in der Hand. Er hatte eine ganz andere Körpersprache in dem Moment, wo er die andere Kamera in der Hand hatte. Ja, ich musste alle Muskeln anspannen, die ist nämlich doppelt so schwer. Nein, aber du hast wirklich eine andere Attitude. Du kommst anders auf Leute zu. Und das ist unbezahlbar, und die Fuji ist einfach potthässlich, muss man ja auch sagen. Das sieht aus wie ein Toyota-Auto oder sowas. Also es ist ja keine schöne Designform, was die da produzieren, sondern es ist irgend so ein, das sieht aus wie ein CD-Player. Also und die Leica ist halt ein schönes Designobjekt, und das trägt man ja nach außen. Also die Attitude spiegelt sich im Motiv wieder. Also was man selber fühlt und denkt als Fotograf, wird sozusagen transportiert und reflektiert in die Person. Vollgas, hundertprozentig. Und je wichtiger die Attitude für den Job ist, desto wichtiger ist dann die Leica auch. Also es gibt halt Jobs, da ist es scheißegal, muss ich sagen. Es gibt aber Jobs, da ist es sehr, sehr wichtig. Und also mir hat es sehr, sehr viele Türen aufgemacht. So. Wenn so ein George Clooney in der ersten Sekunde sagt, oh, Safari Edition, dann gibt es keine Safari Edition. Boah, ich würde gerne einmal so einen Moment haben, wo George Clooney sagt, Safari Edition. Musst dir nur eine Safari, du hast keine Leica, ne? Nein, Fuji? Ich habe auch keinen George Clooney, leider. Der war aus. Doch, das also ist Leica kann man nachgucken. Ja, ich weiß, aber Leica... Naja, aber nee. War aber gut, war lustig. Finde ich auch ganz interessant. Sind gut bearbeitet, die Bilder übrigens, beide. Finde ich sehr, sehr schön vom Look her. Und finde ich gut so drumherum. Aber der Moment ist hier viel echter, so weil wir so viel über den Inhalt gesprochen haben. Und die Klamotte ist 10.000 Mal besser so übrigens. Nur mal so. Es war kalt, es war scheiße für die, aber sie kriegen ein besseres Ergebnis. Und dass es kalt war, haben die vergessen. Dass sie hier zu angezogen und distanziert sind, haben sie nicht. Also das Ergebnis hat sich gelohnt, dass sie... Ich finde auch übrigens, Flares sind nicht immer vorteilhaft. Also, weil... Ich glaube, das rechts ist kein Flair. Ich glaube, das war irgendwie. Nee, ich meine den links. Ich habe mir mal beim Mega-Upload habe ich mir so ein Flair-Set geholt. Von Golem Gers? Genau. Beim Mega-Upload? Spürst du nicht den Vibe? Im Moment finde ich Flair richtig gut. Den Rapper.
Ja. Also nicht ihr, sondern den Rapper. Der ist mega geil. Das neue Album, Vibe. Es tut mir noch weh, dass du mega Upload und unsere Flares in einen Satz gemixt hast. Digga, die sind 29,95 kostet es bei euch. Nein, 19. Oh. Wucher. Danke, Merkel. 19,95. Vielen Dank. Lars, ich danke dir, dass du das Ganze mit uns heute Morgen gemacht hast oder für uns. Ja. Ich hoffe, das war es wert, Paul ertragen zu müssen im Ohr die ganze Zeit. Aber auf jeden Fall danke von mir aus nochmal und danke auch an das Paar. Hat aber wirklich sehr gut gemacht. Ja, sind wirklich super schöne Bilder geworden. Also ich finde es cool. Mega cool. Lass uns jetzt nochmal die Verlosung übernehmen. Du bleibst sitzen. Wir trinken noch gleich ein Bierchen. Vielleicht kannst du ja auch die Verlosung übernehmen. Genau, also du bist unsere Losfee. Du bist unsere Losfee. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich nehme jetzt mein Handy und wir machen bei Instagram. Ich suche so lange, bis ich meinen eigenen Kommentar gesagt wurde, dass ich zu touchy bin mit dir und ich fasse dich zu sehr an. Ja, aber das ist schon okay. Ich meine, er hat vorher gesagt, ich soll ihn anfassen. Und da Mann, das ist doch nicht euer Ernst, was Internetleute manchmal sagen. Aber egal. Das ist auch übrigens, das hast du vorhin rausgeschnitten aus dem Video mit ihm. Du hast ihm sogar gesagt, er soll das Model und das Paar anfassen. Ne? Ja, weil du hast gesagt, Nähe aufbauen. Doch, total. Berührung. Also das, was du tust, baut Nähe mit mir auf. Ich habe heute ein paar Sachen erzählt, die ich nie erzählen würde. Das habe ich getan, weil ich dich sehr sympathisch finde im Gespräch und sehr, sehr gut. Und weil die Szenerie sehr, sehr gut ist da drumherum. Weil und ich sehr wohl gefühlt habe. Ab und zu ihn angefangen habe zu streicheln. Auch das. Und es gibt Männer, die da kein... nein, Spaß. Nein, es gibt welche, aber es ist, also das führt am Ende ja vielleicht zu einem besseren Ergebnis für dich auch. Ja, ich hoffe doch, dass du dich wohlgefühlt hast. Also, ja, wirklich. Habe ich jetzt nicht gesagt. Was auch immer. So, kurz zum Dings. Ich drücke jetzt, ich habe 1558 Kommentare. Oh, ich bin neidisch. Auf das Ding. Ich drücke jetzt auf, was für eine Zahl? Wie alt ist deine Mutter aktuell? Müsste jetzt dieses Jahr 59 werden. 59. Ach Quatsch. Nein, boah, jetzt willst du zählen. Ich wollte jetzt 59 mal drücken. Lass. 54. Achso. Okay, 54 ist 59. 54 ist ein bisschen. Okay, wann bist du geboren? 92. 92. 92 minus 54, David? Da kommst du auch auf so einen Shit. Was? 58. Also, man muss manchmal nur so tun, als ob alle denken, jetzt kommt was. Also, wir drücken 12-mal auf weitere Kommentare leiten, weil das ist das Ergebnis. 1, 2, 3, 4, 5. Das war die Wahrheit gerade. Immer so tun, als ob man irgendwas kann. 6, 7, 8, die zwei Hochstapler sind immer was. 9, 10, 11, 12. Der oberste. Und nee, nicht der oberste. Jetzt darfst du dir eine Zahl auswählen. Zwischen der siebte. 10 und, nee, 5 sind es nur. Nee, es geht jetzt, wir können runter. So. Zwischen 10 und 23 darfst du dir eine Zahl. 13. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Was hast du gesagt, 13? 13. Ja. Max.Amelion sieht ein bisschen lauchig aus, aber... macht ganz schöne Fotos, muss man sagen. Landschaft, viel Landschaft. Ja. Max.Amelion, herzlichen Glückwunsch zum ersten Buch. Und jetzt gehen wir rüber zu Facebook und machen den ganzen Quatsch nochmal. Lass doch einfach einmal scrollen und halt irgendwie an. Oder lass ihn anhalten. Meinst du, das geht schneller. Technisch? Ja klar, kannst du ja scrollen. Also einfach nur einmal Kommentare aufmachen. Ihr lebt in der Zukunft, wenn ich das sagen darf. Du musst ein paar Kommentare vorladen, also sonst. Also was mache ich jetzt? Einfach mal runterscrollen und irgendwo Stopp machen. Und einen Finger drauf toppen. Einfach, guck mich an. Nee, ich mache jetzt erstmal, ich lade gerade ein paar vor. Die sind ja nach Relevanz sortiert. Alter, Falter, hast du die alle mitgelesen? Na klar, das sind Gewinner-Kommentare. Die wollen nur ein Buch. Die haben kein Interesse. Das sind Schaben, die einen... Die gucken sich doch nicht den Stream an. Das ist das Schöne, wer sich jetzt nicht meldet, ist nicht dabei. Ich habe gerade... Jetzt nicht hingucken. Nein, ich habe gerade Elias Mbarek gesehen, also deswegen wäre es lustig gewesen. Aber okay. So, jetzt sagst du. Ich sag so und du sagst irgendwann Stopp. Stopp. Paul Linzmeier. Herzlichen Glückwunsch, Paul Linzmeier. Du hast das zweite Buch gewonnen. Und du siehst nicht lauchig aus anscheinend. Nö. Ja, der andere war so ein. Nö. Okay. Ich habe nicht gesehen. Thema vergessen. Coaching, nee, wir haben alles gut. Wollen wir noch 4 Fragen machen oder 5 Fragen? Nein, Gibt's noch irgendwas? Wir trinken jetzt noch ein alkoholfreies in unserer Küche. Ich finde, David hat zu wenig Feature-Zeit heute gekriegt. Ja, gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, was ich noch beantworten sollen würde? Unser Freund Alfredo von Qualitätssicherung Fotografie hat noch gefragt, wann
wann denn das gemeinsame Shooting überhaupt ist. Da hast du nie geantwortet. Kennst du Qualitätssicherung in Fotografie? Finde ich übrigens tatsächlich ganz gut. Also finde die sehr, sehr lustig. Ja. Und ich finde, Leute, die darüber nicht lachen können, sollten einfach sterben. So. Und dementsprechend, wenn man da seinen Humor nicht mehr hat oder sowas, ist es, ich habe wirklich bei denen schon 20 Mal aus vollem Herzen gelacht, so drumherum. Ja? Und das finde ich sehr, sehr gut und das finde ich großartig und bin großer Fan von denen. Und am Ende sollte es noch mehr davon geben, weil sie manchmal unter die Gürtellinie gehen, bei Leuten, die es aber auch echt verdient haben, unter die Gürtellinie zu gehen. Es ist ein bisschen und zu viel Wahrheit dabei. Einfach, ne? Das ist manchmal das, was, ist das, was die Leute aber stört, dass sie ja immer den Finger in schon eine bestehende Wunde legen. Und da muss man damit leben. Sorry, ich lebe ja auch damit, dass hier 50.000 Leute unter YouTube schreiben, was soll der fette Vollidiot da rechts. Haben sie wirklich geschrieben? Also, ja, ich bin auch fett. Also nein, das ist schon okay. Aber Qualitätssicherung, Fotografie, Daumen hoch für die starke Arbeit. Bald Fotoshooting, ne? Und wir machen jederzeit ein Fotoshooting. TFP sagt man, glaube ich, dazu. Habe ich gelernt. Und dann kommen wir vorbei und dann bringe ich mein André Josselin Objektiv mit, gegenlichtig und einfach irgendwelche Flares von Gas machen wir da drüber. Und nein, dann du brauchst sie dann gar nicht mehr. Das ist ja die, ah, die sind schon drin. Die sind dann schon im Bild drin. Gut. Und dann überlegen wir uns. Ich habe so eine Tumblr-Seite, da kann man einfach irgendwelche Texte kopieren, drunter schreiben. 418 Likes auf Facebook, Instagram, kein Problem. Machen wir. Paul, was sind deine Ziele für das ist die letzte Frage. Was sind so deine Ziele für die Zukunft? Gesund zu bleiben und Spaß zu haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich in 3 Wochen mache. Ich weiß genauso wenig, was ich in 3 Jahren mache. Ich fände es schön, wenn ich noch mit meiner Frau zusammen bin. Und ich fände es schön, wenn meine Kinder noch gesund sind. So. Und vielleicht will ich auch noch mal ein Kind. So, ich habe, glaube ich, noch ein Kind irgendwann mal. Ja, ein Jung. Finde ich geil. Ach, du hast 2 Töchter? Ja. Es sind ganz schön viel Barbie bei uns zu Hause. Ja, Pink wird Ihnen gefallen. Vielleicht gucken Sie auch mal irgendwann die Sendung an. Ich sage tschüss. Ich danke nochmal an das ganze Team. Also, auch wenn es hier sitzt, normalerweise ist hier unser Besprechungsthema und wir hatten nie geplant, hier eine Live-Sendung zu machen. Jetzt hast du gestern angerufen oder vorgestern und hast gesagt, ich komme vorbei. Dann haben wir gesagt, alles klar, die Bude wird ausgeräumt. Also, auch wenn man die ganze Zeit nur uns beide und jetzt den Lars noch gesehen hat, es gab ganz viele im Hintergrund, die gearbeitet haben. Auch mein Dank gilt an diese Person. Auch du hast hier Helfer und Helfer mitgebracht. Lina Tesch habe ich endlich wegen dir in Live-Farbe sehen können und sie ist genauso stylisch wie auf ihren Bildern und genauso stylisch wie ihre Fotos. Und ich hoffe, dass ihr noch ein paar Minütchen bleibt für ein kleines Kölsch. Klar. Und damit sage ich tschüss, viel Spaß beim Fotografieren, beim vielleicht auch manuell fokussierten unscharf Fotografieren mit Farbstich. Verliert die Kontrolle da draußen. Guckt auf das Motiv, haben wir heute gelernt und seid verrückt. In diesem Sinne, tschüss aus Köln.